Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Vorlesung. Wir kommen heute zum letzten Kapitel meines Buches über die französische Klassik, zu Madame de Lafayette und ihr Roman La Princesse de Clèves, der erste moderne Roman. Das wird uns 3 Sitzungen in Anspruch nehmen. Wir sehen uns ein Gemälde von Madame de Lafayette an. Die Zuschreibung ist unsicher. Es scheint aber einigermaßen authentisch zu sein. Sie sehen natürlich, stilisiert ist sowas immer. Madame de Lafayette lebte von 1634 bis 1693 und war eine der wichtigsten Intellektuellen und Schriftstellerinnen des 17. Jahrhunderts. Sie wurde in der Nähe des Jardin du Luxembourg in Paris geboren, als Marie-Madeleine Pioche de Lavergne. Sie sehen das da auf dem Bild, MMP. Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, verheiratete Comtesse de Lafayette. Sie war die Erstgeborene, die Eltern bekamen noch 2 weitere Töchter, die fürs Kloster bestimmt wurden, um der ältesten Tochter eine Heirat in den Hochadel zu ermöglichen. Der Vater der Familie gehörte dem niedrigen Adel an, machte Karriere bei der Marine und wurde reich als Bauunternehmer und Immobilienspekulant in Paris. Außerdem hatte er beste Beziehungen zum Kreis um Richelieu und stand während der Fronde auf der im Nachhinein richtigen königstreuen Seite. Zu diesen und weiteren Daten und Fakten können Sie die exzellente, neue, relativ neue, kritische und kommentierte Ausgabe der Œuvre complète von Madame de Lafayette durch Camille Esmain Sarrazin lesen in der Pléiade-Reihe. Camille Esmain Sarrazin aus dem Jahr 2014. Nach dem Tod des Vaters im Jahre 1649 heiratete ihre Mutter in zweiter Ehe 1650 einen Onkel der Marquise de Sévigné, die später eine Freundin von Madame de Lafayette werden sollte und heute durch ihre Briefe bekannt ist. Der Stiefvater hatte beste Kontakte zu den intellektuellen Kreisen in Paris, in die er die gerade 16-Jährige einführte. Ebenso verschaffte er ihr eine Position bei Hofe als Demoiselle d'honneur de la Reine. Damit war der Boden bereitet für eine Heirat, wie sie sich ihre Eltern gewünscht hatten. 1655, im Alter von 21 Jahren, heiratete sie den 38-jährigen Witwer François Comte de Lafayette, gebar ihm 1658 und 59 2 Söhne, um deren Karriere sie sich später intensiv kümmerte. Ab 1661 lebten die Ehepartner de facto getrennt, der Gatte auf seinen Gütern in der Auvergne. Madame de Lafayette führte einen der angesehensten und einflussreichsten Salons von Paris und verkehrte in den anderen Salons und am Hofe. Sie war einer der wichtigsten Précieuses, ohne allerdings ridicule zu sein. In seiner Komödie Les Précieuses Ridicules aus dem Jahr 1659 macht Molière stillose Nachahmerinnen der Précieuses lächerlich, nicht aber die feministische Bewegung selbst, die, wie ihr Name verrät, nach Stil, Eleganz, Raffinement im gesellschaftlichen Umgang strebte. Das Preziösentum war eine emanzipatorische Bewegung in den höchsten Kreisen, die sich durch Bildung, Verweigerung von oberflächlicher Galanterie und oberflächlicher Salonkonversation und durch möglichste Unabhängigkeit von männlicher Bevormundung auszeichnete. Madame de Lafayette pflegte vor allem Freundschaften zu anderen intellektuellen Frauen. Am engsten aber war ihr Verhältnis zu La Rochefoucauld, der seine Maxime in engem Austausch mit ihr verfasste, so wie sie ihren Roman La Princesse de Clèves in intensivem Austausch mit ihm schrieb. Madame de Lafayette hat auch noch andere Romane und Novellen verfasst, die aber dann doch von La Princesse de Clèves in den Schatten gestellt werden. Sie veröffentlicht übrigens fast alle ihre Werke und auch La Princesse de Clèves anonym, wohl in erster Linie um unsachlicher Kritik aufgrund der Vorurteile gegen intellektuelle Frauen zu entgehen. Einige Zitate mögen einen Eindruck von ihrer Persönlichkeit vermitteln, wobei das allerdings wegen der großen historischen Distanz
und der seinerzeit meist sehr diskreten Art, über sich und andere zu sprechen, nur ein vager Eindruck sein kann. Madame de Lafayette schrieb im Jahre 1659, also im Alter von 25 Jahren, zwei kurze Porträts über sich selbst. Das war damals eine Art Gesellschaftsspiel. Im selben Jahr verfasste auch ihr Freund La Rochefoucauld ein Porträt von ihr. Über sich selbst schreibt Madame de Lafayette: Je suis mélancolique et j'aime la solitude. Je raille les gens et quand je m'y mets et sans malice. Je n'ai point d'ambition. Les richesses ne me touchent point. Mon repos m'est plus cher que tout le reste et j'évite avec soin tout ce qui le pourrait troubler. Je ne hais pas la vie et je n'appréhende pas la mort. Il y a peu de choses que je craigne. Si j'étais homme, je ne craindrais rien du tout. Je suis ferme dans mes amitiés. Les personnes d'esprit sont en estime auprès de moi. J'en fais cas, encore que je ne le témoigne pas par de grandes caresses. Si l'on veut être bien avec moi, il ne faut pas me dire des galanteries. Je ne les aime pas. Heureusement pour moi, je n'ai pas l'âme tendre. On me croit dévote parce qu'on me voit souvent à l'église, mais je ne veux tromper personne. Je ne me pique pas que d'être fort bonne chrétienne. Voilà comme je suis bâtie. Das hier bei Portrait de Mademoiselle, gehen Sie noch mal kurz zurück auf das davor. Das hier steht Portrait de Mademoiselle de Punkt, Punkt, Punkt. Also das ist anonym. Aber Mademoiselle war sie damals natürlich nicht mehr, sondern schon verheiratet. Das ist aber unklar, warum sie das da so geschrieben hat. Die Übersetzung also: Ich bin Melancholikerin und liebe die Einsamkeit. Ich mache mich gelegentlich über Menschen lustig, aber ohne Boshaftigkeit. Ich bin nicht ehrgeizig. Reichtümer sagen mir nichts. Meine Ruhe ist mir wichtiger als alles andere und ich vermeide alles, was sie stören könnte. Ich hasse das Leben nicht, der Tod beunruhigt mich nicht. Es gibt weniges, das ich fürchte. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich überhaupt nichts fürchten. Ich bin eine treue Freundin. Ich schätze geistreiche Menschen und zeige das auch, ohne zu viel Aufhebens davon zu machen. Wenn man mit mir gut stehen möchte, sollte man nicht versuchen, mit mir zu flirten. Das mag ich nicht. Zum Glück für mich kann ich mit Liebeständeleien nichts anfangen. Man glaubt, ich sei sehr fromm, weil man mich oft in der Kirche sieht. Aber ich will niemanden enttäuschen, ich bin einfach nur eine gute Christin. So bin ich gebaut. Dass eine Salondame wie Madame de Lafayette die Einsamkeit zu lieben vorgibt und auch, dass sie als reiche Frau angeblich Reichtümer geringschätzt, kann, muss aber keine Koketterie sein. Wir werden gleich noch sehen, dass La Rochefoucauld zumindest ersteres, dass sie die Einsamkeit liebt, bestätigt. Dass sie sich nicht der Partei der Devots, der ostentativ Frommen zurechnet, ist eine klare politische Ansage. Sehr selbstbewusst und auch genderbewusst wirkt ihre Bemerkung, dass sie als Mann nichts und niemanden fürchten würde. Dass sie nicht ehrgeizig und nicht eitel ist und keine galanten Spiele spielt, bestätigt La Rochefoucauld in seinem Porträt von ihr. Während sie hier bescheidenerweise nur davon spricht, dass sie geistreiche Menschen schätze, heben La Rochefoucauld und andere ihren eigenen überlegenen Esprit hervor, der sie dann auch zu leichtem Spott neigen lässt, wie sie ja selbst sagt. La Rochefoucauld schreibt im nächsten Zitat: Pour de l'esprit, jamais personne n'en eut naturellement tant que vous, in Portrait présumé de Madame de Lafayette par La Rochefoucauld. Was euren Esprit angeht, so hat noch nie jemand von der Natur so viel davon mitbekommen wie ihr. Dem französischen Wort Esprit entsprach im 17. und 18. Jahrhundert im Deutschen das Wort Witz. Der deutsche Begriff unterlag dann in der Folge einer Bedeutungsverengung in Richtung einer stereotypen, situationsunabhängigen Reproduzierbarkeit, der Witz eben heute. Während der französische Esprit heute wie damals gerade das situationsabhängige, originelle, spontane Sprachspiel mit Bedeutungen und kulturellen Tatsachen meint. Im Deutschen ist das noch in Zusammenhängen, Zusammensetzungen wie Sprachwitz oder Mutterwitz lebendig geblieben. Ansonsten ist es aber eben auch eine kulturelle Tatsache, dass das Deutsche, seitdem die französische Kultur nicht mehr die europäische Leitkultur ist, kein Pendant für das französische Wort Esprit mehr braucht, weil es wenige Deutsche mit Esprit gibt, ja, weil vielen Deutschen
seit Lessing und Thomas Mann der französische Esprit als oberflächlich und geradezu als Gegenpol zum angeblichen deutschen Tiefsinn gilt. Die heutige Jugendsprache knüpft, ohne es zu wissen, an die ältere Bedeutung an, wenn sie jemanden als witzigen Typ bezeichnet. In einem Nachruf auf Madame de Lafayette, einen Tag nach ihrem Tod im Mercure de France, Mercure élégant, heißt es: Elle était tellement distinguée par son esprit, que s'était acquis l'estime et la considération de tout ce qu'il y avait de plus grand en France. Sie hatte einen so außerordentlichen Esprit, dass sie sich die Wertschätzung und Anerkennung aller wichtigen Menschen in Frankreich erworben hatte. Aller wichtigen, das sind natürlich nur die oberen 1000 oder 10.000. Auch Selbstironie gehört zum Esprit von Madame de Lafayette. Im nächsten Zitat: Je suis une assez bonne fille. Ich bin ein ganz gutes Mädchen. Über ihre intellektuellen Fähigkeiten schreibt Madame de Lafayette selbst sehr bescheiden, aber vielleicht ist das auch nur ein Bescheidenheitstopos. Im nächsten Zitat: Il ne tient pas à moi que je ne sois raisonnable. J'ai toute l'envie du monde de la devenir. Achten Sie auf das La. Ich kann nichts dafür, dass ich nicht sehr gebildet bin. Ich habe alle Lust der Welt, es zu werden. Hervorzuheben ist in diesem Zitat das preziöse Pronomen la in de la devenir, es zu werden, also gebildet. Wo man normalerweise im Französischen, das ja kein Neutrum kennt, le erwartet hätte. Die Preziösen stellen ansatzweise schon die Genderfrage in grammatikalischen Dingen und gaben das neutrale le dann mit la wieder. Was ihr melancholisches Wesen betrifft, von dem Madame de Lafayette selbst schrieb, so führt La Rochefoucauld dies noch näher aus. Cependant, ceux qui vous connaissent un peu particulièrement savent que vous êtes naturellement assez mélancolique et que la gaieté que vous faites quelquefois paraître est plutôt un effet de votre complaisance que de votre tempérament. Vous aimez à être seul et à vous entretenir seul en liberté dans votre cabinet. Le bal et les grandes assemblées vous ennuient. Vous avez beaucoup d'amitié pour la campagne. Si l'on vous y laissait dans toute votre liberté, vous y passeriez des journées entières à vous promener dans un bois ou dans un pré et à rêver doucement au pied d'un arbre ou sur le bord d'un petit ruisseau. Wer euch etwas genauer kennt, weiß, dass ihr von Natur aus ziemlich melancholisch seid und dass die Heiterkeit, die ihr gelegentlich zeigt, eher eurer Höflichkeit als eurem Temperament geschuldet ist. Ihr liebt es, allein zu sein und euch in eurem Gemach mit euch allein zu beschäftigen. Bälle und große Versammlungen langweilen euch. Ihr liebt das Landleben. Wenn man euch alle Freiheiten ließe, würdet ihr ganze Tage damit zubringen, in einem Wald oder auf einer Wiese spazieren zu gehen und am Fuße eines Baumes oder an einem kleinen Bach vor euch hin zu sinnieren. Solche Aussagen sind natürlich ambivalent. Bis sie sich mit Ende 30 zunehmend aus den Salons zurückzog, führte Madame de Lafayette, wie gesagt, einen der wichtigsten gesellschaftlichen Salons in Paris. Und das wird ihr nicht nur eine Last gewesen sein, selbst wenn es natürlich auch eine Pflicht war, wenn sie die Karrieren ihrer Söhne befördern wollte. Aber eine gewisse innere Distanz zur gesellschaftlichen Repräsentation wird man ihr schon zusprechen dürfen. Diese Distanz drückt sie auch selbst aus in Hinblick auf das, was ihr Freund La Rochefoucauld in seinem Maxim als eines der wichtigsten Verhaltensmuster der besseren Gesellschaft seiner Zeit beschrieben hat, die mehr oder weniger höfliche Verstellung. Sie sagt: Le déguisement ne se trouve guère avec moi. Je dis ce que je pense ou bien je ne dis rien du tout. Ich verstelle mich selten. Ich sage, was ich denke oder ich sage überhaupt nichts. Es gehört zum Programm der Preziösen, in ihren Salons gerade auch einen Gegendiskurs zu der allgemeinen Verstellung zu propagieren. Dagegen sprechen auch nicht die von Molière in Les Précieuses Ridicules aufgespießten sprachlichen Manierismen. La Rochefoucauld hat seine Maxime vor deren Veröffentlichung nicht zuletzt auch in preziösen Salons, insbesondere in dem von Madame de Lafayette, diskutiert. Sie selbst und La Rochefoucauld erwähnen in ihren Porträts übrigens auch, dass Madame de Lafayette leicht errötet. Dies ist eine Eigenschaft, die sie in ihrem Roman auch der Prinzesse de Clèves zuschreiben wird. Wie viel sie sonst von ihrer Persönlichkeit in ihre Romanheldin projiziert hat,
kann man nicht wissen. Wir werden sehen, dass auch die Princesse de Clèves die Einsamkeit liebt, zunehmend selbstbewusst wird, nicht eitel ist, gerne Klartext redet und der Galanterie abgeneigt ist. Madame de Lafayette schreibt ihre beiden Selbstporträts im Alter von 25 Jahren. In La Princesse de Clèves schreibt sie im Alter von 44 Jahren den Roman einer Person von unter 20 Jahren. Dass sie gar nichts persönlich erlebt hat von dem, was sie im Roman beschreibt, kann ich eigentlich nicht glauben. Wir kommen nun zum Roman selbst. La Princesse de Clèves, erschienen 1678, anonym, wie wir gehört haben. Man kann diesen als ersten modernen Roman bezeichnen. Ich will Ihnen versuchen zu zeigen, warum. Erstes Unterkapitel, historisierender Rahmen, explizite und implizite Poetik, der Roman als Verhaltens- und Bewusstseinsforschung. So kann man vielleicht den modernen Roman seither bezeichnen. Natürlich gibt es tausend verschiedene Untertypen der Gattung des Romans, aber das Wichtigste ist, dass er Verhaltensforschung und Bewusstseinserforschung ist. Und das zeichnet ihn eben aus gegenüber anderen, gegenüber der Soziologie oder der Psychologie, die auch Verhaltens- und Bewusstseinsforschung macht, aber nicht am individuellen Subjekt, sondern als Wissenschaft natürlich generalisieren müssen. La Princesse de Clèves von Madame de Lafayette ist der erste moderne Sittenroman, Roman de Mœurs, und der erste moderne Bewusstseinsroman, Roman d'Analyse. Ich will hier jetzt nicht die komplizierte Geschichte und Vorgeschichte des europäischen Romans aufrollen und die Stellung der Princesse de Clèves in dieser Geschichte umreißen. Dies lässt sich in der erwähnten neuen Pléiade-Ausgabe sehr schön nachlesen. Auch Gerhard Hess situiert im Nachwort zu seiner mit Eva Hess erstellten sehr guten Übersetzung, die Prinzessin von Clèves aus dem Jahr 1983 bei Reclam. Auch Georg Hess also situiert im Rahmen der die Prinzessin von Clèves, kurz im Rahmen der Geschichte des Romans. Der Erbe oder auch die Verfallsform des Epos ist der heroisch-galante Roman des Hochbarock, also durchaus auch Mitte des 17. Jahrhunderts. Aber in Frankreich ist der Barock nicht so wirksam geworden wie in Spanien oder Italien. Der heroisch-galante Roman des Hochbarock hatte sich mit seiner in weiter historischer, oft auch geografischer Ferne spielenden Handlung und mit seinen vollkommenen und verliebten Helden und ihren sagenhaften Taten, die in ausufernder Länge mit vielen Nebenhandlungen und Episoden beschrieben wurden, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Frankreich in seiner Produktivität und auch in seiner Akzeptanz beim adligen Publikum erschöpft. In einem Brief vom 13. April 1678, kurz nach Erscheinen der Princesse de Clèves, schreibt Madame de Lafayette über ihr Werk, wobei sie aber zugleich weiterhin ihre Autorschaft abstreitet, Zitat: C'est une imparfaite imitation du monde, de la cour et de la manière dont on y vit. Il n'y a rien de romanesque et de grimpé aussi, n'est-ce pas un roman? C'est proprement des mémoires. Es ist eine vollkommene Nachbildung, also La Princesse de Clèves, dieser Roman, der für sie kein Roman ist, es ist eine vollkommene Nachbildung der Welt des Hofes und der Art und Weise, wie man dort lebt. Es hat nichts Groteskes, Romaneskes und Geschraubtes und so ist es auch kein Roman, eigentlich handelt es sich um Memoiren. Madame de Lafayette distanziert sich von der Gattung des Romans, der für sie nach wie vor der heroisch-galante Roman ist und der damals als Inbegriff des Romans schlechthin galt, und sucht nach einem neuen Wort für ihre neue Art einer realistischeren Darstellung der Verhaltensweisen der Hocharistokratie. Im Englischen und Spanischen wird man aus Misstrauen gegen eben diesen heroisch-galanten Roman des Barock nach einem neuen Wort für die neue Gattung suchen. Novel oder Novella. Dass Madame de Lafayette an die Stelle des Wortes Roman, das der Memoir setzt, hier im Zitat, ist eine vorübergehende Notlösung, die, wir werden es sehen, ihr Anliegen nicht wirklich trifft.
Ganz im Gegenteil wird La Princesse de Clèves entscheidend dazu beitragen, das Wort Roman im Französischen mit seiner modernen Bedeutung aufzuladen. Literatursoziologisch gesehen war der heroisch galante Roman noch Ausdruck des Selbstbildes der alten Feudalaristokratie, bevor diese von Richelieu und Mazarin in die Herrschaftsform des absolutistischen Königtums gezwungen wurde, das in der langen Regierungszeit von Louis XIV seinen prachtvollen, aber natürlich in vieler Hinsicht auch problematischen Höhepunkt fand. Der oder die zum Höfling domestizierte Hocharistokratin entwickelte andere Rezeptionsdispositionen als die alte Feudalaristokratie. Wenn man die Literaturgeschichte immanent betrachtet, so hatte die Moralistik in ihrer Ausprägung durch La Rochefoucauld und die Tragödie Racines einen Grad der Differenziertheit in der Darstellung feinster Regungen des menschlichen Bewusstseins und der menschlichen Emotionalität erreicht, dass geradezu eine literarische Leerstelle für die narrative Prosa entstand, die dann von La Rochefoucaulds Freundin Madame de Lafayette gefüllt wurde. La Princesse de Clèves ist eine ganz einfach konstruierte, aber sehr komplex analysierende Dreiecksgeschichte. Hier haben wir ein kleines Schema der handelnden Personen in einem zeitlichen Rahmen. Dreiecksgeschichte um die Ehe von Le Prince et La Princesse de Clèves und die unerfüllt bleibende Liebesbeziehung zwischen der Princesse de Clèves und dem Duc de Nemours. Äußerlich gesehen handelt es sich um einen historischen oder historisierenden Roman. Daher nannte Madame de Lafayette ihr Werk auch Memoir, was natürlich auch nicht stimmt, aber ich will mich jetzt hier nicht in Gattungserklärungen und Deutungen verlieren. La Princesse de Clèves als Roman ist eingelassen in das Ende der Regierungszeit von Henri Second, 1519 bis 1559. Er regierte von 1547 bis 1559. Also der Roman ist eingelassen in das Ende der Regierungszeit von Henri II oder Henri Second und den Beginn der sehr kurzen Regierungszeit von François Second, der nur 16 Jahre alt war und nach dem Tod von Henri II ein Jahr lang regierte, aber in Wirklichkeit regierten der Duc de Guise und sein Bruder, der Kardinal de Lorraine. Alle Personen des Romans, außer der Princesse de Clèves, sind historisch belegte Personen. Je bekannter die Figuren, desto genauer hält sich die Erzählerin an die historischen Quellen. Aber die Figuren, die in der realen Geschichte die Hauptrolle spielen, spielen im Roman nur Nebenrollen. Mit Ausnahme von Maria Stuart, der Frau von François Second, die 2 Jahre älter war als er. Mit ihr und den anderen Hauptfiguren des Romans geht die Erzählerin fiktional relativ frei um. Allein schon dadurch, dass Maria Stuart im Roman 2, 3 Jahre älter wirkt, als sie 1558, 59, als der Roman spielt, wirklich war. Da war sie nämlich nur erst 15, 16. Sie wirkt aber um die 16, 17 war sie in der Realität 1558, 59. Sie wirkt im Roman um die 20 und spielt schon eine sehr wichtige Rolle am Hofe. Die Personen entstammen den höchsten Kreisen, die handelnden Personen entstammen den höchsten Kreisen des Hofes. Wichtige politische Ereignisse wie der Tod von Henri Second am 10. Juli 1559, wir werden noch davon hören, rhythmisieren den Roman gleichsam. Man kann die Romanhandlung aufgrund dieser äußeren Daten ganz genau zwischen, das ist jetzt oben in der zweiten Zeile hier auf dem Schema, zwischen Oktober 1558 und November 1559 situieren. Die ersten Seiten des Romans geben eine Art Einführung in die Situation am Hofe von Henri Second und fügen die drei Hauptfiguren, also diese Dreiecksgeschichte, in das komplexe Geflecht der Clans und Seilschaften und Intrigen am Hofe ein. Den historischen Hintergrund, wie auch die im Vergleich zum heroisch galanten Roman aber wenigen eingefügten Episoden und Digressionen, werde ich hier weitgehend ausblenden.
Der historische Rahmen wirkt eher als Dekor oder Katalysator für die emotionale Krise der Dreiecksgeschichte, die genauso gut oder sogar besser am Hofe von Louis XIV inszeniert werden könnte. Wenn, wie eben zitiert, Madame de Lafayette über ihr Werk schreibt, es sei eine vollkommene Nachbildung der Welt des Hofes und der Art und Weise, wie man dort lebt, dann meint sie den Hof, wie sie ihn kennt. Es war aber aus Gründen der Bienséance ausgeschlossen, Zeitgenossen und insbesondere Aristokraten in einer ernsthaften Gattung darzustellen, zu der Madame de Lafayette den Roman ja gemacht hat. Sie benötigte die konstruierte historische Distanz, um die Psyche ihrer Zeitgenossen ausloten zu dürfen. Ein weiterer Grund spricht dafür, den historischen Rahmen zu vernachlässigen. Gemäß den äußeren historischen Daten umfasst die Dauer der Haupthandlung des Romans ziemlich genau ein Jahr. Dies ist eine Konvention, die Madame de Lafayette noch vom heroisch galanten Roman übernimmt. Aber die geschilderten emotionalen Konvulsionen und Entwicklungen des Romans von Madame de Lafayette legen eine wesentlich längere Handlungsdauer nahe, mindestens 2 Jahre, wenn nicht noch länger. Das bleibt unklar, weil die Erzählerin zwar immer wieder reale politisch-historische Ereignisse sehr konkret und genau datiert in die Handlung einfließen lässt. Dynastische Hochzeiten, Friedensverhandlungen, den Amtsantritt der englischen Königin Elisabeth I. im Jahre 1558, die Rolle von Marie Stuart oder Maria Stuart als Frau von François Second und jede Menge von Anekdoten um große historische Persönlichkeiten. Aber beim Kern der Dreiecksgeschichte bleibt die Erzählerin, was die Zeitgestaltung angeht, bewusst unpräzise. Oft ist die Rede von nach einigen Monaten oder ziemlich lange danach. Und realistischerweise ist all das, was sich im Roman in der Psyche, aber auch in der Lebenswelt der drei Hauptfiguren und vor allem von Madame de Clèves abspielt, in einem Jahr nicht vorstellbar. Ich sage hier bewusst realistischerweise ist das nicht vorstellbar, da der Leser und ich glaube auch noch der heutige Leser und die heutige Leserin sich sehr gut in die Gemütsverfassung der drei hineinversetzen kann, beziehungsweise eben von der Erzählerin in sie hineinversetzt wird. Es ist nicht die historische Zeit, die den Romanverlauf steuert, sondern die innere Entwicklung, die Bewusstseinszeit der Romanfiguren und vor allem von La Princesse de Clèves, sodass man bei diesem Werk schon vom ersten modernen Zeitroman im Sinne von Georg Lukács sprechen kann. Georg Lukács, die Theorie des Romans aus dem Jahr 1916, davon am Schluss mehr. Wir werden in den nun folgenden Analysen sehen, wie Madame de Lafayette wiederholt in ihrer Erzählung implizite und metapoetische Botschaften zum Verhältnis von Realität, Fiktionalität und Diskursivität versteckt. Der Roman ist traditionellerweise in 4 Teile oder Bücher eingeteilt, was aber nur daher rührt, dass die Erstausgabe aus drucktechnischen und verkaufsstrategischen Gründen in 4 kleinen, etwa gleich langen Bändchen erschien, die zum Teil sehr willkürlich mitten im geschilderten Geschehen abbrechen. Die Pleiad-Ausgabe behält aufgrund ihrer nicht immer konsequenten Editionsprinzipien die 4 Partieteile bei. Hess und Hess in der Reklamausgabe in der deutschen geben überhaupt keine Einteilung. Ich schlage eine Einteilung in 5 Teile vor, nach Art der 5 Akte einer Tragödie, was dieser Roman im Prinzip auch ist. Die Zitate versehe ich mit den Seitenangaben der erwähnten Pleiad-Ausgabe, das sehen Sie dann ja nachher, und die Übersetzungen mit denjenigen der Ausgabe bei Reklam. Dann kommen wir zum ersten Akt, also von diesen 5 Akten. Eine verheiratete Frau entdeckt die Liebe zu einem anderen Mann. Der Mädchenname von Madame de Clèves ist Mademoiselle de Chartres. Wie erwähnt, ist sie selbst eine fiktive Figur. Das Adelshaus derer von Chartres ist aber realiter eines der ältesten Frankreichs, dessen Mitglieder am Hofe verkehren. Ihr Vater ist in der Fiktion, wie der von Madame de Lafayette in der Realität, früh verstorben.
Sie ist die einzige und sehr reiche Erbin. Ihre fromme und tugendhafte Mutter ließ ihr fern vom Hofe eine gediegene Bildung angedeihen und vor allem erzog sie sie im Misstrauen gegen jedwede Art von leidenschaftlicher Liebe. Sie lehrte sie, dass alle Männer außerhalb der Ehe unaufrichtig und betrügerisch seien. Die oberste Maxime ihrer Erziehung für junge Mädchen ist: Seul peut faire le bonheur d'une femme d'aimer son mari et d'en être aimé. Was allein das Glück einer Frau ausmacht, ist ihren Gatten zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Mademoiselle de Chartres befindet sich in ihrem 16. Lebensjahr, dans sa 16e année, als ihre Mutter mit ihr nach Paris und an den königlichen Hof zurückkehrt, um einen Mann für sie zu suchen. Zitat: Cette héritière était alors un des grands partis qu'il y eut en France. Diese Erbin war damals eine der besten Partien, die es in Frankreich gab. Was ihr Äußeres betrifft, wird die junge Frau, wie alle Personen im Stück, nur sehr allgemein und in konventioneller Form beschrieben. Der Erzählerin kommt es nicht auf Äußerlichkeiten an. La blancheur de son teint ist, man muss natürlich weiß sein im Gesicht, möglichst blass, um Gottes Willen nicht gebräunt. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds, natürlich sind die meisten fiktionalen Damen auch im heroisch gelandeten Roman und im Epos blond. Lui donner un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle. Tous ses traits étaient réguliers et son visage et sa personne étaient plein de grâce et de charme. Ihr heller Teint und ihre blonden Haare verliehen ihr etwas Strahlendes, wie man es nie gesehen hatte. Ihre Gesichtszüge waren ebenmäßig, ihr Gesicht und ihre Gestalt von bezaubernder Anmut. Diese Art der Beschreibung steht noch in der Tradition der wenig individualisierten Superlative des heroisch galanten Romans. Doch dann kommt die Handlung in Gang. Kaum in Paris angekommen, geht Mademoiselle de Chartres, also die zukünftige Princesse de Clèves, zum bekanntesten Juwelier der Stadt, wo zufällig kurz nach ihr der Prince de Clèves eintrifft und einen coup de foudre erlebt. Mehrfach werden seine Surprise, Überraschung, sein Étonnement, was damals noch so im etymologischen Sinne heißt, wie vom Donner gerührt, hervorgehoben. Er starrt sie wie hypnotisiert an und macht sie völlig verlegen, sie errötet, was ihn noch weiter begeistert, weil normale junge Pariserinnen der Oberschicht es genießen, wenn sie jemanden mit ihrem Aussehen beeindrucken. Peinlich berührt, bricht sie ihren Besuch beim Juwelier schnell ab. Monsieur de Clèves geht abends in den Salon der Schwester des Königs, in dem er regelmäßig verkehrt, und fragt alle Welt nach dieser jungen Schönheit, die nach ihrer Kleidung und ihrer Dienerschaft zu urteilen aus einem der besten Häuser Frankreichs stammen müsste. Jemand, der die Familie de Chartres kennt, sagt, wer die junge Frau ist, und so lädt die Schwester des Königs Mademoiselle de Chartres für den nächsten Tag in ihren Salon ein, um die beiden miteinander bekannt zu machen. Jetzt beginnt ein Schachern um die Verheiratung von Mademoiselle de Chartres, das gute Einblicke in die damalige Heiratspraxis im Hochadel gibt, die auch im Bürgertum weit verbreitet war, wie wir an Molières Komödien studieren konnten. Ich fasse das nur ganz kurz zusammen. Monsieur de Clèves hat eigentlich keine guten Karten, um Mademoiselle de Chartres zu ehelichen. Sein Adelshaus gehört zwar zu den illustresten Frankreichs, aber er ist nur der Zweitgeborene. Deswegen ist sein Titel auch nur Prince de Clèves und nicht, wie der seines Vaters und nach dessen Tod seines älteren Bruders, Duc de Nevers. Duc ist höher gestellt, Prinz ist immer der Zweitgeborene eines hochgestellten Adelshauses. Die Mutter der zu Verheiratenden zielt auf den Erstgeborenen natürlich eines Adelshauses, möglichst von königlichem Geblüt, also aus einer Seitenlinie der regierenden Valois oder der Bourbon, die Nachfolgerechte auf den französischen Thron geltend machen konnten. Und die Bourbonen bestiegen ja wenig später auch in der Person von Henri IV den Thron. Die besten Häuser, die besten Adelshäuser Frankreichs zeigen auch tatsächlich Interesse an der jungen Mademoiselle de Chartres. Aber die Mutter gerät nun mit ihren Heiratsplänen zwischen alle Fronten der Hofintrigen. Ein einflussreicher Onkel von Mademoiselle de Chartres, der Vidame de Chartres, ist verfeindet mit der Favoritin des Königs.
Mademoiselle de Chartres selbst freundet sich sehr bald intensiv mit Marie Stuart an, die aber ebenfalls der falschen Parteiung zugehört. Ein Herzog aus einer Seitenlinie der Bourbonen zeigt tatsächlich Interesse an der Verheiratung seines ältesten Sohnes mit Mademoiselle de Chartres. Das wäre, wie gesagt, die beste seinerzeit verfügbare Partie. Für ihn und auch für sie natürlich. Doch der König selbst lässt die Hochzeit auf Betreiben seiner Favoritin verbieten. Das kann der. Und jetzt ist Mademoiselle de Chartres gleichsam verbrannt. Personne n'ose plus penser à Mademoiselle de Chartres par la crainte de déplaire au roi ou par la pensée de ne pas réussir auprès d'une personne qui avait espéré un prince de sang. Niemand wagte mehr, an eine Heirat mit Mademoiselle de Chartres zu denken. Man fürchtete, dem König zu missfallen, oder man dachte sowieso keinen Erfolg bei einer jungen Dame zu haben, die ihre Hoffnung auf einen Prinzen von Geblüt gesetzt hatte. Das ist die Chance des Prince de Clèves. Zwar gehört sein Vater auch zur Seilschaft der Favoritin des Königs und damit der Feinde des Onkels von Mademoiselle de Chartres, aber passenderweise lässt die Erzählerin den Vater nun sterben, der in der historischen Realität erst 2 Jahre später starb. Der Prince de Clèves wartet die Trauerzeit ab, die einige Monate gedauert haben dürfte. Schon hier liegt also eine Verzögerung in der Romanhandlung vor, die dazu beiträgt, die fiktive Handlungszeit über 1 Jahr hinaus zu dehnen. Während der Trauerzeit geht man nicht in Salons. Als der Prince de Clèves die Mademoiselle de Chartres dann in den Salons wieder sehen kann, nützt er eine Gelegenheit, um mit ihr allein zu sprechen und macht ihr einen Heiratsantrag. Bevor er mit ihrer Mutter spricht, was immerhin schon recht modern wirkt. Mademoiselle de Chartres zeigt sich gerührt und dankbar. Zitat: Comme Mademoiselle de Chartres avait le cœur très noble et très bien fait, elle fut véritablement touchée de reconnaissance du procédé du prince de Clèves. Cette reconnaissance donna à ses réponses et à ses paroles un certain air de douceur qui suffisait pour donner de l'espérance à un homme aussi éperdument amoureux que l'était ce prince, de sorte qu'il se flatta d'une partie de ce qu'il souhaitait. Elle rendit compte à sa mère de cette conversation et Madame de Chartres lui dit qu'il y avait tant de grandeur et de bonne qualité dans Monsieur de Clèves et qu'il faisait paraître tant de sagesse pour son âge que si elle sentait son inclination portée à l'épouser, elle, la mère, y consentirait avec joie. Mademoiselle de Chartres répondit qu'elle lui remarquait les mêmes bonnes qualités, qu'elle l'épouserait même avec moins de répugnance qu'un autre, mais qu'elle n'avait aucune inclination particulière pour sa personne. Dès le lendemain, ce prince fit parler à Madame de Chartres, elle reçut la proposition qu'on lui faisait, et elle ne craignait point de donner à sa fille un mari qu'elle ne put aimer en lui donnant le prince de Clèves. Da Mademoiselle de Chartres ein edles und anständiges Herz hatte, war sie von der Werbung des Prince de Clèves wirklich dankbar gerührt. Diese Dankbarkeit gab ihrer Antwort eine gewisse Wärme, die schon hinreichte, um in einem so hoffnungslos verliebten Mann wie diesen Prinzen Hoffnungen zu wecken. Und so bildete er sich einen Teil dessen ein, was er sich wünschte. Sie berichtete ihrer Mutter von diesem Gespräch und Madame de Chartres sagte ihr, Monsieur de Clèves sei von so hohem Rang, besitze so viele gute Eigenschaften und zeige für sein Alter schon so viel Klugheit, dass sie mit Freuden einwilligen würde, wenn ihre Tochter die Neigung verspürte, ihn zu heiraten. Ihre Tochter antwortete, dass sie die gleichen guten Eigenschaften an ihm bemerkt habe und dass sie ihn sogar mit weniger Widerwillen heiraten würde als einen anderen, aber dass sie keinerlei besondere Zuneigung für ihn empfinde. Gleich am nächsten Tag ließ der Prinz bei Madame de Chartres vorsprechen. Sie nahm den Vorschlag an und hatte keine Befürchtung, dass sie ihrer Tochter in der Person des Prince de Clèves jemanden zum Mann geben würde, den sie nicht lieben könnte. Wie soll ein inzwischen wohl 16 Jahre altes, sehr gut erzogenes Mädchen, das erst seit kurzem in der großen Welt verkehrt, reagieren, wenn ihr ein vielleicht 5 bis 10 Jahre älterer Mann aus den besten Kreisen völlig überraschend einen Heiratsantrag macht? Sie reagiert sehr höflich, ja dankbar für die Ehre. Der verliebte Monsieur de Clèves interpretiert ihre Antwort gemäß seinem Wunschdenken. Am Abend spricht Mademoiselle de Chartres mit ihrer Mutter über den Heiratsantrag. Die Mutter ist,
nach all den unerfreulichen Vorfällen von zuvor hocherfreut. Ihr Lob des Monsieur de Clèves muss aber für eine junge Frau vergiftet klingen. Er zeige für sein Alter schon so viel Sagesse, Klugheit, Besonnenheit. Sois sage, sagt man zu einem ungezogenen Kind, sei brav. Schon zuvor, als Monsieur de Clèves von der Erzählerin eingeführt worden war, hieß es, il avait une prudence qui ne se trouve guère avec la jeunesse. Er besaß eine Klugheit, Vorsicht, wie sie sich sonst selten bei der Jugend findet. Das ist nicht der Traummann einer jungen Frau, die ja schließlich auch die Ritter eben oder, wenn wir die emotionale Handlung im 17. Jahrhundert situieren, das Männerbild der heroisch galanten Romane kennt. Die Mutter tut in der Mitte des langen Zitats sogar so, als würde sie ihre Einwilligung in die Heirat von der Zustimmung, der Inclination, Neigung, Zuneigung der Tochter abhängig machen. Aber den ausdrücklichen Hinweis ihrer Tochter, dass sie aucune inclination particulière, keinerlei besondere Zuneigung für Monsieur de Clèves empfinde und ihn nur mit weniger Widerwillen heiraten würde als manch anderen, übergeht die Mutter und nimmt am nächsten Tag den Heiratsantrag sofort an. Sie redet sich ein, das mit der Liebe werde schon noch kommen. Dabei meint sie mit Liebe nicht Amour-Passion, sondern eben freundschaftliche Zuneigung, die die zukünftige Prinzessin de Clèves ihrem Mann gegenüber auch tatsächlich entwickeln wird. Da machen wir hier eine kleine Pause. Wir sehen, wie Mademoiselle de Chartres verheiratet wird und wie in einer Versuchsanordnung das Scheitern dieser Ehe natürlich schon vorprogrammiert ist. Sie würde ihn mit weniger Widerwillen heiraten als einen anderen. Keinerlei besondere Zuneigung. Und die Mutter, die ihr zunächst zugesagt hatte, dass sie nur jemanden heiraten muss, zu dem sie auch Zuneigung verspürte, lässt das dann völlig außer Acht und sagt, als der Prinz de Clèves am nächsten Tag bei ihr um ihre Hand anhält und die Hand ihrer Tochter anhält, sofort zu. Da fahren wir nun fort. Der Prinz de Clèves legt Wert darauf, dass seine Zukünftige ihn auch lieben solle, weil er selbst ihr in Amour-Passion verfallen ist und er nicht nur eine gute Partie heiraten möchte. In der Verlobungszeit, das ist jetzt dann das nächste Zitat, beklagt er sich des Öfteren bei seiner Zukünftigen, dass sie ihm gegenüber nur Sympathie empfinde und ihn nicht so leidenschaftlich liebe wie er sie. Aber Mademoiselle de Chartres ne savait que répondre et ses distinctions étaient au-dessus de ses connaissances. Mademoiselle de Chartres wusste nicht, was sie antworten sollte für solche Entscheidungen zwischen Sympathie und leidenschaftliche Liebe. Für solche Unterscheidungen fehlte ihr die Erfahrung. Vergleichbar der Agnès in Molières L'École des Femmes ist Mademoiselle de Chartres einfach zu jung und unerfahren, zu naiv, um überhaupt zu verstehen, was Monsieur de Clèves meint, wenn er von Liebe spricht. Sie empfindet höchstens Mitleid, wenn sich Männer hoffnungslos in sie verlieben und ihr das auch zeigen, wie das jetzt gelegentlich vorkommt bei Hofe. Und sie erzählt dann auch ihrer Mutter davon, ihre engste Vertraute und Beraterin in allen Lebensfragen bleibt. Schließlich ist Hochzeit. Aber Monsieur de Clèves ne trouva pas que Mademoiselle de Chartres eût changé de sentiment en changeant de nom. La qualité de mari lui donna de plus grands privilèges, mais elle ne lui donnera pas une autre place dans le cœur de sa femme. Cela fit aussi que, pour être son mari, il ne laissa pas d'être son amant, parce qu'il avait toujours quelque chose à souhaiter au-delà de sa possession, et quoiqu'elle vécût parfaitement bien avec lui, il n'était pas entièrement heureux. Monsieur de Clèves konnte nicht feststellen, dass Mademoiselle de Chartres mit der Namensänderung andere Gefühle für ihn entwickelt hätte. Seine Eigenschaft als Gatte verlieh ihm zwar größere Privilegien, aber sie verlieh ihm keinen anderen Platz im Herzen seiner Frau. Und so kam es auch, dass er, obwohl er nun ihr Gatte war, nicht aufhörte in seinem Liebeswerben, weil er immer etwas begehrte, was über ihren Besitz hinausging. Und obgleich sie ihm eine vollkommene Gattin war, war er nicht vollkommen glücklich. Monsieur de Clèves hatte vielleicht gehofft, mit der Entdeckung der Sexualität würde seine Gattin auch leidenschaftliche Liebe zu ihm entwickeln. Aber das war natürlich völlig unrealistisch.
Als Ehemann, Ehegatte hatte man das Privileg, seine Gattin zu besitzen, wie der Geschlechtsverkehr damals aus männlicher Perspektive genannt wurde. Und in dieser Hinsicht erfüllt Madame de Clèves ihre ehelichen Pflichten, wie das auch genannt wurde, parfaitement, in vollkommener Weise, wie es hier heißt, was immer man sich darunter vorstellen mag. Aber so etwas kann einen leidenschaftlich liebenden und auch ziemlich anständigen Mann wie Monsieur de Clèves nicht befriedigen. Und so bleibt er als ihr Gatte ihr Amant, was sowohl den leidenschaftlichen Liebhaber als auch den noch ohne Erfüllung Begehrenden und Werbenden meint. Zugleich schwingt darin mit, dass es damals eher ungewöhnlich war, dass man als Gatte auch leidenschaftlicher Liebhaber war, da die meisten Ehen in dieser Schicht von den Verwandten arrangiert wurden und leidenschaftliche Liebe eher außerehelich stattfand. Anlass zu Eifersucht gibt Madame de Clèves ihrem Mann aber auch nicht, obwohl sie jetzt in den angesagtesten Salons von Paris verkehrt und ihre Schönheit und Ausstrahlung überall großen Eindruck machen. Sie gilt als unnahbar, ja, wie Madame de Lafayette selbst, für Galanterie, kokette Liebeständeleien nicht geschaffen, womit der Gatte sich tröstet und worüber die Mutter sehr froh ist. Doch sie täuschen sich. Denn jetzt kommt der dritte, in der sich dann entwickelten Dreiecksbeziehung ins Spiel, der Duc de Nemours. Er war schon vorher beiläufig eingeführt worden als der Frauenheld par excellence, der bestaussehende, bestangezogene, geistreichste, brillanteste junge Mann am Hofe, der sich auch im Krieg durch seine Tapferkeit ausgezeichnet und immer gleichzeitig mehrere Verhältnisse mit den schönsten Frauen hatte, ohne dass ihm das, dass diese ihm das übel nahmen. Später einmal wird von einer geistreichen Salon-Konversation berichtet, in der er die Meinung vertrat, dass es für einen Liebhaber sehr unangenehm sei, seine Geliebte auf einem Ball zu sehen, weil sie dann von so vielen Männern bewundert werde und bewundert werden wolle. Und für diese Regel gäbe es nur eine Ausnahme, nämlich wenn er als Liebhaber selbst den Ball gebe, weil er selbst dann im Mittelpunkt stehe und dies auch seine Geliebte beeindrucken würde. Darauf soll Maria Stuart mit der witzigen Bemerkung reagiert haben, dass Nemours auch ziemlich allein auf seinem Ball wäre, wenn er all seine Geliebten dort nicht sehen wollte. Der Ruf des Duc de Nemours ist sogar bis an den englischen Königshof gedrungen und die neue Königin Elisabeth I. scheint ernsthaft eine Heirat mit ihm zu erwägen, ohne ihn persönlich noch überhaupt zu kennen. Diese nicht sehr wahrscheinliche Tatsache, die aber in einer zeitgenössischen Chronik tatsächlich erwähnt wird, wird von der Erzählerin angeführt, um dem Duc de Nemours noch weiter die Aura des interessantesten Mannes seiner Zeit zu verleihen. Zu Beginn der Romanhandlung hält sich Nemours wegen seiner Heiratspläne mit der englischen Königin, die vom französischen König aus strategischen Gründen sehr unterstützt werden, und auch aus anderen Gründen hält er sich eine Zeit lang in Brüssel auf und hat so Madame de Clèves noch nicht kennengelernt, wenn er auch von ihrer betörenden Schönheit schon gehört hat. Auch sie hat immer wieder über ihn reden hören und de la curiosité et même de l'impatience de le voir, also Neugier, ja Ungeduld, ihn kennenzulernen, empfunden. Kurz vor seiner Abreise nach England kommt Monsieur de Nemours anlässlich der Hochzeitsfeier einer der Töchter des Königs noch einmal nach Paris. Auf dem Hochzeitsball hat Madame de Clèves gerade einen Tanz beendet und sucht nach einem neuen Tanzpartner. Da ruft der König ihr zu, sie solle denjenigen wählen, der gerade hereinkomme. Zitat: Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Sie wandte sich um und sah einen Mann über einen Sessel steigen, um zu den Tanzenden zu gelangen. Sie dachte gleich, das könne niemand anderes sein als Monsieur de Nemours. Monsieur de Nemours ist nicht nur gut aussehend und geistreich, er verfügt, wie wir hier sehen, auch über die Coolness eines Renaissance-Höflings, Sprezzatura nannte man das damals im Italienischen, einer der so die Regeln, die sonst die anderen Leute einhalten, nicht immer unbedingt einhalten muss. Also er besitzt die Coolness eines Renaissance-Höflings, erstens zu spät zu kommen,
sodass alle seine Ankunft bemerken müssen, und das beim König und der Heirat, der Hochzeitsfeier seiner Tochter. Und zweitens einfach über einen Sessel zu steigen, was sonst kein Aristokrat tun würde. Man würde einen Stuhl, der einem den Weg versperrt, nicht einmal selbst beiseite schieben, sondern einem Diener befehlen, dies zu tun. Und Madame de Clèves ist sich gleich sicher, wer dieser Mann sein müsse, ohne dass sie ihn oder auch nur ein Bild von ihm je gesehen hätte. Als die beiden dann tatsächlich tanzen, geht ein Raunen durch die Menge ob dieses schönen Paars, das miteinander tanzt, als hätten sie das schon oft getan. Nach dem Tanz ruft der König die beiden zu sich und fragt sie, ob sie wüssten, mit wem sie getanzt hätten. Monsieur de Nemours sagt sofort, das müsse aufgrund des Rufs, der ihr vorauseile, Madame de Clèves sein. Maria Stuart wirft ein, Madame de Clèves wisse sicher doch auch, wer er sei, wer Nemours sei. Doch diese, der Prinzessin de Clèves, antwortet, je ne devine pas si bien que vous pensez, ich rate nicht so gut, wie ihr denkt. Zuvor wurde immer die große Aufrichtigkeit von Madame de Clèves hervorgehoben und wir werden noch von ganzen gar außergewöhnlichen Zeugnissen dieser ihrer Aufrichtigkeit hören. Dass sie hier zum ersten Mal unaufrichtig ist, ist ein Symptom für die inneren Umwälzungen, die sich in ihr anbahnen. Maria Stuart als erfahrene Kokette glaubt ihr nicht und sagt, dass die Tatsache, dass sie nicht zugeben wolle, direkt auf Nemours getippt zu haben, eigentlich indirekt schon ein Kompliment für diesen darstelle. Die erste Vermutung, dass Madame de Clèves Nemours lieben werde, lässt die Erzählerin einen anderen ihrer Verehrer in Gedanken äußern. Et soit qu'en effet, il eut paru quelque trouble sur son visage, also das der Madame de Clèves, ou que la jalousie fit voir au chevalier de Guise, das ist dieser andere Verehrer, au-delà de la vérité, il crut qu'elle avait été touchée de la vue de ce prince, der Duc de Nemours. Und sei es, dass das Gesicht von Madame de Clèves tatsächlich eine gewisse Erregung spiegelte, sei es, dass die Eifersucht des Chevalier de Guise ihm so etwas vortäuschte, jedenfalls glaubte dieser, dass der Anblick des Duc de Nemours sie tief beeindruckt habe. In raffinierter, nicht auktorialer Perspektivenführung lässt die Erzählerin durch die Konstruktion soit que ou que, den ersten beiden Zeilen, oder sei es im Deutschen, offen, ob das, was der Chevalier de Guise auf dem Gesicht von Madame de Clèves gesehen hat, Realität oder Autosuggestion war. Aus einer anderen Perspektive bestätigt sich der Verdacht des Chevalier, als Madame de Clèves wieder zu Hause, wie meist, noch zu ihrer Mutter geht und dieser von ihren Erlebnissen des Tages erzählt. Zitat, Madame de Clèves, lui, à sa mère, loua Monsieur de Nemours avec un certain air qui donna à Madame de Chartres la même pensée qu'avait eu le Chevalier de Guise. Und Madame de Clèves rühmte Monsieur de Nemours gegenüber ihrer Mutter mit einem Gesichtsausdruck, der dieser den gleichen Gedanken eingab, den der Chevalier de Guise hatte. Die Erzählerin wechselt dann in die Innenperspektive von Madame de Clèves. Sie sieht Nemours die nächsten Tage öfter im Salon von Marie Stuart oder beim Jeu de Paume mit dem König, einem Vorläufer des heutigen Tennis und Squash, ursprünglich, wie der Name sagt, La Paume, mit der bloßen Handinnenfläche gespielt, aber zu der Zeit, in der der Roman spielt, schon mit Holzschlägern. Immerhin ist Nemours der eleganteste und geistreichste aller Männer, sodass er, wie es in lapidar raffender Erzählweise heißt, fit en peu de temps une grande impression dans son cœur, in kurzer Zeit einen großen Eindruck in ihrem Herzen hinterließ. Ein weiterer Perspektivenwechsel zeigt, dass Nemours ebenso rasch une inclination violente, eine heftige Leidenschaft für sie entwickelt. Wieder auktorial führt die Erzählerin dann beide Perspektiven zusammen und schließt vorläufig mit der Bemerkung, de sorte que, se voyant souvent et se voyant l'un et l'autre, ce qu'il y avait de plus parfait à la cour, il était difficile qu'il ne se plût infiniment. Da sie sich häufig sahen und sich gegenseitig als die vollkommensten Menschen am Hofe erschienen, hätten sie schwerlich nicht unendliches Gefallen aneinander finden können. Es folgt eine längere Digression über die Vorgeschichte der Liaison des Königs mit seiner Maitresse und andere geschichtlichen Hintergründe und Hofklatsch, die ich übergehe.
Die Erzählerin fasst dann kurz zusammen, wie Monsieur de Nemours seine sämtlichen Liebschaften beendet und anscheinend auch die Pläne einer Heirat mit Elisabeth I. aufgibt. Er erzählt niemandem von seiner neuen großen Liebe und es wird zum Hofgespräch herauszufinden, wer die Glückliche sei, die erstmals all seine Energie in dieser Hinsicht zu bündeln weiß. Auch gegenüber Madame de Clèves wahrt er äußerste Zurückhaltung. Sie ahnt von seiner Liebe, er weiß noch nichts von ihrer. Nachdem sie im ersten Überschwang nach dem Hochzeitsball ihrer Mutter etwas zu viel von Nemours erzählt hatte und die auch schon Verdacht schöpfte, wird sie jetzt zurückhaltender gegenüber ihrer Mutter. Elle ne se trouva pas la même disposition à dire à sa mère ce qu'elle pensait des sentiments de ce prince qu'elle avait eu à lui parler de ses autres amants, sans avoir un dessein formé de lui cacher. Elle ne lui en parla point. Während sie sonst mit ihrer Mutter offen über ihre Verehrer sprach, hatte sie jetzt kein Bedürfnis, ihrer Mutter zu sagen, was sie von den Gefühlen dieses Herzogs dachte. Ohne eine bestimmte Absicht zu haben, ihr etwas zu verheimlichen, redete sie einfach nicht mit ihr darüber. Die Erzählerin dringt jetzt immer tiefer in halbbewusste und unbewusste Schichten der Psyche von Madame de Clèves vor, beziehungsweise diese entwickelt jetzt überhaupt erst eine komplexe Psyche. Vorher hatte sie ihre Mutter immer halb belustigt, halb mitleidig von ihren Eroberungen und den emotionalen Krisen erzählt, die sie durch ihre Unnahbarkeit bei ihren Verehrern auslöste. Jetzt, wo es ernst wird, erzählt sie ihr nicht, dass sie vermutet, Nemours sei in sie verliebt. Sie tut das aber, wie es heißt, ohne eine bestimmte Absicht. Das bedeutet, sie macht sich selbst nicht klar, dass sie nun anders handelt als zuvor. Sie verdrängt ihre eigenen Handlungsmotive. Aber ihre Mutter ahnt jetzt etwas. Und bestätigt wird die Mutter in ihren Befürchtungen durch einen Vorfall, der im Zusammenhang steht mit den bereits erwähnten Bemerkungen Nemours über die unguten Gefühle eines Liebhabers, Verehrers, wenn er seine Dame auf einem Ball sieht, den er nicht selbst ausrichtet. Madame de Clèves hört von diesen Bemerkungen aus zweiter Hand im Salon von Marie Stuart, als Nemours selbst nicht anwesend ist. Derjenige, der die Bemerkungen Nemours referiert, fügt noch hinzu, dass es für Nemours auch noch eine Steigerung der unguten Gefühle gibt, nämlich wenn der Liebende selbst nicht auf dem Ball sein kann, auf den die Geliebte geht. Für einige Tage später ist ein großer Abendempfang bei einem der Verehrer von Madame de Clèves geplant, zu der der gesamte Hofstaat kommen wird, allerdings Nemours wird verhindert sein. Und jetzt verspürt Madame de Clèves plötzlich gar keine Lust mehr, auf diesen Event zu gehen. Zitat: Elle entra aisément dans l'opinion qu'il ne fallait pas aller chez un homme dont on était aimé, et elle fut bien aise d'avoir une raison de sévérité pour faire une chose qui était une faveur pour Monsieur de Nemours. Sie machte sich die Ansicht gern zu eigen, dass man nicht zu einem Mann gehen solle, von dem man geliebt werde, und sie war sehr froh darüber, dass sie unter dem Vorwand der Sittenstrenge etwas tun konnte, was einen Gunstbeweis für Monsieur de Nemours darstellte. Offiziell will sie nicht zum Ball gehen, weil er von einem ihrer Verehrer ausgerichtet wird und weil Nemours gesagt hatte, dass es eine Gunstbezeugung für den Verehrer darstellt, wenn die Verehrte auf seinen Ball kommt. Inoffiziell will sie nicht auf den Ball gehen, weil Nemours wegen einer diplomatischen Mission auch nicht dorthin kommen wird, was dann einen großen Gunstbeweis für ihn darstellt. Die Erzählerin macht hier nicht deutlich, dass diese Gedanken Madame de Clèves auch wieder nicht voll bewusst sind. Dies wird aber im Anschluss klar. Zunächst vermag sie ihre Mutter zwar etwas mühevoll, aber immerhin mit dem vorgeschobenen offiziellen Grund zu überzeugen, sie schützt eine Krankheit vor und geht nicht hin. Zwei Tage nach dem Ball treffen Madame de Clèves und ihre Mutter im Salon von Marie Stuart auf Monsieur de Nemours. Marie Stuart sagt Madame de Clèves auf den Kopf zu, dass ihre Krankheit ein Vorwand war, den sie ergriffen habe, nachdem sie von den Theorien Nemours gehört hatte. Marie Stuart glaubt allerdings an den offiziellen Grund, den Madame de Clèves ihrer Mutter nannte, nämlich um ihren anderen Verehrer, der den Ball ausrichtete, keine Gunst zu erweisen. Madame de Clèves errötet und ihre Mutter errät nun den wirklichen Grund.
Um zu verhindern, dass auch Nemur diesen Grund sieht, bekräftigt die Mutter jetzt, dass ihre Tochter wirklich krank gewesen sei und dass sie, die Mutter, sie daran gehindert habe, auf den Ball zu gehen. Nemur weiß nicht, was er davon halten soll, und Madame de Clèves ist hin und her gerissen in ihrer Reaktion. Nächstes Zitat. Madame de Clèves avait d'abord été fâchée que Monsieur de Nemours eût eu lieu de croire que c'était lui qui l'avait empêché d'aller chez le maréchal de Saint-André, das war der, der den Ball ausgerichtet hat. Mais ensuite, elle sentit quelque espèce de chagrin que sa mère lui en eût entièrement ôté l'opinion. Madame de Clèves war zuerst ungehalten darüber, dass Monsieur de Nemours Anlass hatte zu glauben, sie sei seinetwegen nicht zum Ball des Maréchal de Saint-André gegangen. Aber dann bedauerte sie ein wenig, dass ihre Mutter Nemours von dieser Meinung ganz und gar abgebracht hatte. Da müssen Sie mal die komplexen an Maximen von La Rochefoucauld erinnernden semantischen Schleichwege sozusagen im Bewusstsein, die hier dargestellt werden. Madame de Clèves will, dass Nemours den richtigen Grund für ihr Fernbleiben vom Ball ahnt, nämlich weil er auch nicht gekommen ist, dann hatte sie keine Lust mehr dran. Sie will, dass Nemours den richtigen Grund für ihr Fernbleiben vom Ball ahnt, und zugleich will sie es nicht. Die Erzählerin beschränkt die Perspektive auf ihre Sicht. Zuletzt hier im Zitat bedauert sie es, dass ihre Mutter Nemours tatsächlich davon überzeugt habe, dass er mit der Absage nichts zu tun hatte, sodass sie also wirklich krank war. Während er allerdings in Wirklichkeit nicht genau weiß, was er von alledem zu halten hat. In der Folge sagt die Mutter der Tochter nicht, dass sie durchschaut hat, aber sie unternimmt einiges, um Nemours scheinbar beiläufig als bindungsunfähigen Frauenhelden schlecht zu machen. Sie erzählt von einem Gerücht, Nemours könnte ein Verhältnis mit Marie Stuart haben. Aber damit erreicht die Mutter genau das Gegenteil von dem, worauf sie abzielte. Zitat. L'on ne peut exprimer la douleur qu'elle, Madame de Clèves, sentit de connaître par ce que lui venait de dire sa mère l'intérêt qu'elle prenait à Monsieur de Nemours. Elle n'avait encore osé se l'avouer à elle-même. Elle vit alors que les sentiments qu'elle avait pour lui étaient ceux que Monsieur de Clèves lui avait tant demandé. Man kann nicht ermessen, welchen Schmerz Madame de Clèves empfand, als ihr bei den Worten ihrer Mutter ihr Interesse an Monsieur de Nemours bewusst wurde. Sie hatte bislang selbst nicht gewagt, es sich einzugestehen. Sie sah nun ein, dass sie für ihn empfand, wonach sich Monsieur de Clèves, ihr Mann, so sehr gesehnt hatte. Erst jetzt wird sich Madame de Clèves ihrer Liebe zu Nemours klar bewusst. Erst jetzt weiß sie, was die Liebe ist, die ihr Gatte ihr gegenüber empfindet, sie ihm gegenüber aber nicht. Wenn es hier heißt, dass dieser Bewusstwerdungsprozess schmerzvoll verläuft, dann liegt darin doch auch wieder eine Nuance der Verdrängung, weil der Schmerz sich eher auf die sofort aufkommende Eifersucht gegen Marie Stuart bezieht. Madame de Clèves empfindet Scham gegenüber ihrem Mann. Ihre Eifersucht ist allerdings größer als die Scham, dass sie schon am nächsten Tag Marie Stuart in deren Salon unter vier Augen unverblümt auf die Gerüchte um sie, Marie Stuart und Nemours anspricht. Marie Stuart versichert ihr glaubhaft, dass daran nichts sei. Madame de Clèves reagiert so. Madame de Clèves se trouva malgré elle dans un état plus calme et plus doux que celui où elle était auparavant. Madame de Clèves fühlte sich wider Willen ruhiger und sanfter gestimmt als zuvor. Als die erste Eifersuchtsattacke, die Madame de Clèves erlebt hat, glücklich überstanden ist, fühlt sie sich emotional sehr erleichtert, was sie rational zu missbilligen sucht, wider Willen. Allerdings ohne Erfolg. Ihre Mutter erleidet nun eine undefinierbare Krankheit. Es ist von Fieber die Rede, die rasch fortschreitet und sie innerhalb weniger Wochen dahinrafft. In einem letzten Gespräch mit ihrer Tochter sagt sie ihr, dass sie seit einiger Zeit von ihrer Leidenschaft für Nemours wisse und sie zunächst nicht darauf angesprochen habe, weil sie gemerkt habe, dass die Tochter sich ihre Liebe zunächst selbst nicht eingestehen wollte. Zitat. Je ne vous en de cette inclination pour Nemours, je ne vous en ai pas voulu parler d'abord de peur de vous en faire apercevoir vous-même.
Ich wollte zuerst nicht mit euch über eure Zuneigung sprechen, aus Furcht, ich könnte sie euch gerade dadurch erst bewusst machen. Aber jetzt habe sie gesehen, dass ihre Tochter ihre Liebe nur zu gut kenne, ihre eigene Liebe zu Nemours, und dass sie am moralischen Abgrund stehe. Die sterbende Mutter beschwört ihre Tochter, an ihre Pflichten gegenüber ihrem Gatten zu denken, an ihre Reputation, an die drohende unglückliche Liebe mit einem untreuen Liebhaber und fordert sie auf, den Hof zu verlassen und sich aus Paris zurückzuziehen. Der Tod ihrer Mutter stürzt Madame de Clèves in tiefe Trauer, die dadurch verstärkt wird, dass sie gerade jetzt in ihrem emotionalen Gefühlschaos ihre spirituelle Beraterin verliert. Dann fangen wir noch ein wenig mit dem zweiten Akt an, den ich überschrieben habe, zwischen Selbsttäuschung und Bewusstwerdung. Während der Trauerzeit zieht sich Madame de Clèves mit ihrem Mann aufs Land zurück. Sie versucht, sich stärker an ihn zu binden, um bei ihm Halt zu finden. Als Nemours unter einem Vorwand ihren Mann aufsucht, lässt sie sich nicht sehen. Hier folgt nun die zweite größere Digression im Roman, von der ich nur referiere, was als eine Art vorgenommene Spiegelung der folgenden Romanhandlung wirkt. Monsieur de Clèves erzählt seiner Frau von einer Liebesbeziehung eines Freundes, der irgendwann begann, an der Treue seiner Geliebten zu zweifeln und Monsieur de Clèves ins Vertrauen zog. Interessant für meine Analysen sind hier nur zwei der Kommentare von Monsieur de Clèves, die er seiner Frau erzählt, von denen sich der erste direkt, der zweite indirekt auf seine Frau bezieht, ohne dass Monsieur de Clèves dies noch ahnen kann. Les femmes sont incompréhensibles, sagt er. Et quand je les vois toutes, je me trouve si heureux de vous avoir, sagt er zu seiner Frau, que je ne saurais assez admirer mon bonheur. Die Frauen sind unbegreiflich, und wenn ich sie mir alle betrachte, schätze ich mich so glücklich, euch zu haben, dass ich mein Schicksal nicht genug preisen kann. Madame de Clèves reagiert mit einem höflichen Bescheidenheitstopos, vous m'estimez plus que je ne vous, ihr schätzt mich höher, als ich es wert bin, der aber natürlich vor dem Hintergrund dessen, was sie und der Leser inzwischen wissen, nur noch in den Augen und Ohren ihres Mannes topischen Bescheidenheitstopos Charakter hat. Der zweite Kommentar von Monsieur de Clèves ist ein guter Ratschlag, den er seinem Freund für den Fall gegeben hat, dass seine Geliebte ihm gestehen würde, einen anderen zu lieben. Je vous donne, lui dis-je, le conseil que je prendrai pour moi-même, car la sincérité me touche d'une telle sorte que je crois que si ma maîtresse et même ma femme m'avouaient que quelqu'un lui plût, j'en serais affligé sans en être aigri. Je quitterai le personnage d'amant ou de mari pour la conseiller et pour la plaindre. Ich gebe euch einen Rat, sagte ich ihm. Also sein Freund, es erzählt er seiner Frau, wie sein Freund ihn gesagt hat, dass er fürchtet, dass seine Geliebte ihn betrügt. Und dann sagt er, ich gebe euch einen Rat, sagte ich ihm, den ich selbst befolgen würde. Denn Aufrichtigkeit bedeutet mir so viel, dass ich glaube, wenn meine Geliebte und selbst meine Frau mir ihre Neigung für einen anderen gestände, ich darüber betrübt, aber nicht erbittert wäre. Ich würde aufhören, Geliebter oder Gatte zu sein und würde sie beraten und bedauern. Das ist ein extremer Fall von tragischer Ironie, allerdings ein Fall, in dem nur die Erzählerin den Wissensvorsprung vor den handelnden Figuren hat, denn diesen Wissensvorsprung würde sie in klassischen Fällen tragischer Ironie mit dem Zuschauer, der Leserin teilen. Sein guter Rat an seinen Freund zeugt von einem tragischen Fall falscher Selbsteinschätzung, die Monsieur de Clèves später in den Tod führen wird. Madame de Clèves errötet wieder, ringt lange um Fassung, un trouble dont elle fut longtemps à se remettre. Monsieur de Clèves merkt nichts und fährt in seiner Erzählung fort. Nach dieser Digression kehrt das Ehepaar nach Paris zurück. Die Zeit der Trauer um Madame de Clèves Mutter ist allerdings noch nicht vorbei. Sie geht noch nicht zu Hofe oder in die Salons, empfängt aber schon Gäste. Das ist alles ganz genau geregelt. Ihr Gemütszustand wird nun so beschrieben. Elle se trouva plus tranquille sur Monsieur de Nemours qu'elle n'avait été. Tout ce que lui avait dit Madame de Chartres en mourant et la douleur de sa mort avait fait une suspension à ses sentiments.
qui lui faisait croire qu'il s'était entièrement effacé, ses sentiments, en lui faisant croire qu'ils étaient entièrement effacés. Was Monsieur de Nemours betraf, so fühlte sie sich ruhiger als zuvor. Alles, was ihr Madame de Chartres auf dem Sterbebett, also ihre Mutter auf dem Sterbebett gesagt hatte, und der Schmerz über deren Tod, hatten ihre Gefühle aussetzen lassen, sodass sie glaubte, die Gefühle seien tatsächlich gänzlich erloschen. Raffiniert ist hier der Begriff une suspension à ses sentiments, ein Aussetzen ihrer Gefühle. Suspension d'armes zum Beispiel heißt Waffenstillstand. Auch Madame de Clèves täuscht sich völlig über sich selbst. Sie verwechselt ein vorübergehendes Aussetzen ihrer Gefühle für Monsieur de Nemours durch den Tod ihrer Mutter und ihre Entfernung aus Paris mit der Überwindung dieser Liebe. Sie verwechselt einen Waffenstillstand mit einem Friedensschluss. Doch kaum in Paris angekommen, wird sie von ihren Gefühlen wieder eingeholt. Am selben Abend ihrer Ankunft enthält sie Beruf von Marie Stuart, die schon ganz begierig ist, sie aufs Laufende des neuesten Hofgeschwätzes zu bringen. Im Mittelpunkt steht der Frauenheld Nemours, der inzwischen seine Absichten auf die englische Königin ganz aufgegeben und überhaupt keine Affären mehr zu haben scheint. Er scheint hoffnungslos in eine Unbekannte verliebt zu sein, die seine Liebe nicht erwidere. Die Reaktion von Madame de Clèves wird zunächst in auktorialer Erzählsituation, ab dem zweiten Satz dann in erlebter Rede geschildert. Das ist eine sehr moderne Erzählweise, die jetzt hier erstmals im Roman auftritt, beziehungsweise das Zeug zeichnet den modernen Roman auf. Ich werde das genauer analysieren. Also. Sie hat ihm gesagt, Marie Stuart, der Nemours hat überhaupt keine Affären mehr, er scheint hoffnungslos in eine Unbekannte verliebt, die seine Liebe nicht erwidert. Und Madame de Clèves, die also jetzt langsam wieder zurückkehrt ins gesellschaftliche Leben. Quel poison pour Madame de Clèves que le discours de Madame la Dauphine. La Dauphine heißt sie, weil sie die Frau des Thronfolgers ist, Marie Stuart. Le moyen de ne se pas reconnaître pour cette personne dont on ne savait point le nom. Et le moyen de n'être pas pénétré de reconnaissance et de tendresse en apprenant que ce prince, à son amour, cachait sa passion à tout le monde et négligeait pour l'amour d'elle les espérances d'une couronne. Welch ein Gift waren die Worte der Dauphine für Madame de Clèves. Wie sollte sie sich nicht selbst als jene Person wiedererkennen, deren Namen man nicht kannte? Und wie konnte sie nicht von Dankbarkeit und Zärtlichkeit durchdrungen sein, als sie erfuhr, dass dieser Prinz seine Leidenschaft vor aller Welt verbarg und aus Liebe zu ihr die Hoffnung auf eine Krone, als Elisabeth II. Vernachlässigte. Wichtig sind die modernen Erzählstrategien. Die Erzählerin nimmt nach dem ersten Satz gleichsam die auktoriale Steuerung aus dem Erzählten heraus. Der Erzählduktus bleibt, oberflächlich gesehen, der gleiche, dritte Person Präteritum. Aber der zweifache Ausruf, le moyen de ne pas, wie sollte, konnte sie sich nicht, führt Elemente der direkten Rede in die distanzierte Erzählerrede der dritten Person ein. Franz Stanzel hat dies in seiner Theorie des Erzählens, hat die erlebte Rede in seiner Theorie des Erzählens als, Zitat, Ansteckung der Erzählersprache durch die Figurensprache definiert. Dadurch entsteht ein Effekt größerer Unmittelbarkeit, als wenn die Erzählerin Verba dicendi, cogitandi oder sentiendi verwenden würden, also sie sagte sich, sie dachte oder sie fühlte. Hier im Zitat fehlen diese Verba dicendi und damit macht die Erzählerin sich in ihrer Steuerungsfunktion der Wahrnehmungs- und Gefühlswelten der erzählten Figur gleichsam unsichtbar. Ein weiterer Effekt der erlebten Rede an dieser Stelle ist, dass die Bewusstheit des Geschilderten reduziert erscheint. Hätte die Erzählerin geschrieben, sie fühlte Dankbarkeit und Zärtlichkeit, dann wäre das als mehr oder weniger bewusstes Gefühl zu interpretieren. Das wäre aber viel zu einfach für das, was in Madame de Clèves vorgeht. Die suggestive rhetorische Frage, le moyen de ne pas, wie sollte, konnte sie nicht, zeigt nicht Bewusstes, sondern erst langsam bewusst werdendes.
Deswegen folge ich hier in der Zeichensetzung am Schluss des Originalzitats auch nicht der kritischen Ausgabe der Plejade, die einen Strichpunkt setzt, sondern der Ausgabe der Princesse de Clèves von Antoine Adam bei Garnier Flammarion, der ein Fragezeichen setzt. Eva und Gerhard Hess in ihrer deutschen Übersetzung enden mit einem Ausrufezeichen. Ich schreibe im deutschen Text Fragezeichen, Ausrufezeichen, um den besonderen Effekt dieser rhetorischen Frage in erlebter Rede zu unterstreichen. Also eine rhetorische Frage ist eine, bei der die Antwort schon klar ist. Wie sollte sie sich nicht? Natürlich musste sie. Außerdem ist es auch besser, den auf das eben zitierte folgende Satz, den wir gleich als nächstes sehen werden, nicht nur mit einem Strichpunkt hier abzutrennen, weil jetzt nach diesem Zitat die Erzählerin auf eine Metaebene wechselt und signalisiert, dass sie ihre Stilmittel im Satz zuvor sehr gezielt eingesetzt hatte. Zitat: Aussi ne peut-on représenter ce qu'elle sentit et le trouble qui s'éleva dans son âme. Und so lassen sich ihre Gefühle und ihre innere Erregtheit denn auch kaum darstellen. Trouble ist ein schwer übersetzbares Wort, das die emotionale Gestimmtheit in jenem Prozess der Bewusstwerdung von etwas bezeichnet, das man lieber verdrängen würde. Erregtheit, Verwirrung, gemischtes, zwiespältiges Gefühl. Genau von diesem Gefühl sagt die Erzählerin, man könne es nicht darstellen, repräsenter, und verwendet damit einen der wichtigsten erkenntnistheoretischen Schlüsselbegriffe der Epoche, die Michel Foucault L'Âge Classique nennt. Aber ich breche jetzt hier heute ab, sonst wird es jetzt zu kompliziert. Ich nehme das nächstes Mal noch einmal auf, damit Sie, blenden Sie noch mal mich rein, liebe Frau Manzotti. Ich danke Ihnen übrigens wieder für die Assistenz bei meiner Vorlesung. Das war jetzt alles etwas kompliziert und ich werde dann hier nächstes Mal noch mal einsetzen und Ihnen das noch einmal vorführen und dann auch mit Michel Foucault gipfeln. Soweit, so gut für heute. Ich begrüße Sie zur heutigen Vorlesung, in der wir die Behandlung von Madame de Lafayette's La Princesse de Clèves fortführen werden. Zunächst sehen wir noch einmal das Porträt, das etwas strenge Porträt von Marie-Madeleine Pioche de Lavergne, verheiratete Comtesse de Lafayette, wie Sie darauf lesen können. Streng wollte sie wahrscheinlich auch wirken, weil sie ja eine der wichtigsten Précieuses war, eine frühemanzipatorische Bewegung in den höchsten Kreisen, die sich durch Bildung, Verweigerung von oberflächlicher Galanterie und durch möglichste Unabhängigkeit von männlicher Bevormundung auszeichnete. Sie führte einen der wichtigsten und einflussreichsten Salons von Paris und verkehrte in den anderen Salons und am Hofe, war eng befreundet mit La Rochefoucauld, über den wir schon gehört haben. Sie führt praktisch in Romanfort das vor, was La Rochefoucauld mit seinen Maximen versucht. Persönlich weiß man nicht sehr viel über sie, dass sie ironisch war, dass sie nicht zu den Devots sich zählte, also nicht zu den ostentativ Frommen, dass sie eigentlich die Einsamkeit liebt, obwohl sie den Salon führen musste, um ihre beiden Söhne standesgemäß zu verheiraten, aber auch eben, weil sie dort die preziöse Kultur und die Emanzipation der Frau in dem Maße, wie das damals möglich war, voranbringen wollte. Sie war nicht eitel, redete gern Klartext und war der Galanterie abgeneigt. Alles Eigenschaften, die auch dann ihrer Romanheldin, der Princesse de Clèves, zugeschrieben werden. Dann kommen wir also zur Zusammenfassung dessen, was ich über diesen Roman letztes Mal gesagt habe. Er gilt als der erste moderne Roman in Frankreich und Europa überhaupt. Es ist der erste moderne Sittenroman, Roman de Mœurs, und der erste moderne Bewusstseinsroman, Roman d'Analyse. In dieser Zeit, Mitte des 17. Jahrhunderts, war die Verfallsform des Ritterepos, der heroisch-galante Roman des Hochbarock, seinerseits schon wieder in der Dekadenz begriffen.
Das sind historisch und auch in geografischer Ferne spielende Handlungen mit vollkommen verliebten Helden und ihren sagenhaften Taten in ausufernder Länge mit vielen Episoden und Nebenhandlungen. Ich habe jetzt übrigens nochmal gefunden, das ist gar nicht so schlecht, dieser heroisch-galante Roman des Hochbarock, der uns total veraltet scheint, ist eigentlich auch eine Vorform der James-Bond-Filme, weil da auch ein Heros, der James Bond, der ständig verliebt ist, also heroisch galant und sehr unwahrscheinliche Taten vollbringt, auch mit Episoden und so weiter. Um sich davon abzugrenzen, hat Madame de Lafayette und von diesem Vorgänger, dem heroisch galanten Roman, geschrieben, dass sie, was sie hier vorlege, also sie hat das anonym veröffentlicht, um Vorurteilen gegen intellektuelle Frauen in der damaligen Zeit zu entgehen. Aber sie schreibt über diesen Roman, als ob der von jemand anderem wäre, dass das gerade kein Roman im damaligen Sinne sei. Der Begriff des Romans, der mit diesem heroisch-galanten Roman verbunden war, geriet damals in die Krise. Im Englischen und Spanischen wich man dann auch auf einen anderen Begriff aus, nämlich auf Novel bzw. Novela. Im französischen Bereich und auch im Deutschen dann indirekt und in anderen Sprachen trug Madame de Lafayette mit diesem Roman geradezu dazu bei, dass er einen neuen Inhalt bekam als Gattungsbegriff. Vielleicht zur zur Personenkonstellation, handelnde Personen und zeitlicher Rahmen. Es ist eine Dreiecksgeschichte zwischen dem Prince und der Princesse de Clèves und also das Ehepaar und dem Duc de Nemours, der Dritte im Bunde, nicht im Bunde. Der zeitliche Rahmen, es spielt ziemlich genau in einem Jahr, von Oktober 1558 bis November 1559, unter der Regierungszeit, am Ende der Regierungszeit von Henri Second, wie Sie hier sehen können, und zu Beginn der Regierungszeit von François Second, der mit der um 2 Jahre älteren Maria Stuart verheiratet war. Im Roman, der wie gesagt von 1558 bis 59 spielt, werden beide so ungefähr 2 Jahre älter. Also François Second tritt nicht auf im Roman, aber eben seine Frau Maria Stuart, Marie Stuart, die Königin von Schottland war und mütterlicherseits aus dem Haus der Duc de Guise, also Französin, war. Marie Stuart war ja 1542 geboren, wäre dadurch also erst 17 gewesen, als der Roman spielt. Im Roman wirkt sie 2-3 Jahre älter. Sie ist die einzige der historisch belegten Personen, die eine wichtige Funktion im Roman spielt. Die anderen hat es zwar gegeben, aber die Personen, die wichtige Funktionen spielen im Roman, sind historisch belegt, aber damit geht Madame de Lafayette sehr fiktional frei um. Nur die Princesse de Clèves ist nicht historisch belegt. Das ist eine rein fiktionale Figur. So, der historische Hintergrund also spielt etwa über 100 Jahre bevor Madame de Lafayette den Roman schrieb. Aber das ist eigentlich nur aus gattungstechnischen Gründen so, weil man damals zeitgenössische Personen auch fiktional überformt nicht darstellen durfte, schon gar nicht Menschen aus dem Hochadel. Die Versetzung in historische Ferne oder jedenfalls über 100 Jahre ist eigentlich nicht wichtig. Im Prinzip stellt Madame de Lafayette die Personen des Hofes unter Louis XIV vor, die sie kannte, in historischem Kostüm verfremdet. So, dann kommen wir zum Resümee des ersten Aktes. Ich habe das in Akte eingeteilt. Das ist natürlich nicht so im Roman. Der ist aufgrund verlegerischer Bedingungen in 4 Teilen erschienen. Aber man kann ihn ganz gut in 5 Akte wie eine klassische Tragödie, dieser Roman praktisch auch ist, aber in Romanform eben einteilen. Erster Akt, also eine verheiratete Frau entdeckt die Liebe zu einem anderen Mann. La Princesse de Clèves heißt, bevor sie verheiratet ist, im Roman Mademoiselle de Chartres. Sie ist
wie gesagt, eine fiktive Figur, aber das Adelshaus der Chartres ist ein real existierendes und sehr hoch angesiedeltes in der Hierarchie der Aristokratie der damaligen Zeit. Ihr Vater ist früh verstorben, wie der von Madame de Lafayette auch. Und als sie in ihrem 16. Lebensjahr, wie man das so tut, kommt ihre Mutter mit der Tochter nach Paris und an den königlichen Hof, an dem sie das Recht hat zu verkehren, weil sie aus dem Hochadel stammt oder dem zugehört, um dort einen Mann für ihre Tochter zu suchen. Gleich beim ersten Mal, als die Mademoiselle de Chartres in die Stadt in Paris geht, zu dem bekanntesten Juwelier, trifft sie auf den Prince de Clèves, zufällig, der sie sieht und ein coup de foudre erlebt und von da an alles tun wird, um sie heiraten zu können. Das ist zunächst etwas kompliziert, ich habe Ihnen das geschildert. Die Ränke, Spiele, Intrigen am Hofe stehen, komplizieren die ganze Sache. Eigentlich hat er auch gar keine große Chance auf sie, weil er nur der Zweitgeborene zwar eines hochadligen Hauses ist, aber nur der Zweitgeborene und die Mutter von Mademoiselle de Chartres sucht einen Erstgeborenen aus dem Hochadel. Aber da nun den Hofintrigen und so weiter, das scheitert, ist die Mutter dann am Schluss zufrieden, dass der Prinz de Clèves um die Hand ihrer Tochter anhält. Er hat zuerst, und das klingt schon relativ modern, die Tochter selbst gefragt, ob sie ihn heiraten möchte. Und sie ist verlegen, knapp 16 oder inzwischen vielleicht 16 Jahre alt, und erzählt ihrer Mutter dann davon und sagt ihr, also sie hat keinerlei Zuneigung zu dem, aber sie findet ihn jetzt auch nicht fürchterlich. Und die Mutter, die ihr zunächst freie Hand lassen wollte, sagt dann, als der Prinz de Clèves auch bei ihr um die Hand ihrer Tochter anhält, sofort zu. Und so muss sie nun diese Vernunftheirat eingehen. Sie sträubt sich auch nicht stark dagegen. Nachdem sie verheiratet ist, hofft der Mann, sie hatte vorher natürlich sowas wie Liebe überhaupt noch nicht erlebt. Nachdem sie dann verheiratet ist, hofft ihr Gatte, sie würde so etwas wie Liebe zu ihm entwickeln, tut sie aber natürlich nicht. Und so bleibt er als Gatte ihr Amant, ihr leidenschaftlicher Liebhaber und um Liebe werbender. Und dann kommt der dritte ins Spiel, der Duc de Nemours, Frauenheld par excellence, der bestaussehende, bestangezogene junge Mann am Hofe. Es kommt, sie lernen sich bei einer Hochzeitsfeier, der Hochzeitsfeier einer der Töchter des Königs kennen, wo er cool, wie er ist, zu spät kommt, damit man ihn sieht, auch über einen im Weg stehenden Stuhl steigt, was man natürlich nicht tut als Hofaristokrat, aber das wirkt dann natürlich und wir wurden dann letztes Mal Zeugen, wie La Princesse de Clèves langsam Liebe entwickelt, beziehungsweise überhaupt jetzt erst eine komplexere Psyche entwickelt. Das ist ganz raffiniert, wie Madame de Lafayette das darstellt, die Erzählerin, dass man überhaupt erst eine komplexe Psyche entwickelt, indem man liebt. Und die Erzählerin vermag es, das werden wir noch öfter sehen, halbbewusste und unbewusste und teils verdrängte Schichten der komplexer sich entwickelnden Psyche der Protagonistin darzustellen. Dann hatten wir begonnen mit dem zweiten Akt zwischen Selbsttäuschung und Bewusstwerdung. Am Ende des ersten Aktes war die Mutter von La Princesse de Clèves gestorben. Sie war in großer Sorge, weil sie bemerkt hatte, dass ihre verheiratete Tochter nun begann, einen anderen Mann zu lieben. Während der Trauerzeit musste La Princesse de Clèves sich mit ihrem Mann aufs Land zurückziehen, wie das sich so gehörte, und dachte dann durch die Abwesenheit, sie hätte dieses, was sie die Liebe zu dem Duc de Nemours, wird sie bekämpfen bis zum Schluss, ihr fast erliegen, aber eben dann doch nicht. Und sie hat dann geglaubt,
dass diese Liebe sie überwunden hatte, nachdem sie eine Weile weg war vom Hof. Aber, und da setze ich jetzt wieder neu an. Wir hatten dann letztes Mal ich hatte letztes Mal noch etwas weiter vorangetragen, aber das erschien mir im Nachhinein etwas komplex, sodass ich hier neu nochmal ansetze. Kaum in Paris angekommen, wieder zurück. Vielleicht blenden Sie mich jetzt nochmal kurz ein vor dem nächsten Zitat. Genau. Kaum in Paris wieder angekommen, wird sie von ihren Gefühlen wieder eingeholt. Am selben Abend ihrer Ankunft erhält sie Besuch von Marie Stuart, die schon ganz begierig ist, sie aufs Laufende des neuesten Hofgeschwätzes zu bringen. Da ist die Marie Stuart im Zentrum des Ganzen. Im Mittelpunkt steht natürlich der Frauenheld Nemours, der inzwischen seine Absichten auf die englische Königin, ihm wurden ja auch Chancen eingeräumt, die englische Königin zu heiraten. Das ist teilweise sogar, gibt es darauf historisch wirkliche Hinweise. Der hat aber inzwischen seine Absichten auf die englische Königin ganz aufgegeben und nachdem er vorher mehrere Affären immer gleichzeitig hatte, hat er alle Affären beendet. Er scheint, wie man sagt, hoffnungslos in eine Unbekannte verliebt zu sein, die seine Liebe nicht erwidert. Und natürlich erkennt La Princesse de Clèves, dass offensichtlich Nemours, der ihr schon mehr oder weniger Andeutung gemacht hat, in sie verliebt ist, so wie sie in ihn. Und die Reaktion von Madame de Clèves auf diese Aussagen von Marie Stuart über den Duc de Nemours wird jetzt im nächsten Zitat zunächst in autorialer Erzählsituation, ab dem zweiten Satz aber in erlebter Rede geschildert. Quel poison pour Madame de Clèves que le discours de Madame la Dauphine. Le moyen, jetzt erlebte Rede, de ne se pas reconnaître pour cette personne dont on ne savait point le nom. Et le moyen de n'être pas pénétré de reconnaissance et de tendresse en apprenant que ce prince, also Nemours, cachait sa passion à tout le monde et négligeait pour l'amour d'elle les espérances d'une couronne. Welch ein Gift waren die Worte der Dauphine für Madame de Clèves. Wie sollte sie nicht selbst als jene Person sich wiedererkennen, deren Namen man nicht kannte? Und wie konnte sie nicht von Dankbarkeit und Zärtlichkeit durchdrungen sein, als sie erfuhr, dass dieser Prinz seine Leidenschaft vor aller Welt verbarg und aus Liebe zu ihr die Hoffnung auf eine Krone vernachlässigte. Wichtig sind die modernen Erzählstrategien. Die Erzählerin nimmt nach dem ersten Satz gleichsam die auktoriale Steuerung aus dem Erzählten heraus. Der Erzählduktus bleibt, oberflächlich gesehen, der gleiche. Dritte Person Präteritum. Aber der zweifache Ausruf Le moyen de ne pas, wie konnte sie sich nicht, führt Elemente der direkten Rede in die distanzierte Erzählerrede des Präteritums ein. Franz Stanzel hat die erlebte Rede als Ansteckung der Erzählersprache durch die Figurensprache definiert in der Theorie des Erzählens von 1982. Dadurch entsteht ein Effekt größerer Unmittelbarkeit. Jedenfalls unmittelbarer, als wenn die Erzählerin Verba dicendi, Verba cogitandi oder sentiendi verwenden würde. Also, wenn sie geschrieben hätte, sie sagte sich, sie dachte oder sie fühlte. Solche Ausdrücke fehlen hier im Zitat und damit macht die Erzählerin sich in ihrer Steuerungsfunktion der Wahrnehmungs- und Gefühlswelten der erzählten Figur gleichsam unsichtbar. Ein weiterer Effekt der erlebten Rede an dieser Stelle ist, dass die Bewusstheit des Geschilderten reduziert erscheint. Hätte die Erzählerin geschrieben, sie fühlte Dankbarkeit und Zärtlichkeit, dann wäre das als mehr oder weniger bewusstes Gefühl zu interpretieren. Das wäre aber viel zu einfach für das, was in Madame de Clèves vorgeht. Die suggestive rhetorische Frage, le moyen de ne pas, konnte sie sich nicht, zeigt nichts Bewusstes, sondern langsam bewusst Werdendes. Also rhetorische Fragen sind immer Fragen, bei denen die Antwort klar ist, nämlich ja oder nein. Deswegen folge ich hier in der Zeichensetzung am Schluss des Originalzitats auch nicht der kritischen Ausgabe der Plejade, der ich ja sonst folge, die setzt nämlich hier einen Strichpunkt.
sondern ich folge der Ausgabe der Princesse de Clèves in Garnier Flammarion von 1966, die eine Fragezeichen setzt, also damit die rhetorische Frage deutlich macht. Eva und Gerhard Hess in ihrer Übersetzung, ihrer deutschen Übersetzung im Reklam Verlag enden mit einem Ausrufezeichen. Ich schreibe, wie Sie sehen, im deutschen Text Fragezeichen, Ausrufezeichen, um den besonderen Effekt der rhetorischen Frage in erlebter Rede zu unterstreichen. Außerdem ist es sowieso besser, den auf das eben zitierte folgenden Satz, der jetzt kommt, nicht nur mit einem Strichpunkt abzutrennen, weil in ihm die Erzählerin auf eine Metaebene springt und signalisiert, dass sie ihre Stilmittel im Satz zuvor sehr gezielt eingesetzt hat. Zitat, das Zitat setzt also direkt an das Zitat davor. Aussi ne peut-on représenter ce qu'elle sentit. Jetzt also die Erzählerin wieder auf der Metaebene. Aussi ne peut-on représenter ce qu'elle sentit et le trouble qui s'éleva dans son âme. Und so lassen sich ihre Gefühle und ihre innere Erregtheit denn auch kaum darstellen. Trouble ist ein schwer übersetzbares Wort, das die emotionale Gestimmtheit in jenem Prozess der Bewusstwerdung von etwas bezeichnet, das man lieber verdrängen würde. Erregtheit, Verwirrung, gemischtes, zwiespältiges Gefühl. Und genau von diesem Gefühl sagt die Erzählerin hier, man könne es nicht représenter, darstellen. Und sie verwendet damit einen der wichtigsten erkenntnistheoretischen Schlüsselbegriffe der Epoche, die Michel Foucault in seinem berühmten Werk Les Mots et les Choses von 1966 L'Âge Classique nennt. Michel Foucault sieht diese Epoche davon gekennzeichnet, dass sie sich ihre Erkenntnisinstrumente auch in psychologischer Hinsicht sicher war. Die klassischen Aufklärer von Descartes bis zur Enzyklopädie im 18. Jahrhundert hatten keinen Zweifel daran, über die adäquaten Erkenntnisinstrumente zu verfügen, um die Welt und den Menschen erkennen, darstellen, repräsenter zu können, wieder vergegenwärtigen, wie das Verb repräsenter präzise ins Deutsche zu übertragen wäre. Da herrscht also noch das Mittelalterliche bei den Theoretikern, bei den Philosophen, aber nicht bei den Literaten. Und Michel Foucault untersucht hauptsächlich die Wissenschaften und Philosophen und nicht die Literatur. Und bei den Wissenschaften und Philosophen herrscht eben noch das mittelalterliche erkenntnistheoretische Grundprinzip der Adequatio intellectus et rei, wie das heißt, der Übereinstimmung von Denken und Sache. Der Angleichung von Denken und Sache. Ich muss nur mit meinem Denken adäquat die Dinge widerspiegeln sozusagen, dann kann ich sie richtig erkennen. Aber Michel Foucault hat zu viele schlechte klassische und aufklärerische Erkenntnistheorie und zu wenig gute Literatur dieser Zeit gelesen. Wir haben ja schon am Ende des Kapitels zu La Rochefoucauld den aphoristischen Entwurf einer dialektischen Erkenntnis- und Bewusstseinslehre nachzeichnen können, die mit den klassisch aufklärerischen Denkinstrumenten nicht erfasst werden kann. Madame de Lafayette weiß, dass man sich, ja, jetzt haben wir nochmal das Zitat von vorhin, das so komplex ist, dass ich nochmal kurz darauf eingehe. Madame de Lafayette als Erzählerin weiß, dass man sich der Realität der menschlichen Emotionalität immer nur narrativ annähern kann, dass eine klare und distinkte Repräsentation der menschlichen Psyche aber unmöglich ist. Deswegen verwendet sie in diesem Zitat mit der erlebten Rede eine völlig künstliche Redeform, die es so in der natürlichen Rede des Menschen gar nicht gibt. Alle Redeformen, die es auch in der normalen, in der Alltagssprache gibt, würden hier deplatziert oder undifferenziert wirken, wenn sie schriebe, sie sagte sich, Doppelpunkt, ich empfinde Dankbarkeit und Zärtlichkeit. Völliger Unsinn. So, das sagt sie sich nicht. Oder wenn sie schriebe, sie sagte sich, wie könnte ich nicht von Dankbarkeit und Zärtlichkeit durchdrungen sein? Oder wenn sie schriebe, sie fühlte Dankbarkeit und Zärtlichkeit. Letzteres könnte zwar in einem Roman stehen, damit bliebe man aber, wie gesehen, dem, was sich in Madame de Clèves in diesem Moment abspielt, ganz äußerlich,
und erreichte keine Wiedergabe der Komplexität ihrer Seelenlage. Die erlebte Rede bietet gleichsam eine Bewusstseinsanalyse von innen, während die normale personale Erzählsituation mit ihren Verba sentiendi und so weiter, sie sagte, sie fühlte, eben eine Bewusstseinsanalyse von außen vornimmt. So, dann gehen wir weiter nach diesem Close Reading eines Textes. An einem der nächsten Tage dann gelingt es dem Duc de Nemours so spät zur Empfangszeit im Salon von Madame de Clèves zu kommen, dass er sie allein antrifft. Ihn abzuweisen wäre ein Affront gewesen, da Salons zu gewissen Zeiten allen Hochadligen offen zu stehen hatten. Madame de Clèves errötet wie so oft, das Gespräch kommt mühsam in Gang, man spricht über den Tod der Mutter und Nemours ergreift die Gelegenheit, von der großen Trauer Madame de Clèves auf eine eigene, vage angedeutete Niedergeschlagenheit zu sprechen zu kommen, die auch schon von vielen Menschen verwundert wahrgenommen worden sei, womit er sie indirekt auffordert, nachzufragen, was sie aber nicht tut. Er sagt, er sei in der letzten Zeit ein ganz anderer geworden, spricht in der allgemeinen Form des Mann von Männern, die früher vielleicht oberflächliche Beziehungen eingingen, womit er natürlich sich meint, die dann aber ihre echte Leidenschaft für eine Frau nur dadurch zu zeigen wagten, dass sie sich ganz aus der alltäglichen Galanterie heraushielten, ja selbst Königinnen darüber vernachlässigten. Madame de Clèves durchschaut seinen durchsichtigen Diskurs natürlich, er spricht hier damit indirekt von seiner Liebe zu ihr, aber Madame de Clèves entendait aisément la part qu'elle avait à ses paroles. Il lui semblait qu'elle devait y répondre et ne les pas souffrir. Il lui semblait aussi qu'elle ne devait pas les entendre ni témoigner qu'elle les prit pour elle. Elle croyait devoir parler et croyait ne devoir rien dire. Le discours de Monsieur de Nemours lui plaisait et l'offensait quasi également. Madame de Clèves begriff natürlich, welchen Anteil sie an diesen Worten hatte. Es schien ihr, sie müsse darauf antworten und sie zurückweisen. Es schien ihr auch, sie dürfe sie gar nicht verstehen und sich nicht anmerken lassen, dass sie sie auf sich bezog, die Worte von Nemours. Sie glaubte, etwas sagen zu müssen und sie glaubte, nichts sagen zu sollen. Die Worte Monsieur de Nemours gefielen ihr und beleidigten sie fast gleichermaßen. Auf geschickte Weise hat der erfahrene Nemours die noch unerfahrene Madame de Clèves in eine Zwickmühle gebracht, hinsichtlich der für solche Fälle geltenden Bienséance. Nemours hat ihr eine indirekte Liebeserklärung gemacht. Diese müsste sie zurückweisen. Aber er hat ja de facto nicht von sich persönlich gesprochen, sondern von allgemeinen Fällen der Liebeskasuistik. Also darf sie seine Worte nicht auf sich beziehen. Eine galante Salondame würde Nemours im gleichen unpersönlichen Liebesdiskurs antworten. Das könnte man dann noch hübsch weitertreiben. Aber Madame de Clèves verstummt, weil sie nicht erfahren genug ist in diesen Diskursen und weil sie das Spiel eigentlich auch nicht mitspielen will. Allerdings schließt die Erzählerin mit den Worten, dass ihr die Worte Nemours quasi fast nicht missfielen. Das kleine Wort quasi in adverbialer Funktion wird uns als Abtönungspartikel von diffusen Gefühlslagen noch öfter begegnen. Als Nemours gegangen ist, macht sie sich, im nächsten Zitat, ihre Situation klar. Quand elle fut en liberté de rêver, elle connut bien qu'elle s'était trompée, lorsqu'elle avait cru n'avoir plus que de l'indifférence pour Monsieur de Nemours. Als sie ihren Gedanken wieder freien Lauf lassen konnte, erkannte sie genau, dass sie sich getäuscht hatte, als sie glaubte, nach ihrer Rückkehr aus der Trauerzeit um ihre Mutter, als sie glaubte, nur noch Gleichgültigkeit für Monsieur de Nemours zu empfinden. Sie lernt langsam, sich besser einzuschätzen und ihr weiteres Trachten wird darin bestehen, die Kontrolle über sich zu behalten bzw. voll zurückzugewinnen. Sie beschließt, ihm nie irgendwie ihre Liebe zu zeigen und seine Gegenwart, soweit es die Bienséance zulässt, zu meiden. Sie verbirgt ihren Liebeskummer hinter der Trauer um ihre Mutter, die ihr zugleich den Vorwand liefert, nicht in die Salons zu gehen, wo sie auf Nemours treffen könnte.
Als Nemours mit anderen Aristokraten des Öfteren ihren Mann besucht, der eine längere Krankheit hat, bringt sie es die ersten Male noch nicht über sich, ihn nicht zu sehen. Dann aber zieht sie sich jedes Mal zurück, wenn er gemeldet wird, womit sie sich, wie es heißt, äußerste Gewalt antut, une extreme violence. Nemours merkt, dass sie ihn meidet. Irgendwann macht ihr Mann sie darauf aufmerksam, dass es sehr unhöflich ist, wenn die Frau des Hauses ohne Grund beim Empfang hochrangiger Gäste nicht dabei ist. Fast will Madame de Clèves ihm schon sagen, dass es Gerüchte gibt, Nemours sei leidenschaftlich in sie verliebt. Sie schämt sich aber für diese Lüge, weil es solche Gerüchte ja gerade nicht gibt. Und sie sagt nichts. Man tappt immerhin noch im Dunkeln im Hofgeschwätz, wer denn der leidenschaftlich, die leidenschaftliche, Glück von, die von Nemours leidenschaftlich geliebte Glückliche sei. Die Trauerzeit, die ziemlich lange gedauert hat, assez longtemps heißt es, geht vorbei und Madame de Clèves muss wieder ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkommen. Nemours bleibt vorsichtig, ergreift aber manche Gelegenheit, um ihr Blicke zuzuwerfen und kleine doppeldeutige Bemerkungen anzubringen. Sie versucht, seinen Blicken und Gesprächen mit ihnen auszuweichen und wirkt ihm gegenüber unsicher. Er dagegen ist sich jetzt sicher, dass auch sie in ihn verliebt ist. Sie ist innerlich stark mit der offiziell immer noch bestehenden Möglichkeit beschäftigt, dass Nemours die englische Königin heiraten könnte. Als sie einmal ein Porträt Elisabeths I. sieht, Zitat, le portrait qu'elle trouva plus beau qu'elle n'avait envie de le trouver, elle ne put s'empêcher de dire qu'il était flatté. Ein Porträt von Elisabeth, das sie schöner fand, als ihr lieb war, konnte sie die Bemerkung nicht unterdrücken, dass sie das Porträt geschmeichelt fand. Madame de Lafayette ist Meisterin darin, solche winzigen Symptome zu schildern, in denen die Liebe oder Liebeskrankheit Madame de Clèves, die sie sonst erfolgreich vor fast allen verbirgt, an die Oberfläche ihres Sprechens drängen. Diese kleinliche Bemerkung hinsichtlich des Porträts von Elisabeth, die sich fast gegen ihren Willen Ausdruck sucht, passt gar nicht zu ihrem sonstigen aufrichtigen und großzügigen Wesen. Marie Stuart antwortet, dass Elisabeth schön sein müsse, wenn sie ihrer Mutter Anne Boleyn ähnele. Hier folgt nun als dritte Digression im Roman ein kurzer Abriss der Geschichte von Anne Boleyn. Marie Stuart und Elisabeth I. waren ja Cousinen zweiten Grades und die Erzählerin nutzt die Gelegenheit, um ihren Roman in den Hintergrund der großen Weltgeschichte einzufügen. Wie die meisten anderen Digressionen wirkt auch diese mehr oder weniger funktionslos. Es ist natürlich spannend zu sehen, dass hier die junge Marie Stuart dargestellt wird, die in späteren Jahren von ihrer Cousine Elisabeth I. hingerichtet werden will. Das kann man dann in Schillers Drama Maria Stuart nachlesen. Der zweite Akt endet mit der sogenannten Szene des Porträts. Im Salon von Madame de Clèves wird ein kleines Porträt von Madame de Clèves angefertigt. Man vergleicht es mit einem ihrer Porträts, die sie einmal ihrem Mann geschenkt hatte. Madame de Clèves ist mit ihrer Frisur auf dem älteren Porträt unzufrieden und bittet den Maler, dieses etwas zu retuschieren. Der Maler nimmt das Porträt aus der kleinen Dose, arbeitet daran und legt es auf den Tisch zum Trocknen. Nur Madame de Clèves, die gerade mit Maria Stuart spricht, sieht dann, wie Nemours sich das Porträt heimlich einsteckt. Und kurz nachdem er es eingesteckt hat, kreuzen sich ihre Blicke, Madame de Clèves und Nemours Blicke. Er ist sich nicht sicher, ob sie ihn beobachtet hat. Wieder befindet sie sich emotional und verhaltenstechnisch gesehen in einer Zwickmühle. Wenn sie ihn offen zur Rückgabe auffordert, macht sie seine Leidenschaft für sie publik. Wenn sie das Porträt unter vier Augen zurückfordert, wird er endlich die Gelegenheit gekommen sehen, ihr offen seine Liebe zu gestehen, wovor sie Angst hat. Also, Zitat, enfin, elle jugea qu'il valait mieux le lui laisser, das Porträt, et elle fut bien aise de lui accorder une faveur qu'elle pouvait faire sans qu'il sût même qu'elle la lui faisait. So dachte sie schließlich, es sei besser, ihm das Porträt zu lassen, und sie empfand eine Freude dabei,
ihm eine Gunst zu erweisen, von der er nichts wusste. Wieder handelt sie lieber nicht in dieser schwierigen Situation, aber sie versucht, sich etwas vorzumachen, wenn sie meint, ihre Freude rühre daher, dass er nichts von ihrer Gunst wisse, ihm das Porträt kommentarlos zu überlassen. Genauso wenig wie er sich sicher sein kann, ob sie ihn beobachtet hat, kann sie sich also auch nicht sicher sein, ob er nicht annehmen muss, sie habe ihn beobachtet. Sie wird also ihre Freude zumindest auch aus dem Motiv heraus empfinden, dass sie denken kann, er könnte von ihrer Gunst wissen. Dieses Motiv verdrängt sie allerdings. Nemours durchschaut sie. Er sagt leise zu ihr: Si vous avez vu ce que j'ai osé faire, ayez la bonté, madame, de me laisser croire que vous l'ignorez, je n'ose vous en demander davantage. Wenn ihr gesehen habt, was ich gerade zu tun wagte, madame, so habt die Güte, mich im Glauben zu lassen, dass ihr nichts davon wisst, um mehr wage ich euch nicht zu bitten. Man sieht also, wie raffiniert der Frauenheld Nemours mit Sprache umzugehen weiß und wie unsicher noch La Princesse de Clèves in dieser ganzen Situation ist. Mit dieser Bemerkung versperrt er ihr die Flucht in die Selbsttäuschung und lässt sie sprachlos zurück. Er verlässt den Saal völlig euphorisch, weil er nun sicher ist, dass sie ihn liebt, auch wenn sie noch dagegen ankämpft. Als man später das Porträt sucht, sagt Monsieur de Clèves im Spaß zu seiner Frau, sicher habe es ein geheimer Liebhaber von ihr genommen oder sie habe es ihm sogar gegeben. Ein klassischer Fall von tragischer Ironie. Der zweite Akt endet mit Reflexionen von Madame de Clèves. Sie fürchtet, dass ihre Leidenschaft für Monsieur de Nemours allmählich so unüberwindlich wird, dass sie nahe daran ist, ihm ihre Liebe offen zu zeigen. Die Bemerkung ihres Mannes über die Aufrichtigkeit kommt ihr in den Sinn. Das haben wir in der letzten Sitzung gehört. Und sie erwägt lange, ihm ihre Liebe zu Nemours gestehen. Doch zunächst tut sie beides nicht. Wir kommen zum dritten Akt. Da machen wir aber unsere kleine Pause. So, wir kommen also zum dritten Akt. Den sogenannten dritten Akt. Deswegen habe ich es in einfache Anführungszeichen gesetzt. Überschrieben zwischen Eifersucht und Glück. Als Überleitung zwischen dem zweiten und dem dritten Akt fungiert ein wichtiges historisches Ereignis. Der Friedensschluss von Cateau-Cambrésis Anfang April 1559, Friedensschluss Frankreichs mit England und mit Spanien. Die historischen Hintergründe erspare ich uns. Der Friedensschluss mit Spanien wird besiegelt durch die geplante Heirat des spanischen Königs Philipps II. Mit Elisabeth de France, der ältesten lebenden Tochter des französischen Königs, und die Heirat von dessen einziger noch lebender Schwester Marguerite de France mit dem Herzog von Savoyen. Die Heiraten sollen zur gleichen Zeit im Juni 1559 in Paris stattfinden. Der spanische König wird vom Herzog von Alba vertreten werden bei der Heirat. Das war damals möglich. Also nicht beim Vollzug Heirat, aber beim Zeremoniell. Ab dem 15. Juni ist ein glanzvolles Turnier geplant. Kurz zuvor spielt der König mit dem Duc de Nemours, dem Chevalier de Guise, einem anderen Verehrer der Princesse de Clèves, und mit dem Vidame de Chartres, ihrem Onkel, eine Partie Jeu de Paume, haben wir ja schon gehört, eine Vorform des Tennis oder des Squash. Als die Diener nach dem Spiel die Kleider der Spieler holen, fällt ein Brief aus einer der Taschen. Der Brief, der nun uns die nächste Zeit noch beschäftigen wird, der Brief wird Marie Stuart zugespielt, der man sagt, er sei aus Monsieur de Nemours Kleidern gefallen, was sich später als Irrtum herausstellt. Marie Stuart kann den Brief, die ist natürlich neugierig, sie gibt ihn nicht einfach zurück, sondern sie will ihn erstmal lesen, aber sie kann ihn nicht in Ruhe lesen, weil der Hofstaat noch den Turnierplatz besichtigen geht. Dort lässt der abenteuerlustige König noch einige nicht zugerittene Pferde holen, die er mit den mutigsten seines Gefolges besteigt. Das Pferd des Königs und das von Nemours geraten aneinander
Um den König zu schützen, reißt Nemours sein Pferd zurück, prallt mit dem Pferd gegen einen Pfeiler und stürzt fast. Er ist vollkommen benommen. Man fürchtet, er sei ernsthaft verletzt. Und, wie es heißt, Madame de Clèves le crut encore plus blessé que les autres. Madame de Clèves glaubte ihn noch stärker verletzt als die anderen, wie die Erzählerin auf raffiniert lakonische Weise die liebende Anteilnahme Madame de Clèves ausdrückt. Ihre Gesichtszüge entgleisen ihr vor Schreck einige Momente völlig, was in der allgemeinen Aufregung allerdings nur zwei Menschen wahrnehmen, die völlig auf sie fixiert sind, der Chevalier de Guise und nach einem Moment der Benommenheit der Duc de Nemours selbst. Zitat: Il, also le Duc de Nemours, connut sur son visage la pitié qu'elle avait de lui et il la regarda d'une sorte qui put lui faire juger combien il en était touché. Er las auf ihrem Gesicht die Sorge, die sie um ihn hatte, und er sah sie in einer Weise an, die ihr bewusst werden ließ, wie tief er davon berührt war. Das ist der erste Austausch eines liebenden Blicks zwischen den beiden. Dem Chevalier de Guise, der das mitbekommen hat, ist in diesem Moment klar, dass Madame de Clèves Nemours liebt. Er sagt es ihr und kündigt an, den Hof für immer verlassen zu wollen. Beim Abendempfang bei der Königin ist Nemours schon wieder wohlauf, strahlender denn je, und er geht nun in die Offensive gegenüber Madame de Clèves. Zitat: J'ai reçu aujourd'hui des marques de votre pitié, Madame, mais ce n'est pas de celles dont je suis le plus digne. Ich habe heute Zeichen eures Mitgefühls empfangen, Madame, aber es gäbe Zeichen, derer ich würdiger wäre. Sie sagt nichts, reagiert emotional aber so. Zitat: Celui était une grande douleur de voir qu'elle n'était plus maîtresse de cacher ses sentiments et de les avoir laissés paraître au chevalier de Guise. Elle en avait aussi, en, also douleur, grande douleur, beaucoup, que Monsieur de Nemours les connut, ses sentiments. Mais cette dernière douleur n'était pas si entière et elle était mêlée de quelque sorte de douceur. Es schmerzte sie sehr, dass sie nicht mehr imstande war, ihre Gefühle zu verbergen und dass der Chevalier de Guise sie durchschaut hatte. Es schmerzte sie auch sehr, dass Monsieur de Nemours ihre Gefühle nun kannte. Aber dieser Schmerz war geringer und gewissermaßen lustvoll. Sie weiß nun, dass er weiß, dass sie ihn liebt. Und dieses Bewusstsein drückt sich in einem gemischten Gefühl aus Schmerz und Lustempfinden aus. Im Folgenden kommt es für Madame de Clèves vorübergehend zu einer emotionalen Katastrophe, als Marie Stuart ihr den verlorenen Brief mitgibt und ihr sagt, der Brief sei an Monsieur de Nemours gerichtet und aus seiner Tasche gefallen und stamme wahrscheinlich von jener geheimnisvollen Unbekannten, die er seit Monaten liebt. Madame de Clèves solle, sagt sie, Marie Stuart, solle spätabends zu Marie Stuart kommen und dann könnten sie über den Brief reden. Warum Marie Stuart zuerst ihr den Brief gibt, bevor sie ihn selbst gelesen hat, obwohl sie ungeheuer neugierig darauf ist, was drinsteht, bleibt unklar. Ob auch Marie Stuart etwas ahnt und sie auf die Probe stellen will, bleibt unausgesprochen. Vielleicht handelt es sich aber auch nur um eine Nachlässigkeit in der narrativen Konstruktion. Die Verwicklungen um diesen Brief werden in der Folge nicht nur für die Liebesgeschichte und die weitere Bewusstseinsanalyse von Madame de Clèves wichtig, sondern geben in der Art eines realistischen Romans zugleich ein Sittengemälde der Pariser Hoch- und Hofaristokratie unter Louis XIV mit all den oberflächlichen Ersatzinteressen ihrer funktionslos gewordenen Existenz. Madame de Clèves ist wie vom Donner gerührt. Étonné heißt, da hat damals noch den ursprünglichen ursprüngliche Bedeutung von Tonnerre, also vom Donner gerührt, und fährt mit dem Brief in ihren zitternden Händen bald nach Hause. Sie kann keinen klaren Gedanken fassen, verspürt nie gekannten emotionalen Schmerz. Nun wird im Roman der Brief abgedruckt, den sie liest. Er handelt von einem merkwürdigen Beispiel einer weiblichen Rache. Eine namentlich nicht genannte
schreibt einem namentlich nicht genannten, das haben wir schon öfters dieses Motiv gesehen, auch in der Komödie von Molière, also eine namentlich nicht genannte schreibt einem namentlich nicht genannten, mit dem sie ein Verhältnis hatte. Also das macht man natürlich, falls der Brief wegkommt, schreibt man nicht lieber so und so und deine so und so am Schluss, sondern der Brief kann ja unterwegs verloren gehen, wie jetzt in diesem Fall eben ja auch später noch verloren gehen. Und deswegen schreibt man nicht keine Namen. Das hatten wir in Le Misanthrope, solch einen Brief. Also eine namentlich nicht genannte schreibt einem namentlich nicht genannten, mit dem sie ein Verhältnis hatte. Sie erzählt ihm, was in den letzten Wochen aus ihrer Sicht zwischen beiden vorgefallen ist und was er durch ihre Raffinesse ganz falsch interpretiert hat. Sie hatte von seiner Untreue erfahren, wollte aber nicht einfach Schluss mit ihm machen oder vorwurfsvoll um seine Liebe flehen, sondern sie wollte einfach seine Liebe zurückgewinnen, bevor sie dann mit ihm Schluss macht. Zu diesem Zweck schrieb sie ihm eine Weile lauwarm bemühte Liebesbriefe, wie man das in der Endzeit einer Beziehung so tut. Und sie hatte Erfolg, er liebte sie von Neuem und stärker denn je und er verließ die andere. Im Triumph ihrer Rache beendet sie am Schluss dieses Briefes ihre Beziehung. Madame de Clèves, die diesen Brief natürlich auf Nemours bezieht, dass er an Nemours gerichtet sei, liest ihn mehrmals und ist am Boden zerstört. Jamais affliction n'a été si piquante et si vive. Il lui semblait que ce qui faisait l'aigreur de cette affliction était ce qui s'était passé dans cette journée et que si M. de Nemours n'avait point eu lieu de croire qu'elle l'aimait, elle ne se fût pas souciée qu'il en eût aimé une autre. Elle ne se serait pas souciée. Mais elle se trompait elle-même. Et ce mal qu'elle trouvait si insupportable était la jalousie, avec toutes les horreurs dont elle peut être accompagnée. Nie war ein Schmerz so brennend und intensiv. Ihr schien die Bitternis dieses Schmerzes rührte von den Geschehnissen des Tages her und dass die Liebe von Monsieur de Nemours zu einer anderen sie nicht bekümmert hätte, wenn er nicht Anlass gehabt hätte zu glauben, dass sie ihn liebe, nach diesem Unfall mit dem Pferd da. Aber sie täuschte sich selbst. Und das Übel, das sie so unerträglich fand, war die Eifersucht mit all ihren Qualen. Sie hatte ja schon Eifersuchtsattacken gehabt, aber diese schlimmste von allen will sie zunächst nicht als solche erkennen. Sie muss nun annehmen, dass Nemours zur selben Zeit, als er ihr den Hof machte, eine oder sogar zwei weitere Verhältnisse hatte. In der Folge drehen sich ihre Gedanken immer wieder um die Tatsache, dass sie Nemours ihre Liebe gezeigt und er sich als dessen unwürdig erwiesen habe. Er habe sie nur aus Eitelkeit und Ehrgeiz in sich verliebt machen wollen. Wobei sie sich, wie die Erzählerin hier im Zitat auktorial hinzufügt, darin täuscht, wenn sie meint, es wäre ihr egal, dass Nemours eine andere liebt, wenn er jetzt nur nicht wüsste, dass sie ihn liebe. Und sie beneidet die Willensstärke der Briefschreiberin. Freilich wäre das alles nicht so schlimm, wenn sie ihm ihre Liebe nicht gezeigt hätte, denkt sie. Wieder drängt sich ihr der Gedanke auf, sie sollte ihren Mann in alles einweihen. Aber vielleicht würde das jetzt auch gar nicht mehr nötig sein, nächstes Zitat. Tout ce qui la consolait était de penser au moins qu'après cette connaissance, elle n'avait plus rien à craindre d'elle-même et qu'elle serait entièrement guérie de l'inclination qu'elle avait pour ce prince. Ihr einziger Trost war, dass sie nach dieser Erkenntnis wenigstens von sich selbst nichts mehr zu fürchten hatte und dass sie von ihrer Leidenschaft für den Prinzen vollständig geheilt würde. Im französischen Text ist zwar in der ersten Zeile das Verbum cogitandi penser eingefügt, das eigentlich in der erlebten Rede nicht vorkommen sollte. Ich übersetze es nicht, wie auch in der Reklamausgabe es nicht übersetzt wird, weil es im Deutschen so eleganter klingt, aber auch, weil das auf das Pensée folgende au moins ein Element der direkten Rede der Figurensprache ist, also erlebte Rede signalisiert, die man ungefähr so in den inneren Monolog übertragen könnte. Sagt sie sich, wenigstens wird mir das jetzt eine Lehre sein und ich bekomme mich wieder vollständig in den Griff.
Aber das wäre natürlich viel zu bewusst. So bewusst ist ihr das nicht, was sich in ihr abspielt. Und dabei ist das au moins ein Mittel der Autosuggestion, das verdrängen soll, dass sie ihre Eifersuchtsattacke nur noch mehr an Nemours ketten wird. Das vorsichtige qu'elle serait entièrement guérie, dass sie vollständig geheilt würde, zeigt an, dass es sich um Wunschdenken handelt. Sie vergisst mehr oder weniger absichtlich, mit dem Brief zu Marie Stuart zu gehen, tut die ganze Nacht kein Auge zu und liest wieder und wieder diesen Brief. Erst jetzt trägt die Erzählerin für den Leser, nicht für Madame de Clèves noch, nach, dass der Brief nicht an Nemours, sondern an ihren Onkel, den Vidame de Chartres, gerichtet ist, aus dessen Tasche er auch gefallen war. Für den Onkel ist die Angelegenheit höchst brisant und er eilt am nächsten Morgen zu seinem Freund Nemours, um ihn zu bitten, zu Marie Stuart zu gehen, die im Besitz seines Briefes sei, sich bei ihr selbst als Empfänger des Briefes auszugeben. Also er bittet seinen Freund Nemours, dass er zu Marie Stuart geht, sich selbst, Nemours, als Empfänger des Briefes auszugeben, was man ja sowieso schon vermutet, und den Brief zurückzufordern. Daran hat Nemours natürlich überhaupt kein Interesse, weil er um sein gerade erst richtig aufblühendes Verhältnis zu Madame de Clèves fürchtet, wenn bestätigt wird, dass der Brief an ihn gerichtet sei. Er erfährt auch erst bei dieser Gelegenheit von den dementsprechenden Gerüchten, dass man annimmt schon am Hof, bei Hofe, dass der Brief an ihn gerichtet sei. Nun erzählt ihm der Onkel von Madame de Clèves, warum dies alles eine Sache auf Leben und Tod für ihn sein kann. Er hat ein sehr enges Vertrauensverhältnis mit der Königin Catherine de Médicis, also die Frau des Königs Henri II. Wie eng dieses Verhältnis ist, ist nicht ganz klar. Er sagt an einer Stelle nur, dass seine Gefühle für sie nicht so seien, dass da nicht noch Platz für eine andere Beziehung wäre. Die Königin hatte ihm vor Beginn dieses Verhältnisses aber sehr deutlich gemacht, dass sie keine anderen Liebesverhältnisse seinerseits dulden würde, weil sie sich am Hofe durch die Maitresse des Königs, durch Marie Stuart und überhaupt als Italienerin, Catherine de Médicis, relativ isoliert fühle und ihm alle ihre Frustrationen und Sorgen anvertrauen wolle. Also sie braucht einen Vertrauten eigentlich, weil sie keinem anderen vertrauen kann. Und wenn er eine andere Geliebte hätte, müsste sie fürchten, dass er dieser Dinge weitererzählen würde, die sie ihm anvertrauen möchte. Die Königin ist bekannt für ihr Misstrauen und ihre Rachsucht. Da werden dann Stereotypen von Italienern eingefügt. Die Situation ist also hochgefährlich für den Onkel. Hinzu kommt, dass dieser Onkel nach dem im Brief dokumentierten, schon einige Wochen zurückliegenden Scheitern seiner Beziehung sich schon mit einer neuen Frau tröstet und fürchten muss, dass Marie Stuart den Brief seiner neuen Geliebten, mit der sie befreundet ist, zeigen könnte. Seine neue Geliebte könnte den Brief erst kürzlich geschrieben halten und denke, er habe parallel zu ihr zwei weitere Geliebte gehabt. Nemours lässt sich umstimmen, als der Onkel ihm einen anderen Brief von einer Freundin der Briefschreiberin überlässt, aus dem klar hervorgeht, wer die Schreiberin und der Adressat des verlorenen Briefes sind. Nemours könne diesen anderen Brief seiner Geliebten zeigen, um deren Misstrauen zu zerstreuen. Nemours eilt aber als erstes nicht zu Marie Stuart, wo der Onkel den Brief noch vermutet und er ihn da ja holen soll, sondern Nemours eilt zu Madame de Clèves, um bei ihr eventuelle Verdachtsmomente gegen ihn zu entkräften. Und damit liegt er ja auch richtig. Sie empfängt ihn nicht und gibt eine Krankheit vor. Nemours lässt sich bei ihrem Mann melden, erzählt ihm die Geschichte des Onkels von Madame de Clèves, an den der Brief ja gerichtet war. Monsieur de Clèves sieht sofort ein, dass die Sache ernst und wichtig ist und geht mit ihm ins Zimmer von Madame de Clèves. Monsieur de Clèves hat einen Termin bei Hofe und muss aufbrechen. Jetzt sind die beiden Liebenden allein. Wir befinden uns in der Mitte des Romans oder des Dramas. Es wird einer der beiden Höhepunkte ihrer Liebesbeziehung, jeweils ohne körperliche Erfüllung, aber in emotionaler Hinsicht. Nemours bittet sie, den Brief, von dem sie wahrscheinlich schon wüsste, von Marie Stuart zurückzufordern,
da er an ihren Onkel gerichtet und für diesen sehr wichtig sei. Madame de Clèves, der Marie Stuart ja gesagt hat, der Brief sei an Nemours adressiert, muss glauben, Nemours bediene sich jetzt des umgekehrten Tricks, um den ihn der Onkel gebeten hat, nämlich, dass er den Onkel als Briefschreiber ausgibt und dessen Nichte losschickt, um wieder in den Besitz des Briefs zu kommen. Sie sagt Nemours in ziemlich unfreundlichem Ton, er solle doch selbst zu Marie Stuart gehen und sie um den Brief bitten. Dieser sei sowieso an ihn gerichtet, Nemours. Nemours freut sich innerlich über die Unfreundlichkeit, die ihm ein Zeichen von Eifersucht zu sein scheint, beeilt sich aber dann, ihr zu erklären, warum der Brief so wichtig für ihren Onkel sei. Sie hört ihn ungnädig an, bis er ihr jenen anderen Brief zeigt und vorliest, der beweist, dass der inkriminierte Brief tatsächlich an ihren Onkel gerichtet war. Sie bleibt misstrauisch, liest den anderen Brief selbst und lässt sich schließlich überzeugen. Nun ist das Eis gebrochen. Madame de Clèves sagt Nemours, dass sie selbst den Brief habe. Sie kommen überein, dass der Brief auf keinen Fall an Marie Stuart zurückgegeben werden dürfe, die eine Art Kommunikationszentrum des innersten Zirkels des Hofes ist, selbst wenn sie nicht besonders gut mit ihrer Schwiegermutter, der Königin Catherine de Médicis, steht. Vor allem aber dürfe der Brief nicht zurückgegeben werden, weil Marie Stuart mit der neuen Geliebten des Onkels befreundet ist. In diesem Moment wird gemeldet, dass Marie Stuart Madame de Clèves dringend zu sehen wünscht. Nemours verlässt sie mit dem Brief. Sie eilt zu Marie Stuart, die ihr erzählt, dass die Königin von dem Brief gehört habe, dass sie vermute, er sei an den Onkel von Madame de Clèves gerichtet und ihn unbedingt zu lesen wünsche. Marie Stuart habe ihr natürlich nicht gesagt, dass sie den Brief an Madame de Clèves weitergegeben habe, die Nichte des Vertrauten oder Geliebten der Königin, gegen den sich der Verdacht der Königin ja richtet. Unter einem Vorwand hat Marie Stuart Zeit gewonnen, nun benötige sie aber schnellstens den Brief, um ihn an die Königin weiterzuleiten. Madame de Clèves lügt, sie habe den Brief ihrem Mann zu lesen gegeben und dieser habe ihn auf dessen dringende Bitten dem Duc de Nemours ausgehändigt. Marie Stuart entgegnet, sie sei jetzt in einer sehr schwierigen Lage, da die Königin nun denken werde, sie gebe ihr den Brief nicht, weil sie selbst etwas mit dem Onkel habe oder hatte. Madame de Clèves sagt, sie könne nichts dafür, es sei die Schuld ihres Mannes. Marie Stuart antwortet, il n'y a que vous de femme au monde qui fasse confidence à son mari de toutes les choses qu'elle sait. Ihr seid aber auch wirklich die einzige Frau auf der Welt, die ihrem Mann alle Dinge anvertraut, von denen sie weiß. Dies ist eine weitere Vorausdeutung auf das, was im vierten Akt geschehen wird. Nun verlangt Marie Stuart von Madame de Clèves, dass sie den Brief aus dem Gedächtnis neu schreibe oder schreiben lasse. Diese sagt umso lieber zu, als ihr dies einen Vorwand bietet, um Nemours zu bitten, noch einmal mit dem Brief zu ihr zu kommen, damit sie ihn kopieren könne. Wieder zu Hause erzählt sie ihrem Mann alles, der lässt Nemours holen, dieser hat aber den Brief schon dem Onkel von Madame de Clèves zurückgegeben, der ihn sogleich an die Schreiberin des Briefes weitergeleitet hat, die ihn darum gebeten hatte. Und so beschließen sie, den Brief tatsächlich aus dem Gedächtnis neu zu schreiben. Die beiden Liebenden ziehen sich in ein Schreibzimmer zurück. Es wird Befehl gegeben, dass niemand sie stören darf. Zitat: Cet air de mystère et de confidence n'était pas d'un médiocre charme pour ce prince et même pour Madame de Clèves. La présence de son mari, also nicht im Zimmer, aber im Hause, et les intérêts du Vidame de Chartres, ihrem Onkel, la rassuraient en quelque sorte sur ses scrupules. Elle ne sentait que le plaisir de voir Monsieur de Nemours. Elle en avait une joie pure et sans mélange qu'elle n'avait jamais sentie. Diese Aura des Geheimnisvollen und Vertrauten war von nicht geringem Zauber für diesen Prinzen und auch für Madame de Clèves. Die Anwesenheit ihres Mannes und das Interesse des Vidame de Chartres zerstreuten in gewisser Weise ihre Bedenken. Sie empfand nur die Freude, Monsieur de Nemours zu sehen. Ein reines, ungemischtes Glück, das sie nie gefühlt hatte. Dies sind die schönsten Momente im Leben der Princesse de Clèves. Moralische Bedenken verdrängt sie, da ihr Mann im Hause ist,
und es um das Interesse ihres Onkels des Vidame de Chartres geht. Sie brauchen die beiden den ganzen Nachmittag, um den Brief zu schreiben, die beiden Liebenden. Sie unterhalten sich über alles und nichts. Er steckt sie mit seinem Esprit an, macht ihr Komplimente, sie lässt es geschehen und wird immer heiterer dabei. Sie vergessen den Onkel, die Königin, Marie Stuart, die ganze Welt. Leider behandelt die Erzählerin diese Momente des Glücks fast genauso summarisch, wie ich sie hier resümiere. Glück lässt sich vielleicht nicht darstellen. Das Glück äußert sich am Schluss nur indirekt darin, dass der Brief so schlecht gemacht ist, dass er seinen Zweck nicht erfüllt, den Verdacht vom Onkel wegzulenken, und dieser bei der Königin in Ungnade fällt. Wir kommen zum vierten Akt. Das belauschte Verständnis ist das überschrieben, und man kann vor lauter Aufrichtigkeit der mauvaise foi verfallen. Das ist ein indirektes Sartre-Zitat. Nachdem der nachgeahmte Brief abgesendet ist, gehen Monsieur de Clèves und Monsieur de Nemours. Madame de Clèves bleibt allein zurück und reflektiert. Zitat: Madame de Clèves revint comme d'un songe. Elle regarda avec étonnement la prodigieuse différence de l'état où elle était le soir d'avec celui où elle se trouvait alors. Quel calme, kursiv, habe ich die erlebte Rede wieder gesetzt. Quel calme et quelle douceur avait succédé à cette aigreur. Quand elle pensait qu'elle s'était reprochée comme un crime le jour précédent de lui avoir donné des marques de sensibilité, que la seule compassion pouvait avoir fait naître, elle ne se reconnaissait plus elle-même. Madame de Clèves erwachte wie aus einem Traum. Sie sah erschüttert, welch ungeheure Wandlung seit dem gestrigen Abend, als sie den Brief las und dachte, er wäre an Nemours gerichtet, welch ungeheure Wandlung seit dem gestrigen Abend in ihr vorgegangen war, welch süße Ruhe war dieser Bitternis gefolgt. Wenn sie daran dachte, dass sie sich noch tags zuvor regelrecht als Verbrechen vorgeworfen hatte, Nemours Gefühle gezeigt zu haben, die von bloßem Mitleid herrühren konnten, erkannte sie sich selbst nicht wieder. Anders als 200 oder 300 Jahre später Emma Bovary richtet sich Madame de Clèves nicht in ihrem Doppelleben ein. Sie versucht, ihre emotionale Verfassung reflexiv aufzuarbeiten und auf rationalem Wege wieder Herrin im Hause ihres eigenen Ichs zu werden, was ihr auch gelingen und ihr immerhin ein weniger schlimmes Ende als Emma bescheren wird. Die Passage in erlebter Rede, die ich kursiviert habe, gibt ihren positiven, euphorischen Stimmungsumschwung im Laufe dieses Tages wieder. Der Stimmungsumschwung, der sie jetzt im Nachhinein emotional völlig erschüttert, indem sie sich nicht wiedererkennt und den sie nun zu begreifen versucht. Völlig ehrlich gegenüber sich selbst ist sie aber immer noch nicht, wenn sie im Satz nach der Kursivierung meint, sie habe sich tags zuvor ihre heftige, auch mimische Anteilnahme an Nemours Reitunfall regelrecht als Verbrechen vorgeworfen. Dort an der Stelle mit dem Reitunfall hatte es nämlich geheißen, dass sie es zwar schmerzte, Nemours auf diese Weise ihre Liebe gezeigt zu haben, dass dieser Schmerz aber gewissermaßen lustvoll gewesen sei. Im Folgenden macht sie sich klar, dass sie und Nemours nun nicht nur von ihrer wechselseitigen Liebe wissen, sondern sie sich durch die in trauter Zweisamkeit verbrachten Stunden auch indirekt gestanden haben. Sie wirft sich vor, dass sie schon durch dieses indirekte Liebesgeständnis Monsieur de Clèves betrogen habe und empfindet Scham vor ihrem Gatten, der nichtsahnend von ihnen beiden instrumentalisiert wurde, aber auch Scham vor Nemours, dass sie mit ihm dieses für ihren Gatten unwürdige Spiel quasi unter dessen Augen spielte. Aber, das nächste Zitat, mais ce qu'elle pouvait moins supporter que tout le reste était le souvenir de l'état où elle avait passé la nuit. Aber noch unerträglicher als alles andere war ihr die Erinnerung an ihre Verfassung in der vergangenen Nacht. Vor die positive Stimmung des Tages hat sich wieder die schmerzvolle Erinnerung an die in rasender Eifersucht verbrachte vorige Nacht geschoben,
die sich ihr so eingebrannt hat, dass sie so etwas auf keinen Fall noch einmal erleben möchte. Sie erinnert sich an den Ruf Nemours als Frauenheld und, Zitat, elle trouva qu'il était presque impossible qu'elle pût être contente de passion, de sa passion. Sie hielt es fast für unmöglich, dass seine Leidenschaft dauerhaft sein könnte, etwas frei übersetzt. Das presque in diesem Satz, fast, bietet wie an anderer Stelle er das quasi, wieder eine kleine semantische Abtönung, lässt einen vagen Hoffnungsschimmer, aber gleich darauf fragt sie sich im inneren Monolog 7-mal, ob sie das fast Unmögliche überhaupt wollen könne, wöge, willig, ob sie sich auf ein Liebesverhältnis einlassen, ob sie ihrem Mann und sich selbst untreu werden und ob sie sich den Gefahren der Eifersucht aussetzen wolle. Diese Fragen sind keine rhetorischen Fragen, sie stellt sie sich dieses Mal in bewusster Selbstreflexivität und verneint sie, ist sich zugleich aber ihrer Willensschwäche bewusst. Sie beschließt, Monsieur de Nemours wieder zu meiden und sich aufs Land zurückzuziehen. Und sollte sich ihr Mann dagegen aussprechen, sagt sie sich zum wiederholten Male, könnte sie sich gezwungen sehen, ihm die wahren Gründe zu nennen. Da noch einige Tage vergehen werden, bevor der gesamte Hof sich zu den beiden Hochzeiten und zum großen Turnier versammeln wird, erlaubt ihr Mann ihr, sich auf ihren Landsitz in Coulommiers, eine Tagesreise von Paris mit der Kutsche, zurückzuziehen, während er mit dem Hof nach Compiègne zieht. Es folgt jetzt ein scharfer, unvermittelter Perspektivenschwenk in die emotionale Verfassung von Monsieur de Nemours, der ungeduldig auf die nächsten Gelegenheiten wartet, seine Liebesbeziehung zu Madame de Clèves auszubauen. Nemours muss ebenfalls mit dem Hof nach Compiègne reisen, besucht aber nach der Rückkehr des Hofes nach Paris seine Schwester, die ganz in der Nähe von Coulommiers, dem Landsitz der Clèves, selbst einen Landsitz hat. Scheinbar zufällig verirrt der Duc de Nemours sich bei der Jagd und lässt sich den Weg zum Landsitz der Clèves zeigen. Er kommt an einem Gartenhaus auf dem Grundstück an, tritt ein, doch in diesem Moment sieht er Monsieur et Madame de Clèves mit ihrem Gefolge die Allee vom Herrschaftshaus zum Gartenhaus herunterkommen. Er hatte gar nicht daran gedacht, dass auch Monsieur de Clèves nach der Rückkehr des Hofes hierher kommen könnte. Schnell verbirgt er sich in einem kleinen Raum des Gartenhauses, um es auf der anderen Seite zu verlassen. Aber als sich das Ehepaar vor dem Gartenhaus niedersetzt, kann er der Neugier nicht widerstehen, ihrer Unterhaltung zuzuhören. Monsieur de Clèves fragt seine Frau, warum sie unbedingt auf dem Land bleiben und nicht mit ihm nach Paris kommen wolle. Er habe den Eindruck, es bedrücke sie etwas. Zunächst lügt sie. Zitat, je n'ai rien de fâcheux dans l'esprit. Ich habe nichts. Und sie fährt fort, die ständigen Repräsentationspflichten am Hofe und in ihrem Salon hätten sie ermüdet und sie sehne sich nach Ruhe. Er entgegnet, Ruhe sei nichts für eine junge Dame ihres Alters. Sie mache auch keineswegs den Eindruck, überlastet zu sein. Er müsse eher vermuten, sie möchte gern von ihm getrennt leben. Energisch dementiert sie. Sie würde liebend gern mit ihm zusammen auf dem Land leben, aber eben nicht in Paris. Monsieur de Clèves wird langsam ungehalten. Sein Ton wird lauter und er fordert sie auf, ihm ihre wirklichen Gründe zu nennen. Das geht so eine Weile hin und her, bis es aus ihr herausbricht. Ich lese jetzt noch die berühmte Geständnisszene, die ich dann nächstes Mal genauer analysieren werde und das folgende. Also das nächste Zitat. Eh bien, monsieur, lui répondit-elle, en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari. Mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donne la force. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour et que je veux éviter les périls qui se trouvent où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour ou si j'avais encore Madame de Chartres pour aider à me conduire.
Quelque dangereux que soit le parti que je prends, je le prends avec joie pour me conserver digne d'être à vous. Je vous demande mille pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent, du moins, je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi et aimez-moi encore si vous pouvez. Meine Damen und Herren, ich habe in den letzten beiden Vorlesungen die traurige Geschichte der Prinzess de Clèves erzählt und analysiert. Den historischen Hintergrund vernachlässige ich jetzt. Sie erinnern sich, dass Madame de Lafayette die Handlung Mitte des 16. Jahrhunderts spielen lässt. Die geschilderten gesellschaftlichen und Bewusstseinsverhältnisse stellen aber in fiktiver Weise Zeitgenossen von Madame de Lafayette selbst dar. Wir sahen, wie die zukünftige Prinzesse de Clèves knapp 16-jährig als Mademoiselle de Chartres, Alleinerbin aus höchstem französischem Adel, mit ihrer Mutter an den Königshof in Paris kommt, wo die Mutter eine angemessene Heiratspartie für ihre Tochter sucht. Wie sie dann nach allerlei Intrigen und Geschachere den Prince de Clèves heiraten muss, der ihr nicht unsympathisch ist, zu dem sie aber keinerlei besondere Zuneigung empfindet. Was Liebe sein kann, weiß sie da noch gar nicht. Wir wurden dann Zeugen ihrer Bewusstseinsbildung, die einhergeht mit der aufkeimenden Liebe zu dem Frauenhelden, dem bestaussehenden, bestangezogenen, geistreichsten, sportlichsten, brillantesten jungen Mann am Hofe, dem Duc de Nemours, der ihretwegen all seine anderen Liebschaften beendet und ihr unauffällig, aber für sie durchaus spürbar den Hof macht. Hervorzuheben war dabei immer wieder die narrative Raffinesse, mit der die Erzählerin halbbewusste und unbewusste Schichten der Psyche der Madame de Clèves darzustellen weiß und wie diese Madame oder Princesse de Clèves nun überhaupt erst eine komplexe Psyche entwickelt. Madame de Clèves kämpft gegen ihre Liebe an. Sie will ihre Mutter und ihren Gatten nicht enttäuschen, aber die Erzählerin schilderte nun auch Verdrängungen, Unaufrichtigkeiten gegenüber sich selbst und anderen, die sie aber selbst gar nicht bewusst wahrnimmt. Als narratives Mittel haben wir dabei vor allem die erlebte Rede analysiert, die Madame de Lafayette als erste systematisch einsetzt. Als die Mutter von Madame de Clèves dann stirbt, ist sie völlig auf sich allein gestellt in ihrem Kampf gegen ihre immer unbezwingbarer werdende Leidenschaft. Sie versucht, den Duc de Nemours zu meiden, muss aber vor allem auch wegen ihres Mannes gesellschaftliche Verpflichtungen am Hofe und in ihrem Salon wahrnehmen. Wir haben dann die Szene des Porträts analysiert, in der Nemours ein Porträt von ihr stiehlt, wobei sie beide annehmen müssen, dass sie die Tat beobachtet hat. Oder der Reitunfall des Duc de Nemours, nachdem sich ihre liebenden Blicke zum ersten Mal kreuzen. Dann die Episode mit dem verlorenen Brief, der Madame de Clèves eine schlaflose Nacht in rasender Eifersucht beschert, bevor am Tag darauf ihre glücklichsten Stunden folgen, in denen sie von der Unschuld Nemours dann endlich wieder überzeugt, mit ihm in trauter Zweisamkeit versucht, den Brief neu zu schreiben. Wir waren dann stehen geblieben bei der berühmten, von Nemours belauschten Geständnisszene, in der Madame de Clèves mehr oder weniger eindeutig ihrem Mann gesteht, dass sie einen anderen liebt. Ich lese noch einmal die deutsche Übersetzung dieses Geständnisses. Nun denn, mein Gatte, antwortete sie ihm und warf sich ihm zu Füßen, ich will euch ein Geständnis machen, das noch nie eine Frau ihrem Mann gemacht hat. Doch die Unschuld meines Verhaltens und meiner Absichten gibt mir die Kraft dazu. Es ist wahr, dass ich gute Gründe habe, mich vom Hofe fernzuhalten und dass ich Gefahren meiden möchte, denen junge Frauen meines Alters manchmal ausgesetzt sind. Ich habe nie das geringste Zeichen der Schwäche gezeigt und ich würde auch nicht fürchten, in Zukunft solche Zeichen der Schwäche zu zeigen, wenn ihr mir die Freiheit gewähren wolltet, mich vom Hofe zurückzuziehen oder wenn ich noch Madame de Chartres hätte, ihre Mutter, die helfen könnte, mich zu leiten. So gefährlich meine Entscheidung auch sein mag, ich treffe sie freudig, um eurer würdig zu bleiben. Ich bitte euch tausendmal um Verzeihung, wenn ich Gefühle hege, die euch missfallen müssen. Wenigstens werde ich euch niemals durch meine Handlungen missfallen. Bedenkt, um so zu handeln wie ich hier, muss eine Frau mehr Freundschaft und Wertschätzung für ihren Mann haben
als es je eine Frau gehabt hat. Leitet mich, habt Mitleid mit mir und liebt mich, wenn ihr noch könnt. Ich gebe deshalb die Passage des Aveu-Geständnisses von Madame de Clèves gegenüber ihrem Gatten in voller Länge wieder, weil es das Geständnis den Höhepunkt und Umschlagspunkt, die Peripetie des Romans oder des Dramas, das dieser Roman ja auch ist, darstellt. Es ist ein indirektes, aber eindeutiges Geständnis, allein schon dadurch, dass sie zu Beginn des Zitats das Schlüsselwort Aveu gebraucht. Ansonsten spricht sie nur noch davon, Gefahren meiden zu wollen und von Gefühlen, die ihrem Mann missfallen müssten. Am deutlichsten wird sie in der Mitte des Zitats, wenn sie sagt, sie habe nie Zeichen der Schwäche gezeigt, was im Übrigen nicht stimmt, dann aber in sehr verklausulierter Form hinzufügt, sie könne dafür in Zukunft nicht mehr garantieren, wenn sie an den Hof zurückkehren müsse. Ansonsten überwiegen Beteuerungen der Unschuld ihrer Absichten und Taten, Betonung ihrer Stärke, ihres Mutes, ihrer Würde und der Einzigartigkeit dieses Geständnisses, sowie Appelle an das Mitleid und die Liebe ihres Mannes. Ein wenig erinnert ihre Rede schon an Jean-Paul Sartres Satz: On peut devenir de mauvaise foi à force d'être sincère. La sincérité totale est un effort pour se désolidariser de soi. Das berühmte Mauvaise foi Kapitel in Sartres Lettre Le Néant, das ist sehr gut lesbar, auch wenn man die anderen philosophischen Teile dieses Werks teilweise etwas schwer verdaulich sind. Man kann vor lauter Aufrichtigkeit der Mauvaise foi verfallen. Die totale Aufrichtigkeit ist das Bemühen, sich von sich selbst zu distanzieren. Ihr Geständnis wird zu einer Art Ersatzhandlung. Es wird zur heroischen Tat stilisiert, das den Inhalt des Gestandenen in den Hintergrund treten lässt und abschwächt. In gewisser Weise distanziert sich Madame de Clèves von ihrer eigenen Verantwortung für ihr Tun und wälzt diese Verantwortung auf ihren Mann ab, der die gleiche Funktion, sie zu leiten, conduire, übernehmen soll, die früher ihre Mutter ausübte. Damit möchte ich keineswegs eine moralische Verurteilung von Madame de Clèves aussprechen. Die partielle Flucht vor ihrer eigenen Verantwortung ist für sie der einzige Ausweg, da sie fürchtet, ihrem Verlangen nach Nemours nicht mehr lange widerstehen zu können, da ein Wechsel des Lebenspartners zur damaligen Zeit noch so gut wie ausgeschlossen war, da ihr Geliebter ihr außerdem nicht vertrauenswürdig genug für eine dauerhafte Bindung erscheint und sie aber auch keine heimliche Beziehung mit ihm führen möchte. Doch sie rechnet nicht damit hier, dass sie ihren Mann mit ihrem Geständnis völlig überfordert. Monsieur de Clèves ist am Boden zerstört. Er hat sich seinerzeit schwer getäuscht, als er einem Freund sagte, wir haben es gehört, im Falle solch eines Geständnisses seiner Geliebten oder Gattin würde er mit Verständnis und Gelassenheit reagieren. Er drückt hier zwar dann im Folgenden Hochachtung für die Handlungsweise seiner Frau aus, wird aber bis zu seinem frühen Tod nicht damit fertig werden. Er hört nicht auf, danach zu fragen, wer dieser Mann denn sei, seit wann sie ihn liebe, wie dieser Mann das erreicht habe, was ihm als leidenschaftlich liebendem Gatten verwehrt geblieben sei. Madame de Clèves antwortet selbstbewusst. Vous m'empresseriez inutilement, répliqua-t-elle. J'ai de la force pour taire ce que je crois ne pas devoir dire. L'aveu que je vous ai fait n'a pas été par faiblesse. Et il faut plus de courage pour avouer cette vérité que pour entreprendre de la cacher. Ihr drängt mich vergeblich, entgegnete sie. Ich habe die Kraft zu verschweigen, was ich glaube, nicht sagen zu sollen. Mein Geständnis entsprang nicht der Schwäche. Es bedarf mehr Mut, um diese Wahrheit zu bekennen, als zu versuchen, sie zu verbergen. Fast wirkt sie stolz auf ihr Geständnis, womit sie wieder partiell von seinem Inhalt ablenkt. Sie hat sich von einer Last befreit, indem sie diese Last ihrem Mann aufgebürdet hat. Hier folgt ein scharfer Perspektivenschnitt zum heimlichen Zuhörer Nemours. Er ist zunächst fast genauso erschüttert wie Monsieur de Clèves, weil er sich nicht vorstellen kann, dass seine bisher ja nur Liebelei mit Madame de Clèves zu solch einem Geständnis führen könnte. Er denkt, ein anderer müsse der Glückliche sein. Inzwischen fährt Monsieur de Clèves fort mit seinen bohrenden Fragen und Madame de Clèves antwortet wieder sehr selbstbewusst
und auch nicht ganz wahrheitsgetreu im nächsten Zitat. Il me semble que vous devez être content de ma sincérité. Ne m'en demandez pas davantage et ne me donnez point lieu de me repentir de ce que je viens de faire. Contentez-vous de l'assurance que je vous donne encore qu'aucune de mes actions n'a fait paraître mes sentiments et qu'on ne m'a jamais rien dit dont j'ai pu m'offenser. Ich glaube, ihr solltet euch mit meiner Aufrichtigkeit zufrieden geben, fragt nicht weiter und gebt mir keinen Grund zu bereuen, was ich tat. Gebt euch mit meiner erneuten Versicherung zufrieden, dass keine meiner Handlungen meine Gefühle offenbart hat und dass man mir nie irgendetwas gesagt hat, das mich hätte kränken müssen. Mehr oder weniger droht sie hier ihrem Mann an, sie könnte ihr Geständnis bereuen, wenn er jetzt nicht Ruhe gäbe. Als ob sie mit ihrem Mann mit ihrem Geständnis einen Gefallen tun wollte. In der zweiten Hälfte des Zitates scheint sie schon verdrängt zu haben, dass sie sehr wohl Nemours ansatzweise ihre Gefühle offenbart hat und dass dieser ihr auch Dinge gesagt hat, die sie hätte zurückweisen müssen. Ihr Mann glaubt ihr auch nicht, kommt nun auf die Szene mit ihrem kleinen Porträt zu sprechen und wirft ihr vor, es sicherlich selbst ihrem Geliebten gegeben zu haben. Nun wird Madame de Clèves zum ersten Mal laut. Wir werden Zeugen des ersten einer Reihe von Ehestreiten. Sie besteht darauf, ihm außer dem Namen ihres Verehrers nichts, aber auch gar nichts verschwiegen zu haben. Sie hebt den großen Preis hervor, den sie mit ihrem Geständnis zahle, streitet den Vorwurf ihres Mannes hinsichtlich des Porträts zu Recht ab, gibt aber zu, gesehen zu haben, wie es weggenommen wurde und erklärt die schwierige Situation, in der sie sich damals befand und die sie zuletzt schweigen ließ. Monsieur de Clèves fragt noch einmal nach, woran sie die Leidenschaft ihres Verehrers für sie erkannt habe. Sie bittet ihn, ihr die Details zu ersparen, die sie beschämten und die ihr, das sagt sie in aller Klarheit, nur allzu sehr ihre Schwäche haben bewusst werden lassen. Les Details qui ne m'ont que trop persuadé de ma faiblesse. Monsieur de Clèves gibt nun erst einmal auf, er nennt sich sogar injust, er wird dringend zum König gerufen, er bittet seine Frau, ihm am nächsten Tag zu folgen und versichert sie seiner fortdauernden Liebe und Hochschätzung. Wieder allein reflektiert sie über ihr Geständnis. Sie ist zutiefst erschrocken und kann kaum glauben, was sie getan hat. Elle se demandait pourquoi elle avait fait une chose si hasardeuse et elle trouvait qu'elle s'y était engagée sans en avoir presque eu le dessein. Sie fragte sich, warum sie solch ein Wagnis eingegangen sei und sie fand, dass sie sich, fast ohne es zu wollen, darauf eingelassen hatte. Die Zeitform des Imperfekts signalisiert die Dauer, in der sie sich immer wieder nach ihren eigenen Motiven fragt. Wie schon im Anschluss an den Nachmittag des glücklichen Beisammenseins mit Nemours, analysiert nicht die Erzählerin, sondern sie lässt Madame de Clèves in personaler Erzählsituation sich und die Motive für ihr Geständnis selbst analysieren. Sie merkt, wie schwierig es ist, die Motive einer bzw. ihrer Handlung zu erforschen. Sie distanziert sich nicht von ihrem Tun, sieht aber, und wieder gebraucht der Erzähler das abdämpfende Preske, sie sieht, dass der eigene bewusste Wille daran fast keinen Anteil hatte. Zuletzt bereut sie es nicht, sie sieht darin das einzige Mittel, sich gegen ihre Neigung für Nemours zu wappnen. Und auch dies wieder leicht von Mauvaisefoy gefärbt, im nächsten Zitat. Elle trouva même de la douceur à avoir donné ce témoignage de fidélité à un mari qui le méritait si bien. Sie fand sogar Trost bei dem Gedanken, dieses Zeugnis ihrer Treue einem Gatten erwiesen zu haben, der es so sehr verdiente. Als ob sie ihr Geständnis nicht in erster Linie um ihrer selbst willen abgelegt hätte. Die Perspektive wechselt zu Nemours, der sich inzwischen auf dem Rückweg zu seiner Schwester befindet. Was das Ehepaar gerade noch über das Porträt gesagt hat, lässt ihn sicher sein, dass er der Glückliche ist, den Madame de Clèves liebt. Er empfindet Stolz darüber, von einer Frau geliebt zu werden, die so ganz anders ist als all die anderen, die er geliebt hatte. Zugleich muss er aber befürchten, dass jemand wie sie,
die zu solch einem extremen Mittel greift, um sich gegen ihre Liebe zu wehren, wahrscheinlich auch stark bleiben werde, zumal der Gatte jetzt gewarnt ist. Am nächsten Tag fährt er mit dem Onkel von Madame de Clèves, mit dem er befreundet ist, nach Paris zurück. Und er ist so fixiert auf das belauschte Geständnis, dass er dem Onkel davon erzählt. Allerdings schreibt er die Geschichte einem seiner Freunde zu, den er nicht nennen will. Der Onkel vermutet aber, dass es Nemours eigene Geschichte sein könnte. Nun versetzt uns die Erzählerin in die Perspektive von Monsieur de Clèves. Also Nemours hat überhaupt keine Namen genannt. Er hat nur das Geständnis erzählt, ohne Namen zu nennen, wer wem was gesteht und über wen. Nun versetzt uns die Erzählerin in die Perspektive von Monsieur de Clèves, der auf dem Weg zum König ist. Zitat, was ich hier nicht einblende, Le cœur pénétré d'une douleur mortelle, das Herz von tödlichem Schmerz erfüllt. Dass er tatsächlich bald an Herzeleid sterben wird, kündigt sich hier an. All seine Gedanken kreisen um die Frage, wer sein Rivale sei. Er ist sich sicher, es müsse einer von dreien sein, der Duc de Nemours, der Chevalier de Guise oder der Maréchal de Saint-André. Der König eröffnet ihm dann, dass er ihm und seiner Frau die große Ehre zugedacht habe, seine Tochter nach der Stellvertreterheirat mit dem Herzog von Alba an den spanischen Hof zu geleiten. Obwohl bis dahin noch einige Zeit vergehen wird, schreibt Monsieur de Clèves seiner Frau und befiehlt ihr sofort nach Paris zu kommen. Als sie sich wiedersehen, ils se trouvèrent tous deux dans une tristesse extraordinaire, erfüllte sie beide eine maßlose Traurigkeit. Er sagt ihr, welche Männer er im Verdacht habe, sie weicht aus und bittet ihn, ihr zu ersparen, in Gesellschaft zu gehen. Er befiehlt es ihr ganz im Gegenteil. Sie verhält sich so zurückhaltend gegenüber Nemours, dass dieser schon quasi fast denkt, er habe das mit dem Geständnis nur geträumt. Allerdings strahlt Madame de Clèves eine große Traurigkeit aus, wenn sie auch versucht, diese zu verbergen. Und dies lässt den Duc de Nemours dann doch auch wieder hoffen. Monsieur de Clèves wendet jetzt einen Trick an, um herauszubekommen, wer der Liebende seiner Frau ist. Das Gerücht geht um, der König werde noch einen zweiten Würdenträger neben Monsieur de Clèves ernennen, um seine Tochter nach Spanien zu geleiten. Im Salon der Königin wird darüber gesprochen und jemand äußert die Vermutung, es könnte sich vielleicht um den Chevalier de Guise oder den Maréchal de Saint-André handeln. Zwei der drei Männer, die Monsieur de Clèves in Verdacht hat. Während die Namen genannt werden, beobachtet er seine Frau, die völlig gelassen bleibt. Jetzt konzentriert sich sein Verdacht auf Nemours. Er geht zum König, der nebenan weilt. Und als er zurückkommt, sagt er seiner Frau, Nemours sei jener zweite Würdenträger, der mit ihnen nach Spanien reisen werde. Ihr entgleiten die Gesichtszüge vor Entsetzen beim Gedanken, wochenlang ständig in Gegenwart von Nemours verbringen zu müssen. Ihr Mann sagt ihr, dass er diese Information erfunden habe, um endlich Gewissheit zu haben, und geht. Am Abend sucht Monsieur de Clèves seine Frau auf, entschuldigt sich für seine Lüge und sagt, er sei durch das, was er erfahren habe, gestraft genug. Bittet sie, standhaft zu bleiben und fügt hinzu, er sei ein Mann, der sie zärtlicher und leidenschaftlicher liebe als der, den ihr Herz ihm vorziehe. Un homme qui a pour vous une passion plus tendre et plus violente que celui que votre cœur lui préfère. Beide brechen bei diesen Worten in Tränen aus und umarmen sich. Zitat, ils demeurèrent quelque temps sans se rien dire et se séparèrent sans avoir la force de se parler. Sie verharrten eine Weile schweigend und trennten sich, ohne die Kraft zu finden, sich etwas zu sagen. Inzwischen hat Madame de Clèves Onkel, dem Nemours, allerdings ja ohne Namen zu nennen, von dem Geständnis erzählt hat, die Geschichte seiner neuen Geliebten weitererzählt, und diese hat sie ihrer Freundin Marie Stuart erzählt. Und Marie Stuart erzählt sie bei nächster Gelegenheit Madame de Clèves. Sie sagte auch, dass der Onkel davon ausgeht, dass Nemours selbst in die Geschichte verwickelt sei. Madame de Clèves verschlägt es den Atem. Sie kann nur noch sagen, dass sie diese Geschichte für wenig wahrscheinlich halte. Guère vraisemblable. Marie Stuart ist etwas oberflächlich gezeichnet als neugierige Klatschbase und Sensationsberichterstatterin des Hofes,
und so achtet sie nicht weiter auf den verzweifelten Gesichtsausdruck Madame de Clèves. In diesem Moment kommt Nemours hinzu und Marie Stuart fragt ihn direkt, ob er der Geliebte sei, um dessen Willen das seltsame Geständnis erfolgt sei. Auch ihm verschlägt es erst einmal die Sprache. Marie Stuart triumphiert schon, aber Nemours fängt sich schnell wieder, besteht darauf, dass das die Geschichte eines anderen sei. Am Schluss einigen Marie Stuart und Madame de Clèves sich darauf, dass die Geschichte doch eher unwahrscheinlich klinge, vor allem, weil man sie ja nur von den beiden Eheleuten wissen könne, von denen jeder das größte Interesse daran haben müsse, die Sache geheim zu halten. Nemours sieht hocherfreut, dass Madame de Clèves ihren Mann im Verdacht haben muss, die Rede zu haben, und bestärkt ihren Verdacht, indem er darauf verweist, dass Eifersucht und die Neugierde zu erfahren, wer der Rivale sei, durchaus zu solch einer Unvorsichtigkeit führen könnten. Am Abend kommt es zu einem handfesten Ehekrach im Hause de Clèves. In einer klassischen Stil- und Gattungstrennenden Poetik ist die Darstellung eines Ehekrachs eigentlich ein Komödienmotiv. Thésée sucht einem Streit mit Phèdre auszuweichen, selbst als er am Schluss der Tragödie die bittere Wahrheit ahnt. Und als er dann Gewissheit hat, ist Phèdre schon im Sterben. In Clytemnestres großer Wutrede gegen Agamemnon ist dieser zwar anwesend in Iphigenie von Racine, entgegnet aber nichts. Madame und Monsieur de Clèves streiten sich aber lauthals. Sécria hieß es, Sécria heißt es, Monsieur de Clèves, Sécriatel, in schneller Wechselrede. Diese Ehezwistigkeiten stellen einen Moment der Verbürgerlichung in diesem ansonsten eher wie eine klassische Tragödie konstruierten Roman dar. Die Gattung des Romans wird die Gattungs- und Stilmischung als Prinzip der modernen Poetik durchsetzen. Die giftige Bemerkung von Nemours hat ihre Früchte getragen und Madame de Clèves wirft ihrem Mann vor, ihr Geständnis weitererzählt zu haben, um hinter den Namen ihres Geliebten zu kommen. Monsieur de Clèves reagiert zunächst beschwichtigend, indem er bemerkt, das Ganze können sich ja auch in einer anderen Ehe zugetragen haben. Madame de Clèves antwortet selbstbewusst. Ah, Monsieur, reprit-elle, il n'y a pas dans le monde une autre aventure pareille à la mienne. Il n'y a point une autre femme capable de la même chose. Le hasard ne peut l'avoir fait inventer, on ne l'a jamais imaginé, et cette pensée n'est jamais tombée dans un autre esprit que le mien. Ah, mein Gatte, entgegnete sie, es gibt niemanden auf der Welt, dem etwas Vergleichbares widerfahren. Es gibt keine andere Frau, die dazu fähig gewesen wäre. Das kann kein Zufall jemandem eingegeben haben. Das kann niemals jemand sich ausgedacht haben. Niemand außer mir konnte je auf so einen Gedanken kommen. In ihrem Geständnis findet Madame de Clèves ihren Stolz und ihre Einzigartigkeit. Die Eheleute schreien sich dann an, werfen sich gegenseitig vor, das Geheimnis verraten zu haben. In einer Pause der verbalen Auseinandersetzung blendet die Erzählerin in die Gedanken des einen und der anderen. Er ist völlig ratlos, mutlos und verzweifelt, weil er befürchten muss, dass die Angelegenheit nun bald zum Hofgespräch werden könnte. Sie ist wütend, weil sie sicher ist, dass er die Sache weitererzählt haben muss, so wie er ja dann auch zum Mittel der Lüge gegriffen hat, um hinter die Identität des Geliebten zu kommen. Sie streiten sich weiter, die Argumente drehen sich im Kreis. Nachdem der Streit erschöpft ist, gehen sie zu Bett. Am nächsten Tag schlägt Monsieur de Clèves einen Waffenstillstand vor. Es habe keinen Sinn, sich weiter darüber zu streiten, wer daran schuld sei, dass der Inhalt ihrer Unterredung von damals als Gerücht am Hofe kursiert. Es werde alles darauf ankommen, dass Madame de Clèves durch ihr Verhalten in der Öffentlichkeit und insbesondere gegenüber Nemours klar mache, dass an dem Gerücht nichts dran sein könnte, beziehungsweise dass die ganze Angelegenheit jedenfalls nicht sie betreffe. Von ihrem Namen ist ja in diesem Gerücht überhaupt noch nichts die Rede. Madame de Clèves findet das vernünftig und machbar. Zitat, elle trouva beaucoup de raison dans tout ce qu'il lui dit et la colère où elle était contre Monsieur de Nemours lui fit croire qu'elle trouverait aussi beaucoup de facilité à l'exécuter. Sie fand alles, was er sagte, sehr vernünftig und ihr Zorn gegen Monsieur de Nemours ließ sie glauben, dass ihr das sehr leicht fallen würde. Also leicht fallen würde, dass sie sich so verhalten werde in der Öffentlichkeit, dass alle sehen, dass an dem Gerücht nichts dran sein kann, dass sie was mit Nemours haben könnte.
Die Erzählerin unterminiert die, oder ihn lieben könnte haben, hat sie natürlich noch nicht. Die Erzählerin unterminiert die Reflexion hier in diesem Zitat von Madame de Clèves gleichsam. Sie weiß nicht, von wem Nemours von ihrem Geständnis an ihren Mann weiß, aber sie weiß jedenfalls, dass er die Sache weitererzählt hat, was ihren Zorn gegen ihn motiviert. Zumal sie befürchten muss, dass Nemours auch weiß, wer da wem etwas gestanden hat. Doch die Formulierung La colère lui fit croire, ihr Zorn ließ sie glauben, suggeriert wieder Selbsttäuschung hinsichtlich der Leichtigkeit, mit der ihr der Plan ihres Mannes auszuführen scheint. Während des Tages bereitet sie sich auf die Verlobung und anschließende Hochzeit der Schwester des Königs an den nächsten beiden Tagen vor. Sie hat die Ehre, die Schleppe Marie Stuarts tragen zu dürfen. Bei den Vorbereitungen kreisen all ihre Gedanken um Monsieur de Nemours. Zitat: De tous ces mots, celui qui se présentait à elle avec le plus de violence était d'avoir sujet de se plaindre de Monsieur de Nemours et de ne trouver aucun moyen de le justifier. Comment excuser une si grande imprudence, discursivierte ist erlebte Rede, comment excuser une si grande imprudence et qu'était devenue l'extrême discrétion de ce prince dont elle avait été si touchée? Von all ihren Übeln quälte sie am heftigsten der Gedanke, dass sie Grund hatte, Monsieur de Nemours zu zürnen und keine Möglichkeit fand, ihn zu rechtfertigen. Wie konnte sie eine solche Unbesonnenheit verzeihen? Und was war aus der ganzen Diskretion dieses Prinzen geworden, die sie so sehr für ihn eingenommen hatte? Mehr als die Tatsache, dass ihr Geständnis als Gerücht am Hofe umgeht, belastet sie, dass sie Zorn auf Nemours empfinden muss, den sie leidenschaftlich liebt. Sie sucht nach Möglichkeiten, ihn zu rechtfertigen, und findet keine. Der zweite Satz, der zweite Teil des Zitats in erlebter Rede: Im Gedanken der Unmöglichkeit, ihm zu verzeihen, schwingt mit, dass sie ihm gerne verzeihen würde. Und was die angesprochene sonstige Diskretion des Prinzen betrifft, so klingt mit, dass es für so ein außergewöhnliches Verhalten eigentlich eine plausible Erklärung und also mildernde Umstände geben müsste. Im Folgenden wirft sie ihm im inneren Monolog vor, die Sache aus Lust an der Prahlerei weitererzählt zu haben, und sie fürchtet, dass sich das Gerücht bald auch an ihren Namen ankristallisieren könnte. Und sie wirft sich selbst vor, das Geständnis überhaupt gemacht, dadurch die Wertschätzung ihres Mannes verloren, ihn in tiefe Verzweiflung gestürzt und doch für sich die ersehnte seelische Entlastung nicht bekommen zu haben. Indes, im nächsten Zitat, das, ja genau, mais quelques douleurs dont elle se trouva accablée, elle sentait bien qu'elle aurait eu la force de les supporter, si elle avait été satisfaite de Monsieur de Nemours. Aber wie große Schmerzen sie auch niederdrückten, sie fühlte wohl, dass sie die Kraft gehabt hätte, sie alle zu ertragen, wenn nur Monsieur de Nemours sie nicht so bitter enttäuscht hätte. Im Endeffekt besteht ihr größter Schmerz doch in enttäuschter Liebe, da Nemours ihr Vertrauen missbraucht habe. Zugleich wünscht sie nichts mehr, als den Vertrauensbruch rückgängig gemacht zu sehen. Und ihr Wunschdenken wird Realität. Die nächsten Male, die sie sich sehen, benimmt sich Nemours vorbildlich diskret und zeigt eine noble Tristesse, was seine Wirkung nicht verfehlt. Im nächsten Zitat: Il lui fit voir tant de tristesse, also à elle. Il lui fit voir tant de tristesse et une crainte si respectueuse de l'approcher, qu'elle ne le trouva plus si coupable. Er zeigte ihr eine so tiefe Traurigkeit und eine so respektvolle Furcht, sich ihr zu nähern, dass sie ihn schon nicht mehr ganz so schuldig fand. Die Erzählerin berichtet nun ausführlich, mit viel Lokalkolorit und historischen Details, von den Verlobungs- und Hochzeitsfeierlichkeiten, die für die Protagonisten eine willkommene Ablenkung von ihren emotionalen Verwicklungen bieten. Im Folgenden wird das festliche Ritterturnier beschrieben, das sich an die Hochzeit anschließt. Nemours hat den guten Geschmack, die Farben schwarz und gelb zu tragen. Madame de Clèves hat ihm einmal gesagt, sie liebe die Farbe gelb, könne sie aber nicht tragen, da sie blond sei. Sie gibt sich jetzt wieder ganz ihrer Liebe hin. Zitat: Sitôt qu'elle, Monsieur Nemours, vit paraître au bout de la lice, also in der Kampfbahn, wo man gegeneinander mit Pferden anreitet.
Elle sent une émotion extraordinaire et à toutes les courses de ce prince, elle avait de la peine à cacher sa joie lorsqu'il avait heureusement fourni sa carrière. Sobald sie ihn am Ende der Kampfbahn erscheinen sah, fühlte sie eine außergewöhnliche Erregung und jedes Mal, wenn er einen Waffengang siegreich beendet hatte, konnte sie ihre Freude nur mühsam verbergen. Also Ritterturnier, wo zwei Ritter auf dem Adlige auf dem Pferd mit eingelegter Lanze sich versuchen, gegenseitig vom Pferd zu stoßen. Nach dem Ende des offiziellen Turniers hat der draufgängerische König noch nicht genug und fordert einen besonders geschickten Grafen zum Duell mit der Lanze. Alle versuchen, ihn davon abzubringen, doch er ist starkköpfig. Beim Aufprall zersplittert die Lanze seines Gegners, ein Splitter dringt ins Auge des Königs ein, der 10 Tage später stirbt. Das sind alles historische Fakten, die Madame de Lafayette in ihren Roman einbaut. Während der Zeit der Krankheit des Königs, bevor er stirbt, hält sich der gesamte Hof im Louvre auf. Auch Madame de Clèves wäre dazu verpflichtet gewesen. Sie schützt jedoch eine Krankheit vor. Nächstes Zitat. Madame de Clèves, sachant qu'elle y verrait Monsieur de Nemours, qu'elle ne pourrait cacher à son mari l'embarras que lui causait cette vue, connaissant ainsi que la seule présence de ce prince le justifiait à ses yeux et détruisait toutes ses résolutions, prit le parti de feindre d'être malade. Madame de Clèves wusste, dass sie Monsieur de Nemours dort sehen und dass sie ihre Verlegenheit bei seinem Anblick vor ihrem Gatten nicht verbergen können würde. Und sie wusste auch, dass die bloße Gegenwart dieses Prinzen ihn in ihren Augen schon rechtfertigen und all ihre Vorsätze hinfällig machen würde. Und so beschloss sie, eine Krankheit vorzuschützen. Zu Ende des 4. Aktes zeichnet sich der tragische Schluss ab. Das Geständnis war umsonst gewesen. Auch die Vereinbarung, die die Eheleute nach ihrem großen Streit geschlossen haben, ist hinfällig. Madame de Clèves ist stärker denn je in Liebe zu Nemours entflammt und sie macht sich das auch bewusst. So, wir kommen zum 5. Akt in Anführungszeichen, in einfachen Anführungszeichen, weil das, wie gesagt, natürlich kein eigentlicher Akt im Sinne der Dramentheorie ist, sondern ich habe das hier nur in 5 Akte eingeteilt, weil man das, glaube ich, so machen kann. Das hat aber Madame de Lafayette selbst so nicht gemacht. Habe ich überschrieben. Tod, Entsagung und Sühne. Infolge der machtpolitischen Umwälzungen nach dem Tod des Königs wird statt Monsieur de Clèves der König von Navarra damit beauftragt, die neue Gattin des Königs von Spanien nach Madrid zu begleiten. Monsieur und Madame de Clèves bedauern dies hauptsächlich deswegen, weil sie durch diese Mission für längere Zeit fern vom Hof und von Monsieur de Nemours gewesen wären. Der Hof wird sich nach Reims zur Krönung von François Segond begeben. Madame de Clèves bittet ihren Mann, nicht mitfahren zu müssen und stattdessen eine Zeitlang in Coulommiers, ihrem Landsitz, verbringen zu dürfen. Monsieur de Clèves stimmt zu. Nemours erfährt davon und geht am Abend vor dem Aufbruch des Hofes, wo er natürlich mitgehen und mitfahren muss, dann wieder einmal sehr spät zum Salon von Madame de Clèves, in der Hoffnung, sie allein anzutreffen. Tatsächlich begegnet er, als er in den Innenhof des Stadtpalastes eintritt, den letzten Gästen, die den Salon gerade verlassen haben. Als er gemeldet wird, erlebt Madame de Clèves einen Gefühlssturm. Zitat: La crainte qu'il ne lui parlât de sa passion, l'appréhension de lui répondre trop favorablement, l'inquiétude que cette visite pouvait donner à son mari, la peine de lui en rendre compte ou de lui cacher toutes ces choses, se présentèrent en un moment à son esprit et lui firent un si grand embarras qu'elle prit la résolution d'éviter la chose du monde qu'elle souhaitait peut-être le plus. Die Angst, dass er von seiner Leidenschaft sprechen könnte, die Furcht, ihm zu positiv zu antworten, die Aufregung, in die dieser Besuch ihren Mann versetzen konnte, die Schwierigkeit, ihm davon zu berichten oder ihm alles zu verbergen, all das stand ihr gleichzeitig vor Augen und verwirrte sie so sehr, dass sie beschloss, das zu vermeiden, was sie vielleicht am sehnlichsten wünschte. Die Erzählerin beschreibt einen mehr oder weniger bewussten emotionalen Motivkomplex, Embarras, heißt es in der 4. Zeile. Die Angst vor verbalen Zudringlichkeiten Nemours, die Furcht, die Selbstbeherrschung zu verlieren, die Sorge um die Reaktion ihres Mannes oder die Notwendigkeit, ihn zu belügen.
All dies führt dazu, dass sie Nemours nicht empfängt. Aber die letzten Worte des Zitats werten die Angst und die Furcht, von denen zuvor die Rede war, positiv um. Vielleicht wünschte sie sich sehnlichst, dass Nemours zu ihr von seiner Leidenschaft spräche und dass sie ihm positiv darauf antworten könnte. Das Peut-être vielleicht signalisiert eine weniger bewusste Schicht ihrer emotionalen Verfassung, die sich ihr aufzudrängen und die sie zu verdrängen sucht. Kaum ist Nemours unverrichteter Dinge wieder gegangen, bereut sie es, ihn abgewiesen zu haben. Elle trouva même qu'elle avait fait une faute, et si elle eût osé, si elle avait osé, ou qu'il eût encore été assez de temps, elle l'aurait fait rappeler. Sie fand sogar, sie habe falsch gehandelt, und wenn sie es gewagt hätte oder wenn es noch nicht zu spät gewesen wäre, hätte sie ihn zurückrufen lassen. Die Erzählerin lässt offen, ob sie es gewagt hätte, ihn zurückzurufen, wenn es noch nicht zu spät gewesen wäre. Madame de Clèves weiß es selbst nicht. Die beiden Damen, die Madame de Clèves Salon als letzte verlassen haben, sind als nächstes in den Salon von Marie Stuart gegangen, die ja jetzt Königin ist oder wird bei der Krönung. Aber in der Tat ist ja mit dem Moment, wo der alte König tot ist, der neue bereits König. Die Krönungszeremonie muss dann natürlich noch dazukommen. Also die beiden, die Madame de Clèves Salon als letzte verlassen haben, sind in den Salon von Marie Stuart gegangen. Dort befindet sich auch Monsieur de Clèves. Und die Damen haben natürlich nichts Besseres zu tun, als zu erzählen, dass sie von Madame de Clèves kommen, dass deren Salon ziemlich gut besucht gewesen sei, am Schluss aber nur noch Monsieur de Nemours zurückgeblieben sei. Monsieur de Clèves eilt vom Donner gerührt sofort nach Hause und fragt seine Frau, wer sie diesen Nachmittag in ihrem Salon aufgesucht habe. Sie erzählt es ihm wahrheitsgemäß. Er fragt nach, ob sie nicht vergessen habe, Monsieur de Nemours zu erwähnen. Und sie sagt, dass sie diesen nicht empfangen habe, weil sie sich unpässlich gefühlt habe. Da wirft ihr Gatte vor, gerade durch diese spezielle Unpässlichkeit, während sie ansonsten tout le monde empfangen habe, ihre besondere Beziehung zu Nemours deutlich geworden sei. Denn diese grobe Unhöflichkeit könne nur ein Liebender verzeihen. Sie dürfe sogar als Beweis ihrer Furcht, ihn zu sehen, und damit eben als Beweis ihrer Liebe gelten, die Tatsache, dass sie ihn abgewiesen hat. Es kommt wieder zum Ehestreit. Er sagt ihr auf den Kopf zu, dass sie ihre Leidenschaft für Nemours nie überwinden werde. Wahrscheinlich bereue sie ihr Geständnis schon, das außerdem nicht vollständig gewesen sein könne, da Nemours zu ihr auch offen von Liebe gesprochen haben müsse, denn ohne darüber zu reden, könne man keine Gegenliebe erzeugen, womit er recht hat. Madame de Clèves betont noch einmal die moralische Größe ihres Geständnisses und nennt ihn ungerecht. Er bestätigt, dass sie mit ihrem Geständnis von ihm Unmögliches verlangt, dass sie ihn um den Verstand gebracht habe und er so nicht mehr weiterleben könne. Am nächsten Tag schreibt er ihr einen persönlichen Brief und sie antwortet, Zitat, Elle y fit une réponse si touchante et si remplie d'assurance de sa conduite passée et de celle qu'elle aurait à l'avenir, que comme ses assurances étaient fondées sur la vérité et que c'était en effet ses sentiments, cette lettre fit de l'impression sur Monsieur de Clèves et lui donna quelque calme. Sie schrieb ihm eine anrührende Antwort und versicherte ihm die Tadellosigkeit ihres vergangenen und zukünftigen Verhaltens. Und da diese Versicherungen auf der Wahrheit beruhten und in der Tat ein Ausdruck ihrer Gefühle waren, verfehlt der Brief seine Wirkung nicht und verfehlte und beruhigte Monsieur de Clèves etwas. Der zweite Teil des Satzes oszilliert in der Perspektivenführung. Wer sagt oder meint, die Versicherung der Tadellosigkeit ihres vergangenen und zukünftigen Verhaltens entsprechen der Wahrheit und seien in der Tat Ausdruck ihrer Gefühle? Wessen Wahrheit ist das? Die der auktorialen Erzählerin? Eher nicht. Die Erzählerin hat ja berichtet, dass Madame de Clèves nolens volens Monsieur de Nemours sehr wohl ihre Zuneigung gezeigt und die seine gelegentlich wohlwollend hingenommen hat. Es handelt sich hier also um die subjektive und momentane Gefühlswahrheit von Madame de Clèves, die objektiv gesehen noch keineswegs für ihr zukünftiges Verhalten garantieren kann. Aber sie kann ihre momentane Gemütsverfassung rhetorisch so gut ausdrücken, dass ihr Brief Monsieur de Clèves etwas beruhigt. Doch Madame de Clèves Gefühlswahrheiten ändern sich schnell. Und so folgt das Dementi der Erzählerin auf dem Fuße.
Vorübergehend schwächt die Versöhnung mit ihrem Mann ihre Fixation auf Nemours ab, mais ce n'était que pour quelque temps, aber nur für kurze Zeit. Der Hof und mit ihm Monsieur de Clèves und Monsieur de Nemours brechen also auf zur Krönungszeremonie nach Reims. Les premiers jours du départ de ce prince, de Nemours, elle ne sentit quasi pas son absence. Ensuite, elle, l'absence, lui parut cruelle. Depuis qu'elle l'aimait, il ne s'était point passé de jour qu'elle eût craint ou espéré de le rencontrer, et elle trouva une grande peine à penser qu'il n'était plus au pouvoir du hasard de faire qu'elle le rencontra. Die ersten Tage nach der Abreise des Prinzen spürte sie seine Abwesenheit fast nicht, dann erschien sie die Abwesenheit ihr grausam. Seitdem sie ihn liebte, war kein Tag vergangen, an dem sie nicht gefürchtet oder gehofft hätte, ihn zu treffen. Und es war ihr ein großer Schmerz, wenn sie dachte, dass es nicht mehr in der Macht des Zufalls stand, eine Begegnung herbeizuführen. In personaler Erzählperspektive wird geschildert, wie schnell wieder all ihre Gedanken um Nemours kreisen und wie schwere Liebesqualen sie leidet. Im Nachhinein stellt die Erzählerin klar, beziehungsweise wird es Madame de Clèves klar, dass sie zufällige Treffen mit Nemours zugleich gefürchtet und erhofft hatte und wie hilflos sie diesen Treffen und ihren gemischten Gefühlen ausgeliefert war und ist. Ihre Gefühle vereindeutigen sich aber jetzt, da Nemours abwesend ist, zu schmerzlicher Sehnsucht. Madame de Clèves, die ja nicht nach Reims mit musste, fährt nach Coulommiers auf den Landsitz. Symptomatisch für ihre Fixation auf Nemours ist die Tatsache, dass sie dorthin einige Kopien großer Historiengemälde mitnimmt, die wichtige kriegerische Ereignisse aus der Regierungszeit von Henri II wiedergeben, der gerade gestorben war, und die die beteiligten Personen sehr realistisch darstellen. Monsieur de Nemours était de ce nombre, der ist also auf einigen dieser Historiengemälde mit abgebildet. Et c'était peut-être ce qui avait donné envie à Madame de Clèves d'avoir ses tableaux. Darunter war auch Monsieur de Nemours, und das war vielleicht der Grund, warum Madame de Clèves diese Bilder haben wollte. Wieder erzeugt ein peut-être einen interessanten, oszillierenden Effekt in der Perspektivenführung und in der Motivanalyse. Zunächst könnte man den Eindruck gewinnen, die Erzählerin inszeniere sich als unwissende Erzählerin. Wenn man aber, wie wir inzwischen, den Stil von Madame de Lafayette besser kennt, beginnt die Semantik des vielleicht und des ganzen Satzes zu fluktuieren. Die Tatsache, dass Nemours sich auf einem der Gemälde dargestellt findet, ist keineswegs vielleicht, sondern ganz sicher der Grund, warum Madame de Clèves die Bilder nach Coulommiers mitgenommen hat. Und sie hat mehrere Gemälde mitgenommen, nicht nur das, worauf Nemours abgebildet ist, um bei ihrem Mann keinen Verdacht aufkommen zu lassen. Durch das vielleicht signalisiert die Erzählerin aber, dass Madame de Clèves all dies zu verdrängen sucht. Nach der Krönung hält sich der Hof mit Monsieur de Nemours und Monsieur de Clèves im neu gebauten Schloss von Chambord auf. Eine Hofdame, die einige Tage bei Madame de Clèves zugebracht hat, erzählt von den Schönheiten des Landsitzes in Coulommiers und insbesondere von jenem Gartenhaus, von dem aus Nemours das Geständnis von Madame de Clèves belauscht hatte und in dem diese nun immer ihre Abende verbringe. Nemours zeigt sich hochinteressiert an den Schilderungen der Hofdame und reist am nächsten Tag ab, angeblich nach Paris. Monsieur de Clèves vermutet natürlich ganz richtig, dass Nemours nach Coulommiers fahren will und schickt ihm einen Spion aus seinem Gefolge nach. Wir erleben zunächst aus dessen Perspektive, wie Nemours am Abend um das Grundstück mit dem Gartenhaus herumgeht und vom Wald aus über einen Bretterzaun steigt, so wie er seinerzeit den Stuhl beim Ball überstiegen hatte, bevor er Madame de Clèves kennenlernte. Da der Spion draußen wartet, wechselt die Perspektive zu Nemours. Er sieht Madame de Clèves allein in einem hell erleuchteten Gemach des Gartenpavillons. Ihr Gefolge hält sich im Nebenzimmer auf. Nemours stellt sich neben eine der weit geöffneten Glastüren und beobachtet Madame de Clèves. Il faisait chaud. Et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusement rattachés. Elle était sur un lit de repos avec une table devant elle, où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Elle en choisit quelques-uns et M. de Nemours remarqua que c'était des mêmes couleurs
qu'il avait porté au tournoi. Il vit que l'on faisait des nœuds à une canne des Indes qu'il avait portée quelque temps et qu'il avait donnée à sa sœur. Es war heiß und sie hatte nichts auf ihrem Kopf und ihrem Ausschnitt als ihre lässig herabfallenden Haare. Sie saß auf einem Ruhebett, vor ihr stand ein Tisch mit mehreren Körben voller Bänder. Sie nahm einige heraus und Monsieur de Nemours bemerkte, dass sie genau die Farben auswählte, also gelb und schwarz, die er auf dem Turnier getragen hatte. Er sah, wie sie die Bänder an einen Spazierstock aus indischem Rohr, den er eine Zeit lang benutzt und dann seiner Schwester geschenkt hatte, zu schleifen drapierte. Sie ist mit dem Spazierstock von Nemours beschäftigt, den sie bei dessen Schwester gesehen und wiedererkannt hatte. Sie hatte aber so getan, als wisse sie nicht, wem er ursprünglich gehörte, und hatte um den Stock gebeten, weil sie ihn angeblich nur schön fand. Und diesen Stock verziert sie nun mit gelben und schwarzen Schleifen. Es gibt psychoanalytische Deutung in dieser Szene bis hin zu symbolischer Masturbation in der Pleiad-Ausgabe nachzulesen. Man kann aber auch solch eine Deutung für anachronistisch halten. Die Szene ist ausreichend gedeutet als erneuter Beweis der Fixation von Madame de Clèves auf Nemours. Dass sie durchaus auch erotische Fantasien durchlebt, drückt die Erzählerin auf ihre zurückhaltende Weise so aus: Nachdem sie mit dem Spazierstock fertig ist, setzt sich Madame de Clèves vor das Gemälde mit dem Porträt Nemours und se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner. Und sie versenkte sich träumerisch und leidenschaftlich in das Porträt. Interessant ist hier die Perspektivenführung, die an Michel Foucaults Deutung der Meninas von Diego Velázquez in Les Mots et les Choses erinnert. Also das Gemälde von Diego Velázquez aus dem Jahr 1656 und Michel Foucaults Deutung dieses Gemäldes in seinem berühmten Buch Les Mots et les Choses von 1966. Allerdings funktioniert die Perspektivenführung im Roman dann doch entscheidend anders als bei Foucault. In Las Meninas wird gezeigt, wie der Maler, der realiter an der Stelle des Bildbetrachters stehen müsste, sich in der Bildfiktion als Malenden darstellt, der das spanische Königspaar malt, das ebenfalls an der Stelle des Bildbetrachters anzunehmen ist. Die Leinwand, an der der Maler arbeitet, sieht man nur von hinten. Die anderen dargestellten Figuren, die Infantin und ihr Gefolge, blicken wie der Maler auf das vor dem Bildraum stehende Königspaar, das nur im Spiegel hinten an der Wand schemenhaft reflektiert wird. Das eigentliche Sujet des Bildes, das Königspaar, ist mehr oder weniger unsichtbar. Zum scheinbaren Sujet wird die Infantin in der Mitte, die eigentlich aber sekundäre Zuschauerin ist. Michel Foucault interpretiert diese Bildstruktur als Allegorie der Repräsentation, als erkenntnistheoretischer Wissensformation und zugleich Axioms der klassischen Aufklärung. Alles Substantielle und insbesondere das menschliche Subjekt verschwinden im glasklaren Spiegel der exakten Wissenschaften und der formalen Logik. Darstellung und Dargestelltes, Subjekt, Objekt und Metareflexion, Realität und Fiktion, Eigentliches und Uneigentliches verschmelzen in eins. Zurück zur Perspektivenführung in der eben skizzierten Szene aus La Princesse de Clèves. Alles wird aus der Perspektive des Voyeurs Nemours geschildert. Er sieht außen von der Terrasse aus durch das Fenster Madame de Clèves, ohne dass sie es bemerkt, und er sieht, wie sie sich schwärmerisch in sein Abbild versenkt. Man muss sich die Szenerie so vorstellen, dass Nemours sowohl Madame de Clèves Gesichtsausdruck sehen kann, als auch das Gemälde. Als zusätzliche Blickinstanz kommen dann noch die Erzählerin und der Leser zu, die das Spiel der Blicke potenzieren. Zum Austausch der Blicke in der Erzählung kommt es nicht. Beide Figuren bleiben in ihrer Imagination gefangen. Madame de Clèves kommuniziert mit einem Abbild Nemours. Dieser beobachtet diese Kommunikation. Der oder die andere ist jeweils ein Konstrukt. Auch die erzählerische Sprache bleibt in diesem Falle jedenfalls auf der Oberfläche der Emotionen.
On ne peut exprimer ce que sentit Monsieur de Nemours dans ce moment, heißt es. Man kann nicht ausdrücken, was Monsieur de Nemours in diesem Moment empfand. Die Erzählerin ist sich der Grenzen des Sagbaren und der Konstrukthaftigkeit der Welten und der Bewusstseinswelten bewusst, zieht daraus aber gerade nicht den Schluss, dass es das menschliche Subjekt nicht gibt, so wie Foucault das tut. Die Erzählerin weiß, dass konkrete Bewusstseinswelten nur in der Kunst in immer erneuerten verbalen und piktoralen und musikalischen Annäherungsversuchen erschlossen werden können. Nemours ist hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, ins Zimmer einzutreten und der Gewissheit, dass es in diesem Falle nicht zu dem ersehnten Blicktausch käme, sondern nur zur Zerstörung der beobachteten einsamen Liebesszene zwischen La Princesse de Clèves und seinem Abbild auf dem Gemälde. In seiner Erregung macht er aber ein leichtes Geräusch an der Tür und Madame de Clèves tourne à la tête et soit que l'esprit rempli de ce prince ou qu'il fût dans un lieu où la lumière donnait assez pour qu'elle le pût distinguer, elle crut le reconnaître. Madame de Clèves wandte den Kopf und sei es, dass ihre Gedanken gerade nur um diesen Prinzen kreisten, sei es, dass das Licht so fiel, dass sie ihn tatsächlich sah, sie glaubte ihn zu erkennen. Die Erzählerin führt uns, fast möchte man sagen, in transzendentaler Weise in den Erkenntnisvorgang Madame de Clèves. Erkenntnis ist ja die Dialektik von objektiver Gegenstandsorientierung und subjektiver Konstruktion. Sie glaubt, ihn gesehen zu haben. Ob sie sich das nun einbildet oder nicht, die Erzählerin lässt das offen. Klar wird dabei auch, dass man sich etwas einbilden kann, das der Realität entspricht. Madame de Clèves geht sofort aus dem Zimmer zu ihrem Gefolge. Nach kurzem Nachdenken glaubt sie, sie habe sich getäuscht, als sie annahm, Nemours auf der Terrasse gesehen zu haben. Aber schnell verspürt sie große Lust, in den Garten zu gehen und nachzusehen. Peut-être souhaitait-elle autant qu'elle le craignait d'y trouver, also im Garten Monsieur de Nemours. Mais enfin, la raison et la prudence l'emportèrent sur tous ses autres sentiments et elle trouva qu'il valait mieux demeurer dans le doute. Vielleicht war ihr Wunsch genauso groß wie ihre Furcht, dort im Garten auf Monsieur de Nemours zu treffen, aber zuletzt siegte die Vernunft und die Vorsicht über all ihre anderen Gefühle und sie fand, es sei besser, im Zweifel zu verharren. Zum dritten Mal in diesem Akt analysieren wir hier den idiosynkratischen Umgang der Erzählerin mit dem Adverb peut-être vielleicht. Auch hier signalisiert es einen Zustand verminderter Bewusstheit in einem gemischten Gefühl aus Wunsch und Furcht, bevor allerdings dann die Reflexivität die Kontrolle über das Handeln wiedergewinnt. Aber Madame de Clèves braucht lange, bis sie sich entschließen kann, den Ort zu verlassen, an dem Nemours ihr vielleicht so nahe war. Elle fut longtemps à se résoudre à sortir d'un lieu dont elle pensait que ce prince était peut-être si proche. Erst im Morgengrauen geht sie zurück ins Schloss. Auch Nemours bleibt noch eine ganze Weile im Garten, bevor er vom Spion beobachtet ins Dorf zurückkehrt. Auch er ist sich nicht sicher, ob sie ihn erkannt hat. Vielleicht dachte sie nur, ein Fremder schleiche ums Haus. Er beschließt sein Glück am nächsten Abend noch einmal zu versuchen und verbringt den Tag mit Spaziergängen und in Gedanken an Madame de Clèves. Monologisierend bittet er sie, ihm nur ein einziges Mal ihre Gefühle auch offen zu zeigen, die er ja sowieso schon kenne. Auch das ist in mehr oder weniger tragischer Ironie erzählt, weil sie, bevor sie endgültig entsagen wird, ihm tatsächlich ihre Liebe einmal offen gestehen wird. Am Abend steigt Nemours, weiterhin beobachtet vom Spion des Monsieur de Clèves, wieder über den Zaun, aber an diesem Abend geht Madame de Clèves aus Furcht vor sich selbst gar nicht ins Gartenhaus. Monsieur de Nemours verbringt dennoch die ganze Nacht im Garten, was natürlich beim Spion von Monsieur de Clèves einen fatalen Eindruck hervorrufen muss. Am nächsten Tag versucht Nemours noch über seine Schwester, die ja in der Nähe wohnt, Kontakt mit Madame de Clèves aufzunehmen. Sie besuchen sie gemeinsam. Geschickt platzierte Andeutungen über den vorgestrigen Abend, sie weicht aus. Er muss unverrichteter Dinge wieder gehen und kehrt nach Paris zurück. Der Spion berichtet Monsieur de Clèves, was er weiß, und Monsieur de Clèves erkrankt an einem undefinierbaren Fieber, das ihn in kurzer Zeit dahinraffen wird.
Nemours hofft auf seinen Tod und einen Sinneswandel von Madame de Clèves. Diese ist ans Krankenbett ihres Mannes geeilt und weicht nicht von seiner Seite. Er behandelt sie mit eisiger Distanz, hat sich aber zunächst vorgenommen, nichts zu sagen. Dann aber, kurz vor seinem Tod, als er ihre Verzweiflung über seinen schlechten Zustand sieht, bricht es aus ihm heraus. Vous versez bien des pleurs, Madame, lui dit-il, pour une mort que vous causez et qui ne vous peut donner la douleur que vous faites paraître. Ihr vergießt viele Tränen, Madame, sagte er ihr, um einen Tod, den ihr verantwortet und der euch nicht den Schmerz verursachen kann, den ihr hier zeigt. Monsieur de Clèves gibt seiner Frau die Schuld an seinem nahen Tod. Sie ist sprachlos. Es schließt sich ein langer Monolog an, in dem er sagt, er wisse, dass sie ihn betrogen und belogen habe. Vor diesem Hintergrund erscheine ihr Geständnis völlig sinnlos und sie hätte ihn lieber im Unwissen lassen sollen. Er sterbe jetzt gerne, weil er die einzige Frau, die er leidenschaftlich geliebt und hochgeschätzt habe, nicht mehr achten könne und er sich ein Weiterleben so nicht mehr vorstellen könne. Adieu, Madame, heißt es im nächsten Zitat. Vous regretterez quelques jours un homme qui vous aimait d'une passion véritable et légitime. Adieu, Madame, eines Tages werdet ihr euch zurücksehnen nach einem Mann, der euch mit wahrer und rechtmäßiger Leidenschaft liebt. Neben dem Pathos der Situation fällt doch auch die Wendung une passion véritable et légitime, wahre und rechtmäßige Leidenschaft, auf. Man könnte darin bereits eine Verbürgerlichung des aristokratischen Begriffs der Passion sehen. Monsieur de Clèves steht für das bürgerliche Ideal der Vereinigung leidenschaftlicher Liebe und ehelicher Legitimität, das die bürgerliche Botschaft der Tugend im 18. Jahrhundert mehr oder weniger überzeugend gegen die angebliche aristokratische Dekadenz setzen wird. Monsieur de Clèves schließt seinen Monolog mit dem Hinweis, dass sie jetzt bald frei sein werde für Monsieur de Nemours und dass sie dann den Unterschied sehen werde zwischen seiner ehrlichen Liebe und der eines oberflächlichen Verführers. Nun inszeniert die Erzählerin den vierten und letzten Ehestreit. Madame de Clèves ist empört. Sie beteuert in geschraubtem Stil, nie etwas getan zu haben, von dem sie nicht gewünscht hätte, dass ihr Gatte Zeugin davon gewesen wäre. Je n'ai jamais fait d'action dont je n'eusse souhaité que vous eussiez été témoin. Was auch wieder nicht so ganz stimmt. Monsieur de Clèves wirft ihr mit verächtlichem Ton die Nächte vor und Ton und Blick die Nächte vor, die sie mit Nemours verbracht habe. Sie schwört, dass das nicht wahr sei. Er wirft ihr vor, meineidig zu sein. Unter Tränen fleht sie ihn an, ihr zu glauben. Er beschreibt ihr genau, was er von seinem Spion weiß. Sie fordert ihn auf, doch ihre Dienerinnen zu fragen. Sie könnten ihm bestätigen, dass sie die erste Nacht, die sie angeblich mit Nemours verbracht haben soll, 2 Stunden früher als sonst aus dem Gartenhaus zurück ins Schloss gegangen sei und die zweite Nacht erst gar nicht im Gartenhaus gewesen sei. Letzteres stimmt, ersteres ist gelogen, wir haben ja gehört. Sie war die erste Nacht bis in Morgengrauen geblieben in dem Gartenhaus, weil sie immer noch gezögert hatte, ob sie nicht doch nachsehen wollte, ob Nemours im Garten ist. Sie erzählt jetzt ihrem Gatten, dass sie tatsächlich am ersten Abend jemanden im Garten gesehen und gedacht haben, es könne Nemours gewesen sein. Und elle lui parla avec tant d'assurance et la vérité se persuade si aisément, lorsque même qu'elle n'est pas vraisemblable, que Monsieur de Clèves fut presque convaincu de son innocence. Sie sprach so selbstsicher und die Wahrheit überzeugt so leicht, selbst wenn sie unwahrscheinlich klingt, dass Monsieur de Clèves fast von ihrer Unschuld überzeugt war. Madame de Clèves ist jetzt über die Vorwürfe empört, weil sie ja tatsächlich nichts mit Nemours gehabt hat. Ihre kleine Notlüge, dass sie angeblich am ersten Abend, als sie Nemours im Garten gesehen hat, 2 Stunden früher als sonst ins Schloss zurückgekehrt ist, wo sie doch erst im Morgengrauen dorthin ging, weil sie zunächst fast zu Nemours in den Garten gegangen wäre und sich jedenfalls lange nicht von dem Ort losreißen konnte, wo er ihr vielleicht so nahe war, das alles verdrängt sie und dadurch wirkt ihre Empörung authentisch und fast überzeugend. Die Wendung, die Wahrheit überzeugt so leicht, selbst wenn sie unwahrscheinlich klingt, bringt die Begriffe der Wahrheit und der Wahrscheinlichkeit in dialektische Spannung. Wie schon im dritten Ehestreit, nachdem Madame de Clèves Monsieur de Nemours nicht in ihrem Salon empfangen hatte, ist es für Madame de Clèves subjektiv wahr, was sie sagt. Objektiv ist es in Bezug auf ihr konkretes Handeln wahr, in Bezug auf ein Detail unwahr, in Bezug auf ihre Gefühlslage verschleiernd.
Unwahrscheinlich muss es dem Gatten erscheinen, der sich dann aber durch ihre Rhetorik und ihr sicheres Auftreten, durch seine Schwäche und sein Wunschdenken fast, wenn auch nicht restlos, überzeugen lässt. Halbwegs versöhnt nehmen die beiden Abschied voneinander. Monsieur de Clèves stirbt wenige Tage später. Madame de Clèves ist wie betäubt und braucht einige Tage, bevor sie ihren Schmerz überhaupt spürt. Quand elle commença d'avoir la force de l'envisager, sa douleur, et qu'elle vit quel mari elle avait perdu, qu'elle considéra quelle était la cause de sa mort, l'horreur qu'elle eut pour elle-même et pour Monsieur de Nemours ne se peut représenter. Als sie langsam die Kraft fand, ihrem Schmerz ins Gesicht zu sehen, als sie sah, welchen Gatten sie verloren hatte und bedachte, dass sie die Ursache seines Todes war, überkam sie gegen sich selbst und gegen Monsieur de Nemours ein unsäglicher Abscheu. Raffiniert ist die Wendung envisager sa douleur, ihrem Schmerz ins Gesicht sehen. Schmerz, gerade starker seelischer Schmerz, kann vorbewusst, halbbewusst sein und bleiben. Dann entsteht eine Neurose. Oder man macht sich den Schmerz irgendwann bewusst, dann kann man Frau versuchen, ihn den Schmerz zu verarbeiten. Die Vorstellung, dass sie und Nemours am Tod ihres Mannes schuld seien, wird Madame de Clèves nun für die nächste Zeit als fixe Idee verfolgen. Und objektiv gesehen stimmt das ja auch subjektiv weniger. Die Tatsache, dass sie sich für den Tod ihres Mannes verantwortlich macht, ist aber auch ein Symptom dafür, dass sich ihre Notlügen und Halbwahrheiten und Verdrängungen nun an die Oberfläche ihres Bewusstseins drängen. Wieder setzt die Erzählerin den Unsagbarkeitstopos an, ne se peut représenter, wie es im Zitat heißt, unsäglich, um ihre emotionale Verfassung, Horreur, Abscheu, zu charakterisieren. Wieder verwendet die Erzählerin das epistemologische Schlüsselwort der klassischen Aufklärung, représenter, um indirekt auszudrücken, dass die Literatur mit ihrem anschmiegsamen Diskurs Dinge umschreiben und andeuten kann, die sich dem klaren und distinkten Ordnungsdiskurs der klassischen Aufklärung entziehen. Der Abscheu, den Madame de Clèves hier gegen Nemours empfindet, wird nicht andauern. Nemours hat inzwischen von einem Freund des Spions von Monsieur de Clèves erfahren, was dieser wusste, und Nemours muss annehmen, dass seine Fahrt nach Coulommiers und sein nächtlicher Aufenthalt im Garten den Tod von Monsieur de Clèves mitverursacht haben. Nemours sucht zunächst keinen Kontakt zu Madame de Clèves. Deren Gedanken kreisen alle um ihre Schuld am Tod ihres Mannes. Sie macht sich in ihrem Schmerz Vorwürfe, ihren Gatten nicht leidenschaftlich geliebt zu haben. Comme si c'eût été une chose qui eût été en son pouvoir, als ob dies in ihrer Macht gelegen hätte. Ihr einziger Trost ist, dass sie ihr restliches Leben dem Andenken ihres Mannes weihen werde. Elle se croyait guérie de la passion qu'elle avait eue pour Monsieur de Nemours. Sie glaubte sich geheilt von der Leidenschaft, die sie für ihn, Monsieur de Nemours, empfunden hatte. Mit der Wendung elle se croyait guérie, sie glaubte sich geheilt, die sie so ähnlich schon zum dritten Male wählt in diesem Roman, streut die Erzählerin Zweifel in ihre Erzählung an, ein, wie nachhaltig diese Heilung sein würde. Nun spart die Erzählzeit mehrere Monate aus, plusieurs mois, in denen Madame de Clèves ungeheurer Schmerz allmählich in wehmütige Trauer übergeht, un état de tristesse et de langueur. Sie geht nicht in die Salons und empfängt auch keine Gäste, nur einmal bekommt sie Besuch von einer ihrer engsten Freundinnen und diese erzählt ihr vom Leben am Hofe und dabei auch von Nemours und seiner ebenfalls sehr zurückgezogenen Lebensweise. Als sein Name fällt, errötet Madame de Clèves, was ihre Freundin nicht bemerkt. Am nächsten Tag geht Madame de Clèves zu einem Seidenmacher, der ihr gegenüber seine Werkstatt hat. Sie möchte selbst dieses Handwerk lernen, um sich etwas abzulenken. Dieser erzählt ihr, dass er ein Zimmer an einen eleganten Herrn vermietet habe, der das Zimmer als Malatelier benutzen wollte und sich auch oft dort aufhalte, allerdings ohne zu malen. Er schaue nur zum Fenster hinaus. Madame de Clèves sieht, dass das Fenster auf ihren Garten und ihre Fenster hinausgeht. An die Stelle ihrer wehmütigen Trauer tritt eine unbestimmte Verwirrung, wie es heißt. Sie fühlt sich beunruhigt und erregt, un trouble confus, inquiet et agité. Trouble steht zum wiederholten Male für emotionale Zustände, die noch nicht voll bewusst sind, aber an die Bewusstseinsoberfläche drängen.
Um sich zu beruhigen, geht sie in einem etwas abgelegenen Park spazieren und sieht dort in einer einsamen Ecke Nemours, der auf einer Bank liegt und vor sich hin sinnt. Ihr Gefolge macht Geräusche, Nemours erhebt sich und eilt davon, ohne sie zu beachten. Die Vorstellung, von ihrer Leidenschaft geheilt zu sein, erweist sich als Illusion. Quel effet produisit cette vue d'un moment dans le cœur de Madame de Clèves? Quelle passion endormie se ralluma dans son cœur? Et avec quelle violence? Elle s'alla s'asseoir dans le même endroit d'où venait de sortir Monsieur de Nemours. Elle y demeura comme accablée. Ce prince se présenta à son esprit aimable au-dessus de tout ce qui était au monde, un homme digne d'être aimé par son seul attachement et pour qui elle avait une inclination si violente qu'elle l'aurait aimé quand il ne l'aurait pas aimé. Et suite à l'épitérée, plus de devoirs, plus de vertus qui s'opposassent à ses sentiments. Tous les obstacles étaient levés et il ne restait de leur état passé que la passion de Monsieur de Nemours pour elle et que celle qu'elle avait pour lui. Welche Wirkung hinterließ dieser flüchtige Anblick in Madame de Clèves Herzen, also in dem Garten, in dem Park, Monsieur de Nemours auf der Bank, Parkbank liegen sah und der dann schnell weglief, aber sie nicht erkannt hatte. Wie entbrannte die schlummernde Leidenschaft von Neuem in ihrem Herzen und mit welcher Gewalt? Sie ließ sich an der gleichen Stelle nieder, die Monsieur de Nemours gerade verlassen hatte. Dort verharrte sie vollkommen niedergeschlagen. Der Prinz trat ihr vor Augen, liebenswerter als alle anderen, ein Mann, der schon allein um seiner Beständigkeit willen ihrer Liebe würdig war und für den sie eine so heftige Neigung empfand, dass sie ihn geliebt hätte, auch wenn er sie nicht geliebt hätte. Keine Pflicht, keine Tugend mehr, die ihren Gefühlen im Wege standen. Alle Hindernisse waren beseitigt und es blieb von der Vergangenheit nur seine Leidenschaft für sie und ihre für ihn. Mit einem Schlag ist die durch die Trauer um ihren Mann zwischenzeitlich verdrängte, gewaltige, ja gewalttätige Liebe zu Nemours wieder voll entbrannt. Sie setzt sich auf die Bank, auf der er lag, und ist völlig deprimiert. Nemours tritt fast halluzinatorisch vor ihr inneres Auge in seiner Attraktivität, wie er sie verehrt, ohne aufdringlich zu sein. Wie er um ihretwillen das mondäne Leben flieht. Und sie muss sich eingestehen, dass sie ihn selbst dann lieben würde, wenn er sie nicht liebte. Dies macht sie sich relativ klar bewusst. Am Schluss hier kursiviert geht das Zitat in die erlebte Rede über, in der die Autosuggestion beschrieben wird, sie könne ihrer Liebe zu Nemours nun freie Bahn lassen. Madame de Clèves kann ihren plötzlichen Sinneswandel selbst nicht fassen, nachdem sie sich schon für geheilt gehalten hatte. Doch die autoriale Erzählerin weiß es direkt im Anschluss an das vorige Zitat besser. Toutes ces idées furent nouvelles à cette princesse. L'affliction de la mort de Monsieur de Clèves l'avait assez occupée pour avoir empêché qu'elle n'eût jeté les yeux. All diese Vorstellungen waren neu für Madame de Clèves. Der Schmerz um den Tod von Monsieur de Clèves hatte sie abgelenkt und sie so daran gehindert, einen Blick auf diese Vorstellungen zu werfen. Ich übersetze absichtlich unelegant, der Schmerz hatte sie daran gehindert, einen Blick auf diese Vorstellungen zu werfen. Diese Vorstellungen, dass sie eben doch noch nicht von Nemours losgekommen ist und auch die Möglichkeit, ihre Liebe nun auszuleben, erscheinen Madame de Clèves im Moment neu, da sie durch ihre Trauer ins Unterbewusste abgedrängt worden sind, dort aber sind sie immer präsent gewesen. Doch dann erinnert sie sich daran, dass Nemours indirekt am Tod ihres Mannes schuld ist und dass ihr Mann noch im Sterben die Vorstellung unerträglich fand, sie könnte nach seinem Tod Nemours heiraten. Dies und auch die Möglichkeit von Nemours nach der Heirat betrogen zu werden, lassen sie nach 2 Stunden Reflexion auf der Parkbank zur Überzeugung kommen, dass sie Nemours auf keinen Fall heiraten und auch weiterhin keinen Kontakt mit ihm haben dürfe. Aber, mais cette persuasion, qui était un effet de sa raison et de sa vertu, n'entraînait pas son cœur. Aber diese Überzeugung, die das Werk ihrer Vernunft und ihrer Tugend war, ergriff nicht ihr Herz. Am nächsten Tag sieht sie als erstes zum Fenster im Haus gegenüber und tatsächlich entdeckt sie Nemours. Sie zieht sich sofort vom Fenster zurück, was Nemours so deutet, dass sie ihn erkannt hat. Nemours denkt, er müsse nun aktiv werden, bevor Madame de Clèves Leidenschaft zu ihm vielleicht wirklich erlösche. Er spricht mit Madame de Clèves Onkel, ihrem nächsten Verwandten nach dem Tod ihrer Mutter und ihres Mannes. Nemours erzählt dem Onkel, dass er Madame de Clèves schon längere Zeit liebe und dass er sie heiraten möchte. Von der Liebe von Madame de Clèves zu ihm erzählt er diskreterweise nichts.
Der Onkel ist sehr angetan von der Idee und arrangiert ein scheinbar zufälliges Zusammentreffen in seinem Haus. Madame de Clèves errötet, als sie Nemours wieder sieht. Der Onkel geht unter einem Vorwand hinaus und bittet Madame de Clèves, ihn in der Zwischenzeit als Gastgeber zu vertreten. Nun sind sie zum ersten Mal seit dem Nachmittag, als sie den Brief neu schrieben, wieder allein miteinander. Sie ist zornig auf ihren Onkel, will gehen, gibt dann aber den flehentlichen, auch drohenden Bitten Nemours nach. Er sagt, wenn sie ihn jetzt nicht anhöre, könne er für nichts mehr garantieren. Madame de Clèves céda pour la première fois au penchant qu'elle avait pour Monsieur de Nemours et le regardant avec des yeux pleins de douceur et de charme. Madame de Clèves gab zum ersten Mal ihre Neigung zu Monsieur de Nemours nach und sah ihn mit Blicken voll inniger Zärtlichkeit an. Sie schenkt ihm Blicke der Liebe und lässt es zu, dass er von seiner unüberwindlichen Leidenschaft zu ihr spricht. Dann setzt sie sich und signalisiert damit, dass sie zu einem längeren Gespräch bereit ist. Wie schon bei ihrem Geständnis gegenüber ihrem Mann, kündigt sie eine Aufrichtigkeit an, die er kaum bei anderen Frauen finden werde. Une sincérité que vous trouverez malaisément dans les personnes de mon sexe. Sie gesteht ihm zuerst, je vous avoue donc, dass sie seine Liebe sehr wohl und mit Wohlwollen bemerkt habe. Er fragt sie etwas unlogisch, ob er überhaupt keinen Eindruck auf ihr Herz gemacht habe, obwohl er ja seit ihrem Geständnis gegenüber ihrem Mann und auch durch ihr Verhalten in dieser Situation eigentlich weiß, wie es darum steht und stand. Sie fragt ihn, wie er ihr Verhalten ihm gegenüber interprétiere. Er antwortet abrupt. Tout ce que je puis vous apprendre, madame, ce que j'ai souhaité ardemment que vous n'eussiez pas avoué à monsieur de Clèves ce que vous me cachiez et que vous lui eussiez caché ce que vous m'eussiez laissé voir. Nur das eine will ich euch sagen, madame. Ich habe mir sehnlichst gewünscht, ihr hättet monsieur de Clèves nicht gestanden, was ihr mir verborgen habt, und er hättet mir gezeigt, was ihr besser vor ihm verborgen hättet. Errötend fragt sie ihm, wie er von ihrem Geständnis gegenüber ihrem Mann erfahren konnte, und er erzählt es ihr nun und bittet sie, ihm zu verzeihen. Sie reagiert mit ihrem zweiten Geständnis in diesem Roman. Ich lasse die eher konventionellen Liebesbekundungen Nemours, der sich natürlich jetzt große Hoffnungen macht, aus. Zitat: Il y a longtemps que je vous ai pardonné, mais puisque vous avez appris par moi-même ce que j'avais eu dessein de vous cacher toute ma vie, je vous avoue que vous m'avez inspiré des sentiments qui m'étaient inconnus devant que vous avoir vu. Je vous fais cet aveu avec moins de honte parce que je le fais dans un temps où je le puis faire sans crime et que vous avez vu que ma conduite n'a pas été réglée par mes sentiments. Je ne vous apprends que ce que vous ne saviez déjà que trop. Il est vrai que je trouve de la douceur à vous le dire. Je ne sais même si je ne vous le dis point plus pour l'amour de moi que pour l'amour de vous, car enfin, cet aveu n'aura point de suite et je suivrai les règles austères que mon devoir m'impose. Ich habe euch schon lange verziehen, doch da ihr von mir selbst erfahren habt, was ich euch mein Leben lang verheimlichen wollte, gestehe ich euch, dass ihr Gefühle in mir erweckt habt, die mir unbekannt waren, ehe ich euch sah. Ich brauche mich dieses Geständnisses jetzt weniger zu schämen, weil ich es zu einem Zeitpunkt mache, an dem ich es ohne Schuld machen kann und weil ihr gesehen habt, dass mein Handeln nicht von meinen Gefühlen geleitet wurde. Ich verrate euch nichts, was ihr nicht schon allzu gut wüsstet. Ja, ich empfinde innere Freude daran, es euch zu sagen. Ich weiß nicht einmal, ob ich es euch nicht mehr aus Liebe zu mir als aus Liebe zu euch sage. Denn, um damit abzuschließen, dieses Geständnis wird keine Folgen haben und ich werde weiterhin die strengen Regeln befolgen, die meine Pflicht mir auferlegt. Dies ist, neben dem Nachmittag mit dem gemeinsam mit Nemours geschriebenen Brief, der zweite kurze und letzte Moment des Glücks für Madame de Clèves. In diesem Geständnis ihrer Liebe erlebt sie die Erfüllung ihrer Liebe. Und dieses Mal ist sie sich im Gegensatz zum ersten Geständnis gegenüber ihrem Gatten bewusst, dass, wie es heißt im Zitat, ich es euch mehr aus Liebe zu mir als aus Liebe zu euch sage. Sie ist glücklich darüber, Nemours verzeihen zu können, obwohl sein Verhalten indirekt für den Tod ihres Mannes verantwortlich ist. Sie lächelt ihn so verliebt an, dass Nemours denken muss, vor der Erfüllung seines Liebestraums zu stehen, bevor sie dann im letzten Satz des Zitats durch die Berufung auf ihre moralische Pflicht seine Hoffnung zerstört. Er versucht noch zu argumentieren, dass sie durch den Tod ihres Mannes jetzt keine Pflichten mehr daran hinderten, ihrer Liebe zu ihm, Nemours, nachzugeben,
macht ihr einen Heiratsantrag, sucht seine Unvorsichtigkeit in beiden Nächten in Coulommiers herabzuspielen, die zum Tode von Monsieur de Clèves geführt haben. Doch sie fährt fort. Il n'est que trop véritable que vous êtes la cause de la mort de Monsieur de Clèves. Les soupçons que lui a donné votre conduite inconsidérée lui ont coûté la vie, comme si vous la lui aviez ôtée de vos propres mains. Voyez ce que je devrais faire si vous en étiez venus ensemble à ces extrémités, à un duel, et que le même malheur en fût arrivé. Je sais que c'est par vous qu'il est mort et que c'est à cause de moi. Es ist nur zu wahr, dass ihr der Grund für den Tod von Monsieur de Clèves seid. Der Argwohn, den euer unbedachtes Tun in ihm weckte, hat ihm das Leben gekostet, gleich so, als ob ihr es ihm mit eigener Hand geraubt hättet. Bedenkt doch, wie ich zu handeln hätte, wenn es zwischen ihm und euch zum Duell gekommen und dabei das gleiche Unglück geschehen wäre. Ich weiß, dass er durch euch den Tod gefunden hat und dass es meinetwegen war. Für Madame de Clèves ist die Art und Weise, wie ihr Gatte zu Tode gekommen ist, analog zu einem Tod im Duell, zu dem ihr Gatte Nemours hätte herausfordern können, nachdem er sich sicher war, dass dieser mindestens zweimal die Nacht mit seiner Frau verbracht hatte. Jemanden, der ihren eigenen Mann im Duell getötet hätte, dürfte sie tatsächlich nicht heiraten. Sie fügt noch hinzu, dass diese Analogie zu einem Tod im Duell vielleicht von der öffentlichen Meinung am Hofe nicht so gezogen würde, die öffentliche Meinung, die ja auch gar nichts von den ganzen Zusammenhängen ahnt. Aber sie wisse es eben und könne daher nicht anders handeln, als ihn abzuweisen. Außerdem, das sagt sie allerdings nicht, muss man doch fürchten, dass der Spion von Monsieur de Nemours, der untröstlich ist über den Tod seines Herrn, die Angelegenheit weiter herumerzählen würde. Aus Liebe verzeiht Madame de Clèves Nemours seine Unbedachtsamkeit, aber das ändert für sie nichts an den unüberwindlichen Hindernissen für das Ausleben ihrer Liebe. Nemours antwortet mit einer Tirade von stereotypen rhetorischen Fragen, mit denen er das angebliche Fantôme de Devoir, das Hirngespinst von Pflicht Madame de Clèves, zu entkräften sucht, und er endet mit Vorwürfen. Er versucht, sie mit dem Vorwurf unter Druck zu setzen, sie habe ihn nie wirklich geliebt, und gibt Madame de Clèves dadurch noch einmal die Gelegenheit, ihn ihrer Liebe zu versichern. Das ist die Ersatzhandlung, mit der sie in diesem Gespräch die Erfüllung ihrer Liebe findet. Aber sie deutet einen weiteren Grund an, der ihr noch zwingender erscheint als die moralische Pflicht vor ihrem verstorbenen Mann, die sie sich ja mehr oder weniger nur selbst auferlegt, diese Pflicht. Sie wird deutlicher. Zitat: Les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Dois-je espérer un miracle en ma faveur? Et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion dont je ferai toute ma félicité? Bewahren die Männer denn ihre Leidenschaft in diesen dauerhaften Verbindungen der Ehe? Darf ich da für mich auf ein Wunder hoffen? Und soll ich mich in eine Situation bringen, in der ich die Leidenschaft, die all meine Seligkeit ausmachen würde, mit Sicherheit enden sähe? Sie hat Angst vor dem für sie größten aller Übel, le plus grand de tous les maux, der Eifersucht. Sie erzählt ihm ganz offen von der furchtbaren Nacht, die sie nach der Lektüre des Briefes durchlebte, für dessen Adressaten sie zunächst ihn halten musste. Sie ist sich sicher, dass Monsieur de Nemours Leidenschaft für sie in der Ehe schnell erkalten würde, ihre eigene für ihn aber nicht. Auch Monsieur de Clèves Liebe zu ihr sei wohl nur deswegen so intensiv gewesen, weil er auf keine Gegenliebe gestoßen sei. Sie analysiert Nemours über Monate anhaltende Leidenschaft für sie ganz klar. Les obstacles ont fait votre constance. Die Hindernisse haben eure Beständigkeit ausgemacht. Dazu kamen die gelegentlichen Zeichen ihrer Liebe, die sie nicht unterdrücken konnte, das belauschte Geständnis, und all das ergab eine Mischung, die mit der Eheschließung von einem Tag auf den anderen verschwunden wäre. Das Gespräch geht noch eine Weile weiter und dreht sich im Kreis. Schließlich verlässt sie das Haus ihres Onkels und die beiden Männer beraten sich. Sie sind sich sicher, dass sie ihre Meinung ändern und Nemours heiraten werde. Sie kommen überein, sie vorläufig in Ruhe zu lassen, um sie nicht zu voreiligen öffentlichen Festlegungen zu zwingen, die sie dann, wie man sie kennt, auch einhalten würde. Die Perspektive wechselt zu Madame de Clèves, die zum ersten Mal in ihrem Leben mit einem Mann offen über ihre wechselseitige Liebe gesprochen hatte. Zitat: Madame de Clèves ne se connaissait plus. Elle fut détournée de ce qu'elle avait fait. Elle s'en repentit, elle en eut de la joie. Tous ses sentiments étaient pleins de troubles et de passion.
Madame de Clèves erkannte sich nicht wieder. Sie war bestürzt über das, was sie getan hatte. Sie bereute es, sie empfand Freude darüber. Alle ihre Gefühle waren voll Verwirrung und Leidenschaft. Die Erzählerin versetzt uns in den Prozess der Bewusstseinsbildung der Protagonistin. Diese wird langsam eine andere. In personaler Erzählperspektive zeigt die Erzählerin, wie Madame de Clèves ihre gemischten Gefühle, die Herzrhythmen ihrer Empfindungen, immer bewusster zu analysieren sucht. Im Anschluss an dieses Zitat heißt es, elle examina encore les raisons de son devoir. Sie prüfte noch einmal die Gründe ihrer Pflicht. Andererseits bereut sie es jetzt fast, diese Gründe Nemours gegenüber so offen dargelegt zu haben. Ihr seit dem Tode ihres Mannes immer mehr oder weniger bewusstes Wunschdenken, dass sie Nemours doch heiraten könne, drängt sich ihr noch einmal in aller Gewalt auf. Manchmal kann sie sich kaum vorstellen, dass eine Ehe mit ihm sie unglücklich machen könnte. Sie würde sich gerne einreden, dass sie ihn problemlos heiraten könnte. Zitat. Elle eût bien voulu, also elle aurait bien voulu se pouvoir dire qu'elle était mal fondée et dans ses scrupules du passé et dans ses craintes de l'avenir. Sie hätte sich gerne gesagt, dass ihre Skrupel bezüglich der Vergangenheit und ihre Befürchtungen hinsichtlich der Zukunft unbegründet seien. All dieses spielt sich jetzt auf einer anderen Ebene der Bewusstheit ab als vorher. Sie macht sich klar, dass sie ihre Skrupel gegenüber ihrem verstorbenen Mann und ihre Befürchtungen hinsichtlich Nemours eventueller oder wahrscheinlicher Untreue gerne verharmlosen oder verdrängen möchte. Aber gerade dadurch kann sie nicht mehr verdrängen. Sie schwankt noch, zu stark steht sie unter dem Eindruck ihres eigenen Liebesgeständnisses gegenüber Nemours von eben. Sie beschließt noch keinen endgültigen Beschluss zu fassen. Sie müsste ja sowieso die Trauerzeit abwarten. Sie bleibt aber dabei, erst einmal keinen Kontakt mehr zu Nemours zu haben. Wenig später sucht ihr Onkel sie auf, um noch einmal im Sinne Nemours zu argumentieren, doch sie legt ihm so überzeugend dar, der durch Nemours verursachte Tod ihres Mannes stehe zwischen beiden, dass der Onkel schon langsam die Hoffnung aufgibt. Indem sie den Onkel von etwas überzeugt, von dem sie selbst noch gar nicht völlig überzeugt ist, sucht sie sich selbst in dieser Überzeugung zu bestärken. Der Onkel und Nemours müssen dem Hofstaat folgen, der die Schwester des Königs und neue Königin von Spanien bis ins Poitou begleitet. Von unterwegs schickt der Onkel ihr einen Brief, spricht darin auch von Nemours. In einem zweiten Brief schreibt dieser selbst ein paar Zeilen hinzu. Sie schreibt dem Onkel zurück, wenn er noch einmal von Nemours schriebe, würde sie seine Briefe nicht mehr empfangen. Sie gewinnt jetzt auch Klarheit hinsichtlich der Hierarchie der Gründe, auf eine Verbindung mit Nemours verzichten zu müssen. Zitat. Les raisons qu'elle avait de ne point épouser Monsieur de Nemours lui paraissaient fortes du côté de son devoir et insurmontables du côté de son repos. Ihre Gründe, Monsieur de Nemours nicht zu heiraten, erschienen ihr stark, wenn sie an ihre Pflicht dachte, und unüberwindlich hinsichtlich ihrer Gemütsruhe. Ich brauche noch 5 Minuten. Ihre selbst auferlegte Verpflichtung, wegen der Umstände des Todes ihres Mannes auf eine Verbindung mit Nemours zu verzichten, hätte vielleicht nicht ausgereicht. Ausschlaggebend ist ihre Angst vor der Untreue Nemours. Dennoch fühlt sie sich noch zu schwach, um der Versuchung zu widerstehen, Nemours wiederzusehen, wenn er wieder in ihrer Nähe sein würde. Ab hier weitet sich nun der zeitliche Horizont der Darstellung ins Ungefähre. Sie reist auf ihre Landgüter in den Pyrenäen. Dort erkrankt sie lebensgefährlich. Die Genesung dauert lange. Völlig gesunden wird sie nie mehr. Noch immer muss sie gegen ihre Liebe ankämpfen. Doch schließlich, enfin, elle surmonta les restes de cette passion qui était affaiblie par les sentiments que sa maladie lui avait donné. Schließlich hatte sie den letzten Rest ihrer Leidenschaft überwunden, die durch ihre Krankheit schon abgeschwächt war. Die Nähe des Todes bringt ihr ihren verstorbenen Mann noch einmal näher. Ohne Nonne zu werden, zieht sie sich in ein Kloster zurück. Auf Bitten Nemours schreibt die Königin ihr, um sie zur Rückkehr an den Hof zu bewegen, aber umsonst. Nemours reist zum Kloster, sie empfängt ihn nicht und lässt ihm ausrichten, dass sie der Welt für immer entsagt habe. Er trauert ihr ziemlich lange hinterher. Enfin, noch auf dieser Folie. Les années entières s'étant passées, le temps et l'absence ralentirent sa douleur et éteignirent sa passion. Schließlich, es waren Jahre vergangen, milderten die Zeit und ihre Abwesenheit seinen Schmerz und ließen seine Leidenschaft erlöschen. Wie später Gustave Flauberts L'éducation sentimentale endet La Princesse de Clèves
mit einem enormen Blanc, einer Leerstelle, wie Marcel Proust das ausgedrückt hat, in der sich der Zeithorizont des sonst zeitlich vorwiegend sehr engmaschig gestrickten Romans abrupt weitet. Proust hat da einen Aufsatz geschrieben, apropos du style de Flaubert. In La Princesse de Clèves setzen solche Leerstellen schon mit der Reise der Protagonistin in die Pyrenäen ein, bevor der Roman mit der großen Leerstelle im letzten Zitat hier fast an sein Ende kommt. Hier in La Princesse de Clèves wird jetzt am Schluss des Romans nur noch nachgetragen, dass die Titelheldin nichts mehr an ihrem Lebensstil änderte und nicht mehr lange lebte. Sa vie fut assez courte. Auffällig in diesem kurzen Zitat hier, wie auch in den letzten beiden eingerückten Zitaten, die wir hier noch in der Folie haben, aus La Princesse de Clèves, ist der Gebrauch des passé simple. Das zieht sich von der Reise Madame de Clèves in die Pyrenäen bis zum Schluss durch. Das passé simple, das zum Teil in ungewöhnlicher Weise Funktionen des imparfait übernimmt. Auch darauf weist Proust im zitierten Aufsatz in Bezug auf Flaubert hin. Schon Madame de Lafayette verwischt am Ende ihres Romans die semantischen Grenzen zwischen imparfait und passé simple und stellt dadurch das Verfließen der Zeit selbst dar. In gewisser Zeit kann man La Princesse de Clèves, wie zu Anfang dieses Kapitels angedeutet, schon als modernen Zeitroman im Sinne von Georg Lukács bezeichnen. Lukács analysiert Flauberts Education Sentimentale als Inbegriff des modernen Romans, in dem das Strömen der Zeit selbst zum Thema und die Zeit zum wichtigsten Protagonisten wird. Wir haben ja gesehen, dass äußere Daten das Geschehen in La Princesse de Clèves nur oberflächlich strukturieren und mit, vom Ende abgesehen, einem Jahr erzählter Zeit auch einen viel zu engen Rahmen für die Darstellung bieten. Wichtigstes Thema dieses ersten modernen Romans ist die Bewusstseinszeit und Entwicklung von Madame de Clèves, von ihrer überstürzten Verheiratung mit 16 Jahren über ihre erwachende und leidenschaftlich werdende Liebe zu Monsieur de Nemours bis zu ihrer schmerzlichen Entsagung, die einer Art von Selbstmord gleichkommt, mit dem sie den von ihr unwillentlich mitverschuldeten Tod ihres Mannes und zugleich auch die Schuld von Nemours sühnt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.